grundsätzlich ja, schon relevant. Thor hat harten Halb, bitte! Mhm. Oh, du hast Echo drin. Was ist das für eine Raucherstimme da drüben? Ist das Mokka Mokinski oder was? Mokka Mokinski? War nicht selber über Monitor? Mokka, was geht? Und Kupi, du blöde Sau! Entschuldigung, ich dachte, wir wären Best Friends oder hat sich das mal wieder geändert? Nee. Ey, Kupi, ich liebe dich von ganz weit drin. Oh, das ist aber auch lieb von dir, Dizzy. Mann, ich auch. Ich freue mich echt, euch zu hören, Mensch. Lange nicht, Dizzy, lange nicht. Echt. Oh mein Gott, ich habe das falsche Mikrofon drin. Ach, Toro ist ja auch da. Was soll das denn heißen? Ah, da ist ja. Oh, jetzt verstehe ich Toro auch. Jetzt spricht er endlich mal nicht mehr in eine Kloschüssel rein. Oho! Oho! Sehr gut. Ich hatte das. Gott sei Dank habe ich bei Biberbrust gerade reingeguckt und gesehen, Toro mit dem Volksempfänger. Natürlich. So. Na klar. Geht das überhaupt auf deinem Computer, Toro, dass du noch einen Stream nebenbei gucken kannst? Ja, ich habe sogar erfolgreich Golfit mit 35 FPS hinbekommen. Übernehm dich nicht, ey. Boah. Halt kann ich Assetto Corsa mitfahren. Oh, das ist 24 Stunden mit Toro in einem Auto, Alter. Ich gebe hier Schießen. Würde ich auch ein bisschen fühlen. Sag mal, Dizzy, ganz ehrlich, ich habe heute Morgen gehört, dass das Dating manchmal wirkt. Was ist denn da los? Ja, wir haben eine heiße sexuelle Beziehung. Also da geht es auch schon mal heiß her. Da kann es auch schon mal mit ein bisschen Würgen zustande kommen. Ja, ich ganz ehrlich, ich bin auch einer von der Würgefraktion. Ja. Also da ist alles okay. Ich habe auch gesehen, du hast heute Morgen direkt Kraftfutter gegönnt. War heute Morgen auch so eine typische, wie man von Zuschauern sonst häufig liest, so, ich schalte gerade ein. Und dann hört man nur, ja, als du mich gestern so dolle gewürgt hast. Ja, ich meine, was soll ich machen? Also ich meine, das Ding ist halt, der schleicht sich ins Bett rein und dann ist halt gleich... Also eine Sache, wenn ich mich vorstelle, Stay schleicht nicht. Nee, das stimmt, aber also ich sag mal, für ein T-Rex-Verhältnisse ist das schon Schleichen. Ich kann sagen, Glas mit Steak kommt. Aber ganz ehrlich, bei der Ahornsirup-Geschichte bin ich bei dir, Dizzy, auf jeden Fall. Das schmeckt ganz komisch, finde ich, zu Pancakes. Ja, kennt ihr Rübensirup? Ja, diesen gelben, wie heißt der, von welcher Marke ist der? Du meinst, der wie Lime von der Konsistenz ist, so richtig wie Lime. Ja, der ist wie heißt der denn? In dieser gelben Packung doch. Ja, genau. Naja, mit der schwarzen Schrift. Das ekelhafte Zeug, ja, ich weiß das. Hast du gerade ekelhaft gesagt, du Schwein? Hä, das konntest du dir doch nicht auf das Brot schmieren, so süß war das. Was willst du? Toro! Butter rein, das Zeug drauf, alles durchmixen, Brot reinschieben, richtig geil. Grafschafter Goldsaft. Ja, Grafschafter Goldsaft. Mager, das ist aber richtiger Goldsaft, Junge. Der ist goldener als der von Stay. So, jetzt muss ich kurz nochmal in die Pause rein. Ich will gehen. Ah, wie geil, ey. Ich freue mich auf heute. Nur auf einen gesunden Mittelstrahl. Denk dran, ne? Einen guten Goldsaft. Der muss vorher die Leitung noch bringen. Also, Jungs, seitdem ihr irgendwie in Thailand seid, wird's echt weird hier. Ja. Mit diesem Mittelstrahl-Ding. Nur einer. Ich entschuldige mich dafür. Dizzy, wir haben Dinge gesehen, das verändert einen. Ja, das glaube ich. In seiner Ich meine, es ist eine andere Kultur, da macht man andere Sachen. Absolut. Das passt alles zusammen, ja? Distanziere ich mich vom Mokkas Aussagen? Ich sage hier gar nichts. Warum driftet? Echt, Jungs, es ist 13 Uhr, es driftet ganz schön ab. Es driftet ab. Wollen wir erstmal kurz das Intro machen, damit wir das einfach hinter uns haben? Master Game Master Toro, ich habe dich vermisst. Los, eröffne die Spiele. Natürlich. Und ein herzliches Willkommen hier bei Gerangel in the Jungle zur Episode Nummer 3. Denn heute, unglaublicherweise, stehen die nächsten Konkurrenten von AC Dizzy Mann, genannt auch den Bockwurst-Monopolisten, und Toro, dem unglaublichen Chameleon des Twitch-Internets, bereit. Wir kämpfen heute gegen den Biberdamm aus Thailand, gegen die Biberbros. Unglaublich. Werden sie heute gewinnen? Werden wir heute gewinnen? Werden wir überhaupt mal gewinnen? Oder werden wir ein Finale mit einfach allen haben? Das werden sie gleich in einem kurzen Werbebreak erleben. Werbebreak. Okay, ich habe Biberbros und Toro eingeladen zu einem Squad-Stream. Squad-Stream. Kommen sie rein.
Ja, ich prüfe das. Ich sehe hier gerade. Ich bin schon dran, Copperfield. Nice. Livestream starten, wir sind alle drin. So. Genau, wo können die Leute auch allen gleichzeitig zukommen? Geil. Aber weißt du was, Toro? Ja. Wir haben uns jetzt echt lange nicht gehört, ne? Also wirklich schon sehr lange. Wir haben zwischendurch mal miteinander geflirtet über Chatnachrichten. Heute, Maga, kann ich dir sagen, werden wir als Team glorreich am Strand auf einem weißen Schimmel in den Sonnenuntergang reiten und dabei die Siegestrophäe in der Hand halten. Also Toro, da möchte ich kurz mal irgendwas dazu sagen. Toro, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Dizzy Monopoly gespielt hast, aber Dizzy hat keine Freunde. Das sage ich dir so nicht. Wenn ihr mal, also Monopoly holt aus Dizzy den Trump. Das ist hundertprozentig so. Was, Schlosser? Nee, kannst du gerne kaufen, Alter, für den zehnfachen Preis. Was denn? Maga, was denn? Du wolltest ein Angebot haben, was denn? So, ihr wollt also heute gegen uns verlieren. So habe ich das habe ich rausgehört. Das ist die Essenz. Nee, wir können heute nicht gegen euch verlieren. Wir müssen jetzt auch mal gewinnen. Wir müssen auch mal ein Team schlagen. Das kann ja nicht sein, dass wir am Ende dann irgendwie komplett versagt haben. Das passiert heute nicht. Toro. Ich will den weißen Schimmel mit weißem Strand. Ja! Alle guten Dinge sind drei, ist also eure heutige Taktik. Ja, heute bumsen wir euch richtig weg. Also Dizzy und Toro heute nach dem Motto, irgendwann muss es ja mal klappen. Ich meine, wir haben heute nur gute Games im Angebot. Wir haben heute nur gute Games im Angebot. Was habt ihr euch denn gewünscht, ihr zwei? Also wir haben uns Game of Life gewünscht. Genau, Spiel des Lebens. Das ist ein Spiel, das kennt, glaube ich, jeder. Ob jung, ob alt. Spiel des Lebens. Warum, glaub, Toro, du hast was ganz anderes mit mir kommuniziert. Bitte? Du hast gerade in seiner Stunde nicht mit uns mitkommuniziert. Moment, ich brauch schnell einen Link, ich muss runterladen. Moment, ich kann die Verwirrung verstehen. Gott sei Dank, Game of Life ist auch nur 800 MB groß. Oh, hab ich schon. Und Dizzy Game of Life heißt. Zwei. Warte, er braucht zwei. Game of Life 2 für 9,99 habe ich geschossen. Rechnung kommt, Toro, ja? Wegen Falschinformationen. Bitte? Du konntest hier mal, weißt du? Dizzy, pass auf, jetzt Retalk. Nein, jetzt machen wir kurz Biberbrust Retalk. Jo. Wir sagen, 13 Uhr fängt das Format an. Ich schreibe nochmal rein, lass mal um 12 im Discord treffen. Was macht Dizzy? Stream um 12 an. Hallo, ich liebe meine Community, verstehst du das? Ich mache doch hier nicht kurz vor knapp. Hallo, Chat, bin da, hallo, geht los und fertig. Sowas mache ich doch gar nicht. Dafür liebe ich meine Zuschauer zu sehr. Du liest aber auch die Nachrichten nicht. Dann kommen Sätze von Dizzy. So, okay, wir sind schon im Nicht-Live-Channel. Okay, wir kommen eben vorbei und dann kommt Dizzy rein mit. Ich komme auch gleich Discord, mach gerade den Stream an. Ja, Dizzy funktioniert so, 12 Uhr passiert irgendwas. Und dann ist die Chance sehr hoch, dass Streamen passieren muss. Ja, hallo? Feste Zeiten, Zuschauer sind gebunden an 12 Uhr, das wollen sie sehen. Ja, da hast du auch recht. Zeiten halten, das stimmt schon. Ich weiß ja auch nicht, worüber ihr jetzt wieder gesprochen habt. Wahrscheinlich habt ihr euch wieder liebkost und in die Arme genommen und ein bisschen geschmust. Währenddessen habe ich 50 Subs gemacht, mein Freund. Wir haben über das Windows-Update geredet. Wie lief das denn bei dir? Oh, du kleine Sau, ey. Ja, Windows-Updates waren alle, also wirklich auf allen Computern, sehr gut. Liefen auf jeden Fall sehr gut, stabil. Sehr wir versuchen seit anderthalb Wochen immer noch an einem PC das zu installieren. Hör mir bloß auf. Ich würde es ehrlich gesagt, einfach ausmachen. Ich habe es auf allen Computern jetzt deaktiviert. Ja, kleine Batch-Datei. Im Chat wurden einfach schon Schnittchen vorbereitet. Sehr gut. Die Leute sind prepared. Die haben Kaffee, Schnittchen. Weil die haben auch schon um 10 Frühstücksstream geguckt. da warst du noch im Bett und hast von Aliens geträumt. Und jetzt muss ich mal eins sagen, Toro. Ja? Jetzt muss ich dir mal eins sagen. Ich hab mit dir in Rust Season 1 alles gemacht, weißt du? Stand immer neben dir, hab den Rücken gedeckt, hab dich überall rausgepaukt, ja? Jetzt geht das wieder los. Jetzt hör mir zu. Ich hab keine Einladung bekommen, dich zu besuchen in Irland. Du blödes Schwein. Aber Hauptsache Jen. Hauptsache wieder, weißt du, die Frau muss wieder den Keil in die Männerbeziehung stecken. Blöder Pisser, ich bin traurig. Ich hab geweint. Du hast doch die richtige Begründung für ihn genannt. Aber Hauptsache immer anrufen. Oh, Dizzy, ich hab Computerprobleme. Was kann ich denn jetzt machen? Ich kann nur Gold mit 2 FPS spielen. Du blöder Hoden! Also Dizzy, pass auf, ich mach dir ein Angebot. Ich krieg ja demnächst sicherlich einen Streaming-PC in großen und dann könntest du ja mal vorbeikommen, das zu verkabeln. Das würde sich anbieten. Danke an euch alle. Das hat er nicht gemacht. Das hat er gerade nicht gemacht, Chef. Nächste Mal kurz rüber. Dafür suchen wir rein. Doch nicht traurig. Das hat er nicht gemacht, Alter. Habt ihr das gerade gehört? Du siehst doch, was Toro die Prioritäten sind. Ach, schön. Also ich finde, bevor es startet, könntest du noch das Team wechseln.
Du könntest noch das Team wechseln. Nein, wir reiten heute in den Schimmel. Disney, du kannst jederzeit gern vorbeikommen, wirklich. Also, da mache ich nun. Nö. Was heißt hier nö? Nö, dann muss ich ja Kabel ziehen. Dann mache ich das. Ach, Quatsch. Dann mache ich das, ich mein, wie mit Jen, ich das wie mit Jen am Telefon. Das hat richtig Spaß gemacht. Ah ja, mir hat irgendeiner gesagt, ich soll dies, das und jenes Kabel tauschen. Und du guckst dahin und sagst dir so, was soll denn die Scheiße? Ich hab dir doch gar, ich hab dir doch gesagt, wie rum. Nee, das habe ich jetzt anders gemacht. Ja, deswegen funktioniert das auch nicht. Eine gute alte Vollvermaschungstopologie. Ja, so bei dir wird das wahrscheinlich auch so sein. Zwei Tage später, oh Dizzy, das funktioniert nicht mehr. Was hast du gemacht? Ja, weiß ich nicht, ich habe nur 375,5 Kabel getauscht. Ich habe hier direkt einen IT-Experten sitzen. Ich frage einfach Karl. Hä? Also ich glaube, Isa ist noch mehr IT-Experte als Karl, Alter. Auf jeden Fall. Ich frage einfach Karl, dann kann ich den Rechner gleich zurückgeben. Wenn ich mir Karl seine OBS 10 angucke, wie er die zusammengewurstet hat, glaube ich da an gar nichts, Alter. Oh, ich bin heute richtig on fire. Ich möchte mich jetzt schon entschuldigen, wenn es zu weit geht, sag bitte vorher Bescheid, weil ich hab heute richtig geladen. Nee, wir machen das wie du, weißt du, wir halten das aus, am Ende des Streams beschweren wir uns dann, weißt du, das ist ganz normal. Als ob ich das jemals getan habe. Hast du schon, wo wir zusammen gestreamt haben und dann so die ganze Zeit hatten wir schon schöne Gespräche, ein bisschen gequatscht, waren vielleicht ein bisschen talk-active, wie man heutzutage so sagt im Internet-Business. Und dann am Ende so, ja, aber kommst ja auch gar nicht dazwischen hier bei Moga und bei Kubi. Ey, Jungs, als wir zu dritt gestreamt haben, habe ich nicht mal eine Sekunde reden können und habe gefragt, ob wir uns eventuell darauf einigen können, dass wir zusammen streamen und nicht alleine. Jetzt, ich habe mir übrigens die Statistik von diesem Stream angeguckt und du hattest noch nie mehr Zuschauer. Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe das ja beobachtet bei euch. Es ist ja ein bisschen schwierig gewesen und ich habe euch ja alle Zuschauer geklaut. Das stimmt. Ja. Das stimmt, leider, es tut mir wirklich leid, ich werde im September eine Woche Urlaub machen. Und dann, versprochen, ne? Ja, ich werde euch dauerhaft hosten und lasst euch alles wieder zurückkommen, okay? Ja. Clips sind da, dann schauen wir mal. Ne? Gibt's Datum dann nochmal durch. Ja, ist kein Problem. Am 11.09. fahre ich 24-Stunden-Rennen, dann ab 12. bin ich im Urlaub. Oha, machst du wirklich eine Woche Urlaub? Krass. Ja, ich muss eine Woche Urlaub machen. Ich muss auch irgendwann eine Woche Urlaub machen. Ach, Maga, hör bloß auf, du frisst den ganzen Tag bloß Engels, sitzt da rum, schmust mit deinen Katzen. Jetzt tu ja, das ist ja das Problem, ich muss Engels-Diät machen. Also, Quatsch. Ich muss Engels-Diät machen. Ich mache alles andere. Hast du schon mal Urlaub gemacht, Dizzy? Nee, noch nie. Krass. Das wird auch eine interessante Erfahrung dann für dich. Maga, ich krieg jetzt schon die Krise bei dem Gedanken da dran, aber ich habe jetzt mir echt vorgenommen, eine Woche Urlaub zu machen. Ey, ist so blöd das klingt, ne? Man hat dann Stress vorm Urlaub. Ja, weil man nicht weiß, wann man mit seiner Zeit anfangen soll. Mir ist schon mit dem Gedanken, wenn ich abends ins Bett gehe, denke ich mir so, boah, das wird aber richtig langweilig. Scheiße, mein Urlaub, Mann. Kann einschlafen. Ich muss mir noch ein Hobby suchen. Was machst du hier? Foto. Du hast auch fotografieren, oder nicht? Fotografieren machst du doch. Ja, ganz viel. Ja, ganz viel, aber ich glaube, das würde ich im Urlaub nicht so fühlen, du. Wie wär's mal mit einer Drohne, Dizzy? Das glaube ich. Halt doch einfach den Schnabel, du Lümmel. Halt dich. Nein, keine Drohne. So, der Trash Talk funktioniert schon mal sehr gut. Aber lass uns doch mal zu den drei Spielen kommen, die wir heute spielen werden. Hast du es eilig? Nee, aber ich will einfach mal den Leuten sagen, was sie zu erwarten haben, nicht wahr? Ja. Denn heute werden wir einfach auch mal Power Wash Simulator spielen. Dann haben wir für euch, wie gesagt, Spiel des Lebens, Teil 2 im Angebot und Uno. Oh, Uno, Uno wird richtig wild. Da gibt's Tote heute. Uno wird wild. Vor allen Dingen Uno als Team. Das gibt Tote heute. Powerwash, bin ich ganz ehrlich. Seitdem ich umgezogen bin, ist meine Bude blitzeblank, Alter. Ich habe dein Studio gesehen, weißt du? Wir haben heute auch umgemuddelt. Ich habe Dosen rausgebracht. Ich hab einfach nicht besser. Es wird einfach nicht besser heute. Ich hab Dosen rausgebracht. Ja, hab ich auch. Ganz ehrlich, Dizzy, irgendwann muss ich mal gerade, ich will da mal ein kurzes Rennen bei dir fahren. Also das sieht richtig nice aus. Ich will gar nicht wissen, wie viele Stunden du da reingesteckt hast. Beim Aufbau? Jo. Ja. Ja, da lag der Dizzy schon öfter mal mit seinem Rollbrett da drunter und hat da geschraubt. Mit der Knarre. Hör bloß auf, du hättest mal meine Hände sehen müssen. Die waren richtig kaputt, weil das alles so eng ist und da überall aufgeschabt und aufgekratzt und.
Sag mal, knarzt das eigentlich gar nicht? Da, da ist ja schon ein bisschen Bewegung drin. Ne? Das sind Aluprofile. Das knarzt gar nicht mehr. Ne. Okay, aber das heißt nicht mehr. Das klingt aber nach so einem Problem, was du auch erst rausbringen musstest. So. Ja, ich habe ja jetzt ein neues und da sind Federunterlegscheiben drin und das geht jetzt. Super. Aber ist schon das wild. Sieht auch echt abgefahren aus. Aber ja. Dein riesen Cockpit da mit den drei Monitoren. Weil wenn du da drin sitzt, dann steigst du auch nicht mehr aus. Nee, da bist du erstmal drin. Was, Toro, kommst du mich jetzt besuchen und willst fahren oder was? Nee, ich muss gerade Stupsi anschnauzen. Oh, das habe ich ja ein bisschen vermisst, ne? Was denn? Wer ist Stupsi denn? Katze. Na, meine Katze. Schnauz doch die Katze nicht an. Die kann doch nicht dafür. Ja, die ist aber gerade wild. Die hätte meine ganze Deko gerade vom Fenster geräumt fast. Katzen sind immer wild. Ja, die haben so die typischen 5 Minuten. Ne? Hey, hey, einmal so hey, hey, meine Katzen sind nicht wild. Die sind entspannt. Ich, hallo? Immer? Na klar. Habt ihr meinen Zahn auf? Wenn du mit denen irgendwie was rumwedelst vor der Nase, dann sind die nicht mehr ruhig. Bagger, wenn ich vor den Katzen was rumwedel, gucken die mich blöd an und sagen halt die Fresse und pack die Scheiße weg. Katzen haben ihre 5 Minuten. Hier. Vielleicht hast du dann auch deine 5 Minuten kurz Nickerchen, kann ja sein, aber die Katzen schlafen. Haben deine 5 Minuten. Die schlafen beide. Einer liegt da und einer liegt da. Ganz friedlich. Dizzy ist, glaube ich, auch so einer, der geht nicht ins Bett. Ich glaube, Dizzy ist der sitzt vor seinem Setup und dann verschränkt er seine Arme so über den Bauch und dann nickert er kurz weg. Soll ich, dir eine witzige Geschichte erzählen? Das habe ich früher in der Tat gemacht. Als ich sehr lange im Büro gesessen habe und gearbeitet habe, habe ich auch im Sitz manchmal so meine Powernaps gemacht. Aber ich habe mir angewöhnt, seitdem ich umgezogen bin, wenn ich fertig bin mit Arbeiten, gehe ich aus meinem Büro raus und gehe bis morgens nicht wieder rein. Ja, ja, das ist auch echt wichtig. Räumliche Trennung. Ja, psychologische Trennung einfach. Jetzt ist Feierabend und Plus. Ist so. Ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Ja. Aber wir gehen ab und zu noch ein bisschen daddeln, so in der Privatzeit. Oh nee, dafür. Ja. Na gut, ja, okay. Manchmal fahre ich auch noch mal rennen. Ja, nur so ein Ründchen. Aber nur manchmal. Lore wird mit einem Ellbogen auf dem Fenster und so. Ja, ja, richtig. Du musst dir noch so Fenster hinmachen, die du runterkurbeln kannst. Genau. Zum Anböken der Leute, die du überholst. Nee, das geht nicht. Das Ding ist, wenn du wirklich rein, also wenn du mit dem Sitz reingehst, siehst du nichts mehr rechts, links, weil du umrungen bist von Monitoren. Ich finde, hier dieses Assetto, das sollte halt auch VIP haben, dass man den Fahrer im Vorbeifahren nochmal eben anböken kann. So, nee, das wäre nicht. Du Farbe! Stopp mal meine Abgase! Hast du denn fahren gelernt? Genau. Das könnte er wirklich real-life-mäßig in Eurotruck Simulator 2 machen. Ja, ey, da Toro, kannst du ohne nicht Toro, an meinem Fenster nämlich rausgucken. Toro, wir fahren die nächsten Tage zusammen Eurotruck Simulator. Okay, komm. Ah! Wir fahren zusammen, wir fahren gemeinsam LKW. Deal? Sehr schön. Also wirklich, lass uns darüber sprechen und dann fahren wir gemeinsam Eurotruck-Simulator. Du und ich. Wir hätten ja auch ETS spielen können zusammen, dann wer die schnellste Route fährt, wer am schnellsten da ist. Das zählt nicht, es ist unfair, ich fahre immer 80 gestrichen. Ja, oh, du machst nicht das Tempolimit rein. Natürlich mache ich das rein. Ja, man ballert nicht jeder mit 140 mit so einem 30-Tonner um die Kurve. Ich, ja, Moment, aber ganz ehrlich, du musst Strecke machen, Alter. Der Kunde wartet. Ja, Magga, hör mir mal zu. Weißt du, wie viel ich in einem Rennauto sitze? Da bin ich froh, wenn ich mal mit 80 fahren kann. Das stimmt. Ich habe das einmal bei dir gesehen, wie du ganz kurz mal so einen Track erklärt hast. Das war heftig, ey. Wenn hier da reinfallen lassen, das und das und dies und das und runter und... Das ist schon, das ist geil, ne? Das hat dich schon richtig gecatcht, oder? Ich bin gerade so richtig im Fieber, ja. Ich habe mir auch ganz fest vorgenommen, ich möchte nächstes Jahr, weil ich ja gerade auch Fitness mache, möchte ich nächstes Jahr in einem GT3-Fahrzeug mal fahren. Also ich selber. Nicht drinnen sitzen, sondern mit selber fahren. So, ich dachte jetzt so Renntaxi machen hier auf dem Nürburgring. Kann man ja machen, ja. Das habe ich einmal gemacht. Das war insane krass. Das habe ich, oh. Chat, das war so. Dann sitzt du drinnen und denkst, du stirbst, oder? Ja, die Leute sind so stumpf, weil das waren so ein paar, zwei Profifahrer, das war so ein Firmen-Event damals und die hatten die engagiert und die Ruhe bei den Leuten ist verrückt. Die fahren ja irgendwie 1000, 2000 Runden irgendwie im Jahr und ich hatte auch mal gefragt, ich so, wie sieht denn das aus, wenn es so richtig nebelig ist und schlecht Wetter, wie sieht denn das mit den Rundenzeiten aus? Ja, die werden schneller. Ich so, was, die werden schneller? Er so, ja, der Motor kriegt besser Luft, kühlt besser runter, ist das Auto schneller. Ja. Ja, weil, also die sind nur noch limitiert halt vom Klima und vom Auto. Ich glaube auch, wenn die Strecke so in Fleisch und Blut übergegangen ist, da ist nicht mehr viel. Das sind so Soldaten, weißt du, die stumpfen ab. Komplett, die sind komplett, der war komplett in der Zone drin. Ja. Ist jede aber, Kurve, ja? Ist aber wirklich so, also du bist am Ende nur noch limitiert vom Auto, weil du machst das halt automatisch.
Ja, hat er auch gesagt. Also da und jede Kurve immer an diesem Punkt, wo man so merkt, dass der Arsch gerade so am Schlittern ist, dass das Auto so gerade so ein bisschen nach außen hüpfen gerade möchte. Dass er gerade weg will. Ja, ja, genau. Und da sitzt dann, fährt er mit einer Hand. Ja, ich fahre jetzt nicht richtig, ne? Ihr könnt das ja auch nicht so ab. Ne? Ich fahre nicht so richtig jetzt. Aber ja, das ist verrückt. Also wirklich, und allem so, keine Ahnung, ob das normal ist, aber auch sehr ruhige Persönlichkeiten. So absolut abgestumpfte, abgefuckte Leute, die sich einfach reinsetzen und das täglich Brot, ne? Das ist halt nicht mehr so Adrenalin für die, ne? Nee. Aber verrückt. Das mal mitmachen, ey, das ist uff. Ja, glaube ich. Das so richtig dann fühlen, so die ganzen G-Kräfte, wie du dann nach links und rechts geschleudert wirst, in den Sitz gedrückt, nach vorne. Ja. Da finde ich aber die Uphill-Fahrer noch, glaube ich, wahrscheinlich crazier. Uphill? Also die, naja, die ja, sozusagen von unten nach oben den Berg hochfahren, aber auf Asphalt, ne? Und dann mit so richtigen Schweineboliden. Also halt mit, keine Ahnung, mit einem Formel-1-Wagen oder so. Da hochbrechen. Okay. Und so eine Serpentinen-Bergstraße. Ja, ja, komplett krank. Oder mit diesen Buggies machen die das ja auch, mit diesen Dünen-Buggies und so, die sich da richtig nach oben fressen dann am Hang. Ja, ihr meint jetzt was, ihr meint alle was Unterschiedliches. Ihr meint was anderes. Also, Toro meint Uphill, also im Sinne von Straße. Hillclimb. Genau, Hillclimb, Straße hochfahren und das, was ihr meint, ist ja wieder noch was anderes. Aber es geht nichts über Rallye, Freunde der Sonne. Wenn ihr mal virtuell Rallye gefahren seid, wisst ihr, dass das die craziest, das sind wirklich die verrücktesten Motherfucker. Ja. Da, also, wie hieß er, der Deutsche? Walter Röhl. Ja. Also da ist, das ist die absolute Königsdisziplin. Da geht nichts drüber. Also wirklich nicht. Da musst du halt wirklich Eier aus Stahl haben, weil da ist echt jede Kurve kannst du einfach sterben. Ja, die Bodenwelle einfach. Für mich das einfach auftragen. Das krasseste Motorsport-Event ist Island of Man. Das ist krass. Das ist krass. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um unbestimmte Zeit, mein liebes Publikum, denn Trash Talk ist Spiel Nummer 4. Natürlich, was ist das denn? Hä, das ist doch mega geil. So lernen wir uns jetzt ein bisschen kennen und dann können wir halt richtig reinhalten. Stark erscheint. Ey, Tor hat schon wieder Hummel in den Arsch, Alter. Ich fand das witzig, jetzt einfach mal zu sagen. Ist doch schön, ey. Oh, Scheiße, wir müssen noch Rust spielen heute. Wir können uns gar keine Zeit nehmen dafür. Rust ist vorbei. Schon wieder vorbei? Ja, ja. Hater, ey. Ey, du gehst ja rum wie eine Wanderhure in den Games gerade, ne? Ja, ich wandere gerade bei World of Warships rein und ansonsten. Ja, schöne bezahlte Promo. Schöne bezahlte Promo, wie der Cash einsteckt für Angus, ja. Ich kann auch andere Sachen machen. Ja, hier, ja. Uno, Game of Life, Fall Guys, The Forest. Schön den Mund aufmachen wie so ein Vogelbaby, ne? Immer rein, die Kneten, immer rein. Pokémon ey. Unite! Hat er noch nicht genug, ne? Hat er noch nicht genug. Ja, genau. Oh, Scheiße! 3000 Subs! Ach, Leute, komm, World of Warships habe ich schon immer gefeiert. Erstmal Placement reinzimmern, Junge. Schön downloaden und mit mir ballern, Jungs. Ab 10.000 Subs mache ich mir ein kleines Smiley-Tattoo, Leute. Wer ist eigentlich, Entschuldigung, da muss ich kurz mal fragen. Wer ist eigentlich auf die beschissene Idee gekommen, sich für 5.000 Subs was zu tätowieren, Alter? Du weißt, dass das für den Rest deines Lebens auf deinem Körper ist. Ja, willst du das auf die Penisspitze tätowieren oder was? Dass keiner sieht. Ja, aber so, also ich habe mich erst so ein bisschen geweigert, aber ich habe dann gesagt, also mein Körper ist ja 40 Jahre lang der Nadel ausgewichen. Ja, ja, ja. Ne? Ja. Also Heroin auch nicht. Ne? So, und ich meine, das ist ja eine Memory, ja, also so ein Eimerkopf sich zu stechen ist, würde vollkommen klar gehen. Ja. Also womit ich nicht komplett ich würde mir zum Beispiel nicht irgendwie, keine Ahnung, Wanderhuren, Punkt, 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 irgendwo hin tätowieren oder sowas. Also das war ja nicht der Punkt. Nee, aber so ein Smiley, so weißt du, zwei Punkte über dem Bauchnabel oder so. Nee, weißt du, was ich richtig fühlen würde? Wenn du dir den Becher so richtig schön auf den Vorhof deines Penis machen würdest. Oh, natürlich. Oh, wir sind jetzt schon beim Vorhof oder was? Also, wir werden voll angelabert, dass es weird wird, weißt du? Was ist denn? Entschuldigung, können wir uns nicht über die Geschlechtsmerkmale. Nein, das ist Nachmittag. Es ist doch okay, mein Stream ist ab 18. Dann mach doch mal bitte die Kindersperre rein bei euch. Komm, wir über Vorhof-Tennis. Aber wo ist der Vorhof überhaupt? Beim Penis. Na, am Ende des Schaftes, der in deinen Körper reingeht. Und wenn du dir da den Helm draufsetzt, Magga, dann hast du halt einfach mal auch für eine Frau was Witziges gemacht. Die lacht dich dann halt einfach noch ein bisschen aus. Das Beet, ja, du meinst das Beet, ja gut. Oder so ein Arschgeweih, Rächer, hinten schon drüber.
Recher. Und dann schreibst du schön noch mit so einem Schriftzug unten drunter, Rechers Arsch. Richtig. Ich habe gehört, in Thailand sind Tattoos sehr günstig. In Thailand ist alles sehr günstig. Ja. Also vieles. Aber in der Tat ist hier Tattoo volle Pulle. Du siehst hier ja richtig geile Studios. Und wenn du voll abgehen willst, dann machst du das richtig traditionell mit so einem Bambus, mit so einer Bambusnadel. Oh mein Gott, da stirbst du doch, wenn ihr das so reinhämmert, so pappt. Ja, kannst du das von einem Mönch hier machen lassen, ja? Die hauen dir jetzt mit der Bambusnadel rein und du darfst dir auch, rein traditionell darfst du dir selber auch nicht aussuchen, wo sie es hinmachen. Das sucht sich der Mönch aus. Dann. Genau, also bei den traditionellen Tattoos dann. Ja. Karl, hast du dich wirklich bei 5500 Subs tätowieren lassen? Jetzt schon 500 noch drauf? Nee. Karl, hast du dich wirklich tätowieren lassen bei 5500 Subs? Sag mal, was seid ihr alles, also muss ich jetzt ja wirklich mal sagen, was seid ihr denn für Menschen, dass ihr euch für Subs anmalen lasst? Seid ihr nicht ganz knisper oder was? Das war halt so eine Schnapsidee, kennt man doch. Ja, nee, was für eine Schnapsidee. Bagger, die Scheiße ist für das Ganze, weißt du, eine Schnapsidee wäre, ja, aber... Ja, man lebt auch nur einmal, Dizzy. Man kann auch mal eine Schnapsidee umsetzen. Entschuldigung. Ist doch egal, wie du am Ende im Sarg landest, ob da jetzt nur auf der Eichelspitze irgendwie so ein Rechereimer drauf ist oder nicht. Das interessiert eh keinen. Doch, mich schon. Ich werde nämlich sterben wie fucking George Clooney, Alter. Ohne Haare, mit einem grauen Bart und sehe top aus. Bei der Idee war aber auch Schnaps mit dabei, kann das sein? Ja, wahrscheinlich. Oh, ganz ehrlich, so ein schönes Get on my level, so über den Hintern so. Und dann so ein MB Forever oder so. Oh, so ein schönes Mondgeweih. Schön. Ich finde dafür, wir sollten langsam spielen. Nee, ich finde das eigentlich, dieses Vorgespräch finde ich sehr gut gerade. Das Vorgespräch, sehr gut. Ah, ja, geil, aber dann seid ihr ja bald, wenn Jen dann da ist, in Irland, könnt ihr euch ja gemeinsam tätowieren lassen. Das ist ja der Plan, du Nase. Ach so, wie lange ist da noch Zeit? 3 Wochen. Oh, in 3 Wochen, wie viel Subs hast du gerade? 2,9. Na, das wird wahrscheinlich nichts. Das wird nichts, aber wenn bei Jen das Dings erreicht ist, dann muss sie sich tätowieren lassen, ich dann nicht. Du nicht? Nee. Kollegen Schwein. Poro? Was? Hast du ein Tattoo schon? Nee, gar nicht. Das wäre auch... Das erste auch noch. Das erste auch noch. Und dann das erste und dann so ein bedeutungsvollen Helm. Da kannst du die ganze Tragweite, inklusive das ganze Set an Schmerzen und so, das kannst du ja alles noch gar nicht einschätzen, als du dich dafür entschieden hast. Das ist ja noch viel besser. Vielleicht findet er das ja auch mega geil und dann lässt er sich endlich mal zutackern. Komplett, dann lässt er mich richtig zuhacken. Ja, weil dann kann er nämlich die ganze Knete nicht für einen neuen PC ausgeben, sondern um seinen Körper anzumachen. Schön auf dem Knochen, habe ich gehört. Die Tattoos da sollen super angenehm sein. Ja, das meine zwei Optionen waren entweder Oberarm oder in dem, was ist denn das, hinteren Nackenbereich so. Mag er auf dem Oberarm und dann schreibst du noch Eil auf Mami unten drunter oder was? Na? Anker das auch. Anker, natürlich. Oder hier auf dem Unterarm, das geht ja auch. Also ich habe gehört, alles, was so dünner, wo dünne Haut ist und wo direkt Knochen ist, ist eine Katastrophe. Also wirklich heftig. Also soll man wohl besonders merken. Das da, wo man viel Fett hat, da tut es am wenigsten weh, habe ich gehört. Ja, also bei uns überall. Was bei uns überall? Da tut es am wenigsten weh. Naja, das wollte ich ja sagen. Wir sind ja nur beide sehr gut gefüllt. Also von daher tut es nirgendwo weh. Ja, da ist schon ein bisschen mehr von euch da, so quasi. Ja, entschuldige, es kann halt nicht jeder wie ihr in Thailand wohnen und euch sportlich aktivieren und dabei einfach noch so gut aussehen. Echt mal. Selbstverständlich ist das exklusiv nur in Thailand möglich. Ey, aber Dizzy, ganz ehrlich, das ist hier, du siehst, das ist krass. Also hier, also auch so, was so Schönheits-OPs und so angeht, die bewerben das hier. Das ist, du bist in einem riesen Kaufhaus in der Mall und dann siehst du halt in der Mall halt irgendwie einen Arztladen, wo auch steht jetzt irgendwie. Vaginalverengung und so weiter. Das ist vorne auf dem Schild, ganz normal. Ja, das ist überall normal, außer in Deutschland. Also wirklich auch so in den Ostblockstaaten ist das auch normal. Also ich sag mal so, in den Ostblockstaaten ist es halt so, dass es da auch gesellschaftlich anerkannt ist, dass zum Beispiel der Großteil der Frauen sich die Brüste machen lassen. Ist wirklich völlig normal und straffen lassen und Lippen machen und Nase, alles. Ja, hier lassen sie sich überhaupt erstmal Brüste machen. Ja, also komplett teilweise, natürlich. Das ist auch gesellschaftlich ganz anders verankert. Ja? Also erstmal überhaupt welche. Twitch Prime ist überall. Ich glaube, es ist überall nicht so wirklich verpönt wie hier.
Ja. Es ist wahrscheinlich genauso wie mit zum Beispiel hier Therapie und so weiter. Das ist in den USA hat das, glaube ich, jeder Zweite oder so, ein Therapeut. Und Deutschland auch so, ach, mal gucken. So, Jungs, ihr unterhaltet euch bestimmt noch kurz, ne? Dann gehe ich fix mal noch eine schmögeln, dann können wir ja reindiven, oder wie sieht's aus? Ja, mach mal. Was machst du? Ich meinen Kanal noch mal im Live machen dann, ne? Ach, geht ihr? Habt ihr zwei Kanäle jetzt? Nee. So schlimm ist es noch nicht. Doch. Noch ein Drittkanal, dann noch ein. Mach du? Ja, geh du jetzt rauchen. Ich will die Bibers noch was fragen. Sag mal, Bibers, wie ist das eigentlich? Warum macht ihr eigentlich nicht so IRL-Gedöns dort? Machen wir. Also wir haben erstmal ein IRL-Backpack gebaut. Genau. Und das liegt erstmal rum. Gut, dass er rumliegt. Das ist ready. Plus, jetzt momentan ist es ein bisschen schwierig mit der Planung, weil wir gerade Regenzeit haben. Plus muss natürlich auch noch die richtige Idee da sein und die richtige Motivation. Wir haben das ja sehr viel, vor allem in der Anfangszeit gemacht hier. Das stimmt, ja. Weil wir ja 7 Wochen auf unser ganzes Studio-Equipment warten mussten, weil der Zoll in Thailand hat einfach mal 7 Wochen unser gesaltes Streaming-Equipment geblockt. Einfach halten. Wegen der PlayStation da drin. Ja, ich habe jeden Tag mit denen telefoniert. Ich war so kurz davor, zum Flughafen zu fahren, das einfach kaputt zu schlagen. Weil es irgendwie um Lizenzrechte ging bei Sony, weil es eine deutsche Konsole ist. Genau, das war die. Achso, und deswegen habt ihr alles nicht bekommen, nur wegen dieser PlayStation. Ja, weil das mit in der Gesamtlieferung mit drin war. Das war Ulloll. 4 Riesenkisten, irgendwie 140 Kilo. Und wir haben uns dann am Anfang gedacht, zahlen wir dann lieber ein bisschen mehr, dann müssen wir nicht lange drauf warten, weil das per Luftpost kommt. Ja. Schiff wäre besser, ne? Hat geklappt. Ich habe irgendwann die Chefin von dem Typen angerufen und dann hat der mich noch angerufen, hat mir seine Privathandynummer gegeben und gesagt, bitte rufen Sie nie wieder bei meiner Chefin an. Schön rundet gemacht. Ja. I call you every day. I promise. Ja, okay. Dann lass uns jeden Tag reden. Ja. Nee, aber ansonsten muss natürlich im Wetter mitspielen. Ne? Idee muss da sein, dann Motivation, das dann auch durchzuziehen, zu machen. Aber Rucksack ist hier, auf jeden Fall. Also richtig auch ordentliche Sachen drin. Absolut. Also es kommt, wird auch kommen. Absolut. Mhm. Aber momentan war halt ein bisschen, Genau. Meh. Wir haben schon 1-2 Mal getestet. Einmal lief gut, einmal nicht so. Weil, ne? Keine Ahnung, ganz ehrlich, wir haben hier eigentlich die Mobilabdeckung hier ist einfach verrückt und richtig gut. Normalerweise, wenn man dann halt nicht in so einem Bottich rumläuft, der von Bergen umzäumt ist, ja. Da hilft auch kein zweites OBTS-Modem da drin, weil 2x0 immer noch 0 ist. Scheiß Natur, ey, und Berge und alles schön und hier, das ist kacke, ey. Nee, aber haben wir schon öfter mal gemacht. Also so Hiking, Wanderung und sowas hier durch Thailand ist auch wunderschöne Landschaft. Und vor allem die ganze Flora und Fauna, das sind alles so Sachen, die man sonst nur so... Dokumentation wir haben ja schon gesagt, also wenn sich das irgendwann mal, ich will jetzt den Case nicht aufmachen, aber wegen der momentanen Lage wieder und etc. und ihr wisst, Delta-Scheiße, pipapo, hoch und runter. Aber wenn das irgendwann wieder alles mal wieder im Lot ist, Alter, dann komme ich auf alle Fälle noch Thailand mal rum. Sehr geil. Für mal so 1,5 bis 2 Wochen oder so. Dann gönne ich mir einfach den Urlaub. Ganz ehrlich. Richtig, sehr geil. Also wir sind hier auf Phuket. Das ist sowieso eins der großen 2 Ziele, was Tourismus angeht von Thailand. Ja, das ist einfach. Guck mal, ich passe auch gut rein. Ne? Ich könnte jetzt einfach ich bin jetzt schon Thailand ready. So sieht ein Deutscher aus, wenn er nach Thailand geht. So. Prüf ich. Ohne ihn zu gucken, du hast bestimmt Shorts an. Und T-Shirt. Nee, ich habe einfach eine Hawaii-Hemd an. Natürlich, das passt. Ein schönes, gerangelnde Jungle-Hawaii-Hemd. So, ne? Oh. Hi-Fi-Hemd schon ready. Ja. Warum ist eigentlich nicht so ein richtiger Schnurri? Du siehst eigentlich aus wie ein Onkel von uns. Du musst ja eigentlich mal so einen Schnurri machen, wie unten auf deinem Bild. Ja, mache ich ab und zu mal. Aber das ist dann immer irgendwie verknüpft mit irgendwelchen Wetten. Ja, wir haben ja schon gehört, wo du da reingestolpert bist. Tattoo und so. Das war schon die Spitze des Eisbergs. Ja, aber das Rasieren ist nicht so schlimm. Ich meine, ich sehe auch mit einem Schnurrbart gut aus. Du kannst aber ein bisschen Sonne kannst du auch mal vertragen. Das Ding ist, Matteo muss mit dem Ding den ganzen Tag rumlaufen. Ich nicht. Zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, der kommt wieder. Ich glaube, Schnurri ist wieder im Kommen. Ja, ich glaube, der ist wieder im Kommen. Mhm. Der ist noch nie aus der Mode gekommen. Traut sich nur keiner mehr. Eben. Aber der kommt wieder, das stimmt. Der ist wieder ein bisschen mehr modern und so. Guck dir mir gerade dein komisches Pferd da an. Was hast du denn da mit deinem Pferd? Das ist Strapatoni.
Das sozusagen der wie nennt man das, der Popschutz? Oh? Ja, ja, geil, Alter. Also, ey, Mann, der hat mich groß gemacht. Strapatoni hat einen Ehrenplatz. Ohne den wäre ich gar nicht bei Twitch. Wie kommt das denn? Wie lange bist du eigentlich schon auf Twitch? 2000, Ende 2017. Oha, das ist auch schon ein bisschen. Also bin wir da, was war 2017? Habe ich angefangen mit Twitch. Da sieht man die auch an. Ja. Das hat ganz schön gezeichnet. Ja. Du hast so reingehasselt, Junge. Du siehst halt aus, bei dir fällt halt alles aus dem Gesicht. Ey, ganz ehrlich, das unterschätzen viele Leute. Ein Jahr auf Twitch streamen sind 7 Lebensjahre. Ja, das ist wie Hundejahre. Ja. Man sieht die Meter, die du machst. Ja. Man sieht das. Und deine Bremsscheiben, Toro, ich sag's dir, wie es ist. Na, wir kennen uns jetzt schon ein bisschen, aber deine Bremsscheiben, da ist aber, die sind durch, Alter. Oh, ich glaube, Ölwechsel können sie auch mal vertragen. Ja, wollte ich gerade sagen. Also Prostata muss ja auch mal umgewühlt werden. Da muss er mal mit den Fettspritze kommen für die Gelenke. Termine beim Mechaniker habe ich schon gemacht. Ja, das ist gut. Er hat bestimmt so einen Kartoffelanschluss für seine Kniescheibe, wo man schön mit der Fettkartusche mal eben 2-3 reinsetzen kann. Wäre gar nicht. Also hört sich das auch an, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Streamer, wenn die viele Subs kriegen, dass die immer dick werden? Ja, dann weil die Essen. Das denn ist euch das schon mal aufgefallen, Chat? Interessant. Was meinst du, warum wir so skinny sind? Ja, habt ihr so wenig gerade? Ich meine, ich weiß nicht, ob ich mal sein kann, aber. Viele Subs ist gleich fett, weil immer Pizza bestellen und enges Essen. Boah, ganz ehrlich, das ist sowieso hier ganz gefährlich. Du kannst hier einfach alles liefern lassen, Desi. Alles liefern lassen. Es wird einfach alles geliefert. Hier nicht. Alles. Man braucht theoretisch eigentlich nicht aus dem Haus gehen. Nein. Hier kommt also auch einfach mal ein Döner, so 20 Franken, ole ole. Jo, da glaube ich. Ja, bei dir ist teuer. Aber ist okay. Gut. Schmeckt gut. So in der Schweiz ist teuer. Ja, geht. Ist okay. Man gewöhnt sich dran. Man sagt halt ein, zwei Mal mehr, dass Twitch Prime halt, ne, ihr wisst ja, das ganze Spektakel und dann ist der Döner auch schon drin. Ja. Meinst du die kostenlose Möglichkeit, mit denen Zuschauern die Möglichkeit haben, ihren favorisierten Streamer zu unterstützen? Mehr kostenfrei. Das kommt bitte. Sag mal, geht das hier noch alles? Hier ist kurz. Kurz vergessen. Ja, wir fliegen auf Deutsch. Wann wart ihr das letzte Mal hier in Good Old Germany? Hör auf. Ey, ernsthaft, so langsam könnte das mal wieder Zeit sein. Noch gar nicht wieder, seit wir hier hingezogen sind. Seit September 2019 waren wir nicht wieder in Deutschland. Ja, ist halt nicht so einfach möglich. Aber das wird mal wieder Zeit, auf jeden Fall. Also wir vermissen das schon so ein bisschen. Und so 2-3 Wochen das einfach mal wieder erleben, das wäre schon schön. Mal die alten Leute mal wieder sehen, schön alles durchplanen, mit allen mal wieder treffen und so. Ja. Können wir wieder Mummis essen. Oh, sowas, ne? Ja, sowas halt. Muttis Essen. Ja, das hab ich jetzt aber auch in dem neuen Wohnverhältnis, weil meine Vermieterin ist wie eine Mutti und die macht mir immer so leckeren Kuchen und so Grillzeug und ganz viele leckere Dinge. Ach ja, damit du nicht vom Fleisch fällst. Du, ohne Scheiß, die sagte zu mir, Mensch, Maga, du siehst aber schon ganz schön schmal aus. Gestern habe ich erstmal so ein Viertelblech Apfelkuchen gekriegt. Tschüss raus, Peace. Schon. Ja, geil. Holla. Was habe ich jetzt nicht gehört? Von deiner Mutter oder von deinem... Von meiner Vermieterin. Ach so. Von meiner Mutter. Das ist die Ziehmutter. Seine baldige Lebensgefährtin. Richtig. Entschuldigung. Also ich vermisse auch das Essen meiner Mama. Das ist ganz ehrlich. Ganz klar. Schön wieder schöne Kohlrouladen. Oder? Oh, das will ich ja fühlen, du. Königsberger Klopse oder so von der Mutter gemacht. Rinderrouladen. Da muss der Name noch draufstehen. Kartoffelsalat, Junge. Och, aber den Norddeutschen, bitte nicht den warmen, öligen, komischen, mit Zwiebeln verseuchten auf Rieden. Entschuldigung, aber das essen wirklich nur Menschen, die so leicht psychopathisch veranlagt sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Streamer. Ja. Hallo, ich esse mit Mayo, Alter. Ich esse mit Mayo und richtig Wildbret drin. Das kriegst du in anderen Ländern gar nicht hier, den Fleischsalat. Das stimmt. Endlich der Fleischsalat. Fleischsalat, auch so ein typisches deutsches Ding. Gibt's hier gar nicht in Thailand. Boah, ich muss nächste Woche irgendwie Dings machen. Off-Stream? Nee, ich muss Kartoffelsalat im Stream machen. Nächste Woche. Das würde ich fühlen. Ja, da bin ich mal gespannt.
Aber ist die halt auch so, ne? Die essen hier halt irgendwelche ungelegten Eier, irgendwie, die aus Hühnern raus sind. Weißt du, aber wenn man die beschreibt, wie Matt gemacht wird, ne, dann kriegen die es würgen. Keine Ahnung. Was ein schönes rohes Ei in den Kopf reinkloppen, das ist gut, Junge. Da hast du von innen erstmal Reinigung, kriegst richtig Scheißerei von. Ja, nee, die holen das da raus aus dem Körper, Dizzy. Das ist alles nicht so. Also ja, andere Länder, andere Sitten, ne? Richtig. Ich muss erstmal gucken, dass Entrails Innereien sind. Das stand da nämlich bei so einer Suppe und ich so, ey, die sieht eigentlich ganz geil aus. Ja, was sind denn? With Entrails? Ich so, hä, was ist das denn? Also, kurz Google, ich so, nee. Danke. Oh, nee. Oh, irgendwann. Diese Innereien bleiben in eurem Laden. Die bleiben in eurem Laden tief drinne. Sag mal, Junge, was für ein Spiel wollen wir eigentlich anfangen? Genau. Powerwash. Mit okay. Powerwash. Okay. Vielleicht Game Master Toro? Ja. Vielleicht möchtest du noch mal ganz kurz, wenn du dazu in der Lage bist, die Spielregeln erklären. Nö. Auch was geht los? Hallo und herzlich willkommen bei Gerangel in the Jungle. Mein sehr verehrtes Publikum, liebe Damen und Herren, hier Ihre Spielregeln. Es werden 3 Runden pro Spiel gespielt, nicht wahr? Und natürlich gibt es zu jedem Spiel eine gewisse Challenge, die wiederum von einem Team für das gesamte Spiel auferlegt wird. Es werden Best of 3 gespielt. Das erste Spiel ist Powerwash. Und natürlich geben wir jetzt rein, live und in Farbe, in die Spielarena. Rena. Hey, Bank-Arena. Haust uns hier gerade so ein mieses DMCA rein, uns allen? Oder was ist das? Nein. Nein, alles gut. Das macht er nicht mehr, seitdem er mit Ranzrate gestreamt hat. Wurde angeschrien, wurde ich. Zur Sau gemacht! Aber richtig. Ernsthaft? Heieiei. Okay, ja. Powerwash ist an. Powerwash. Ja. So. Powerwash ist das Game von den Bieberbrüdern, richtig? Nee, ist unser. Das ist unser Spiel? Das ja. Wusste ich doch, Toro. Ich hab dich nur getestet. Es ist unser Game. Ja, geil. Da bin ich jetzt mal gespannt. Hast du es denn schon vorher getestet? Was für Modis können wir denn alle spielen, Dizzy? Wenn Dizzy komplett überfahren. Das wird Toro uns gleich erzählen. Das wird der Toro. Nee, ich überlasse dir auch mal gern das Feld. Du kannst jetzt auch mal. Nein, Toro, du bist einfach der bessere Game Master von uns beiden. Ich bin einfach nur fürs Dissen da. Dizzy ist bereit. Mach schon mal eben moderate Musik an, Game Master hier. Dizzy will das ja mal ganz kurz erstellen. Natürlich, Dizzy, was tun wir denn? Ja, meine Damen und Herren, heute zu Powerwash. Ich habe es kurz vor dem Stream käuflich erworben und habe es mir eben gerade runtergeladen und zum ersten Mal gestartet. Ich bin kurz durch die Einstellung gesappt und habe gesehen, wir haben den Challenge-Modus, das freie Spiel und den Karrieremodus. Ich denke ja ganz klar, dass wir einen dieser 3 Modis heute spielen werden, gegeneinander. Und der gute Toro hat sich dabei ja was gedacht, weil der hat das ja ausgesucht. Also will er uns sagen, in welchen Modus wir reindiven und wo wir uns mit den Bieberbrüdern vergleichen, wer die schönere, poliertere Glatze hat. Sehr schön. Wir werden heute den Challenge-Modus spielen. In verschiedenen Ausführungen. Damit wir erstmal kurz ein Gefühl dafür bekommen, darf jeder einmal den Challenge-Modus anklicken. Danach wählen wir Fahrzeuge aus und nehmen zum Beispiel Transporter-Zeit-Challenge. Dann hast du noch andere Beispiele, Toro? Bitte? Hast du noch andere Beispiele? Leider nein! Ich feiere Gerangel in den Jungle heute sehr. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, ihr zwei. Dies ist ein kleiner Test. Das bedeutet, wir können jetzt einmal den Job starten, damit jeder einmal die wunderbare Spielmechanik für sich entdecken kann. Welches Wasser oder 2? So, wir nehmen Zeit kurz. Also es geht noch nicht los. Es ist einfach nur erstmal, dass wir hier spielen. Nicht wahr? Das ist gut.
Oh, richtig sauber. Oh, also, wichtig hierbei wäre, dass ihr, sagen wir, ihr habt auf, warte kurz, ihr habt auf die Taste 2, wenn ihr zweimal drückt und gedrückt haltet, seht ihr die verschiedenen Düsen. 0 Grad, 15 Grad, 25 Grad und 40 Grad. Okay? Ja. Könnt ihr jetzt mal austesten. Natürlich haben die eine gewisse Stärke. Also 0 Grad macht am meisten Dreck weg. 45 Grad am wenigsten. Dafür aber breiter. Mit R könnt ihr das Ding drehen. Den Strahl. Ja. Nicht wahr? Ja. Mein Mond auch noch. Mit Control könnt ihr euch ducken und nochmal Control, dann liegt ihr. Ah. Nur das bleibt auch so. Ja. So. Ihr seht oben links Prozent gereinigt, ihr seht rechts die Zeit laufen, etc. pp. Ne? Mhm. Und ansonsten war's das. Einfach so. Für Gerangel in den Jungle sozusagen benutzen werden. Natürlich müssen wir, was ihr nicht verwenden dürft, ist Glasreiniger, Metallreiniger oder jetzt zum Beispiel irgendwie eine andere Verlängerung oder so. Okay. Einfach außer wir einigen uns drauf. Weil ich bin voll im Modus, ich hab fast sauber hier. Du solltest nicht so viel rumtesten. Was? Geht ja noch nicht los. Weißt du, wir müssen uns machen kann. Der fällt auch so die Schrauben hier an, bevor die Runde losgeht. Sehr gut. Pass auf. Was war das denn? Oh, ihr habt den Alert gehört. Oh, shit. Ja. Oh, Chat, jetzt bitte aufhören, die Subs bitte kurz einstellen. Wehe. Wehe noch einer Sub von euch. Also wirklich. Guckt euch die Jungs mal an, die sind schon fast vom Fleisch gefallen. Jetzt hört auf, sonst wären die so dick wie Toro und ich. Ach, außer dass du Sport machst und ich nicht. Ja, ich hab noch nicht. Wollte ich gerade sagen, noch nicht. Du bist doch auf einem guten Weg. Ich sehe dich doch schon laufen. Hol mir also ein E-Bike. Das macht bestimmt viel Sinn. Ich sehe dich schon loslaufen zum weiß der Geier wohin. Zum Aldi, ja, enges kaufen. Enges kaufen und wieder zurück. Enges auf dem Aldi, wenn das nicht gut ist. Okay. Wir werden 3 Spiele spielen. Auf alle Fälle, egal, auch wenn jetzt ein Team 2 gewinnt, starten wir das dritte auf alle Fälle. Wir sollten es so handhaben, dass zum Beispiel jetzt Team Toro, Team Dizzy und Toro legen jetzt zum Beispiel fest, okay Dizzy, dass wir sagen, alle starten mit Düse Nummer 15 zum Beispiel, ne? Legen sich dabei hin, dürfen nicht aufstehen, dürfen auch nicht Tabulator drücken. Das ist noch wichtig. Wenn du mal Tab drückst, siehst du, wo Dreck ist bei dem Spiel. Ja, dürfen zum Beispiel nicht Tabulator drücken und dürfen auch nicht R drücken oder so. Also hier mit der Düse irgendwie drehen. Oh, okay. Sondern nur in einer Einstellung bleiben, nur im Liegen. Und dann setzen wir uns selbst ein Timelimit oben, dass wir sagen, wir spielen bis 4 Minuten. Bei 4 Minuten muss aufgehört werden. Und dann werden die Prozentpunkte zusammengerechnet auf die jeweiligen Teams. Und das Team, was am meisten Prozente insgesamt hat, gewinnt diese Runde. Dann wiederum Runde 2, die Biber Bros entscheiden, mit was wir starten. Also andere Düse, liegen, nicht liegen, hocken, keine Ahnung. Ihr könnt aber auch sagen, wir nehmen nur den Prima Vista, lange Verlängerung. Mach mal lange Verlängerung. Wenn ihr die 1 gedrückt haltet und dann habt ihr eine weitere Verlängerung. Ja. Ne, dann keine Befehle only. Aber warum ist also denn dieses Spiel so satisfying? Das ist ganz gefährlich, Dizzy, ey. Ja, du weißt es schon. Im Urlaub hat der Dizzy einen Hochdruckreiniger und putzt draußen die Autos. Fuck, ich hab kein Wasser mehr. Ich hab die Wasser alle, oder was? Ja, aber ihr habt nichts mehr in der Spritze, Junge. Die ganzen Orten ab hier. Okay, also ich wäre ready. Lass das Putzen beginnen. Also ich meine... Die Frage ist,
Also es ist ja unser Spiel. Ja. Dizzy. Ja. Also, was willst du, wir können auch den Wassermodus nehmen. Der Wassermodus, geht nochmal raus, drückt mal Escape, geht mal oben ins Menü auf diese drei Striche, dann drückt ihr nochmal Challenge-Modus, Fahrzeug, und dann nimmt ihr Transport-Wasser-Challenge. Ja, ich würde, das Erste, was ich sagen würde, würde ich sagen, wir machen schon mal Zeit. Ja, warte. Start mal bitte nochmal den Wassermodus, damit jeder das nochmal sieht. Habe ich gerade gemacht. Gut, da können wir nämlich sagen, dass wir sagen, oben, das Maximum sind 6 Liter Wasser zum Beispiel. Was? Ja, also wir reinigen das Auto, es darf nur jeder 6 Liter Wasser verbrauchen mit der jeweiligen Düse, und wer dann die meisten Prozente hat, gewinnt diese Runde. Okay, also wir können Zeit spielen, wir können Wasser spielen, etc. Okay, wir gehen. Lass mal in Wasser reingehen. Ja. Wir wählen wir Werkzeuge nichts aus, sondern sagen erstmal Job neu starten. Und dann nehmen wir Düse 1 und dann diesen Prima Vista Turbodüse. Prima Vista oder was? Das ist die ganz, ganz dünne oben links. Ja, okay, verstehe, ja. Ja, und dann machen wir 15.000 Liter, und wer dann am meisten geschafft hat. Im Liegen aber. 15.000 Liter. Im Liegen. Ist vielleicht ein bisschen viel Wasser. Ja, dann 5.000 Liter. Ach, weniger. 5.000? Also nicht 5.000, sondern 5.000. Nee, warte kurz. War das weniger, unser weniger jetzt, oder wirklich weniger? Jetzt ernsthaft weniger. Also glaubst du, wenn wir dann mit dem Auto fertig sind, machen wir noch einen Pool damit voll, ne? Was, willst du mich verarschen, als ob du 15.000 Liter das Auto sauber kriegst? Was? Natürlich, das ist eine Düse, Dizzy. Dizzy. Als ob du mit 15.000 und dieser Düse das Auto sauber kriegst. 100%. Ja? Okay. Ja. 15.000 Liter. Ja. It's on. Das Pass auf, ich schmeiße das Auto komplett in die 15.000 Liter Wasser rein. Und bade. Wir nehmen, pass auf, Dizzy. Okay. Liegen, die Düse, okay. Lass uns oben, da muss 5,00 Liter stehen. Okay. 5 Liter. 5 haben Liter. Das ist das, und wir müssen beide nochmal, wir müssen alle nochmal starten, ohne das Auto angespritzt zu haben. Ja, ich habe das Auto nicht angespritzt. Steht bei 00. Ja, ich habe schon angespritzt. Ich muss einmal neu starten. Du bist ein richtiger Frühspritzer, sage ich dir. Ja. Welche Düse? Also die 0-Grad-Düse oder die Prime Vista 1500 Turbodüse? Die Turbodüse, die ganz kleine. Okay. Alles klar. Die ganz kleine, die sich so komisch dreht auf dem Punkt. Genau, ja, so oben links. Ja, genau die. Okay. Also, und dann ihr solltet alle nochmal starten, damit ihr keinen Wasserverbrauch habt. Ich habe keinen Wasserverbrauch, ich habe noch nichts angefasst, ich bin ready to go. So, und im Liegen. Im Liegen. Ja, okay. Und die Turbodüse. Die Turbodüse. Okay, Turbodüse im Liegen. Ja. Die eiert aber auch. Turbodüse, ne? Ja. Okay, und dann, wer am meisten Prozent hat, bei 15. Nee, bei 5. Bei 5, Entschuldigung. Uff. Okay, dann würde ich sagen, ich gebe jetzt einen Command und dann fangen wir an. Ja, seid ihr ready? Ja. Okay. Moment, ich meine Neustart hier. Achso, okay, dann warten wir natürlich noch. Natürlich. Meine Damen und Herren, das erste Spiel startet. Die Challenge bedeutet, die Nuller Spritzdüse im Kreis, runden Format, nur im Liegen mit maximal 5,00 Liter Wasser. Wer als Team die meisten Prozente gereinigt hat, gewinnt diese erste von 3 Challenge-Runden. Okay. 3, 2, 1, spritzen! Spritzen! Oh Gott. Neue Turbodüse. Oh shit. Gibt das mehr Punkte, Coop, wenn man das hier irgendwie komplett sauber hat? Oh nee, ich muss Fläche machen, Alter. Ich glaube, wenn ich weiter weg bin. Oh, ich hab schon anderthalb Liter, Jungs. Scheiße. Das geht richtig schnell. Oh, okay, okay. Oh Gott, das wird einfach komplett überhaupt nichts. Das wird taktisch insane. Ich kann da gerade mal die Reifen sauber mit. Hätten wir mal irgendwie 15.000 Liter oder so genommen. Oh Gott, ich bin ja schon bei 3 Liter. Ja, geht schnell, Junge.
ganz ehrlich, guck, das ist nicht gut hier, Alter. Nur am Liegen. Ja, nur am Liegen. Ja. Pass auf, dass du nicht übers Ziel hinausschießt bei deinen Liters. Bei deinen Liters. 5 Liter haben wir gesagt. Ja, ne? fünf Liter. Ich bin fertig, ich habe 5 Liter durch. Hast du schon? Ja, habe ich. Genau 5? Ich habe 5 Liter durch, ja. Wie Prozent hast du denn nie? Sag ich nicht. Ich gucke mir gleich am Ende. 4, 8, 6, komm schon. Den Reifen noch. Die Felge. Ordentlich die Felge noch. Oh nein, nein, nein. Oh shit, ich bin bei 5,11. Was? Oh, das gibt Abzug. Das gibt Abzug in der Endnote. Das gibt Abzug. 5,01 hat Dizzy. Ja, das gibt Abzug. Oh, Dizzy, das gibt Abzug. Ja, das gibt Abzug. Ich bin fertig. Okay, ich auch. Wow, cool, ja. Toro? Nein. Ja, warte, ich hab noch ein bisschen. Ich mach's systematisch. Fuck. Komm, gib mir noch einen Prozentpunkt, du Arschloch. So ein Neuwagen hier direkt bei mir. Bei mir ist Neuwagen. Nee! Ich krieg jetzt, warte, ich hab 4,93. Ich kann noch ein bisschen. Du musst tappen, so. Ja, ich hab noch einen Prozentpunkt gemacht. Nice. Wie viel Prozent hast du, Toro? Warte. Und der letzte? Oh, vielleicht. So, genau 5 Liter habe ich. Ich hab 33%. Fuck. Shit. Oh, verdammt. Okay, ich habe 24. 24, oh. Das bedeutet 4, 5, 6, 7, 57. Ja. Okay, ihr habt 57 oder was? Ja, verdammt. Ja, insgesamt. Okay, Kupi, ich habe 30%. Genau 30. Ich habe 25. Wir sind bei 55. 55. War das knapp um 2% haben wir gesagt. Meine Damen und Herren. Plus, warte. Plus die Abzüge durch die 0,11 mehr. Stimmt. Okay, können wir gerne abziehen, aber dann bei dir auch 0,01. Ja, selbstverständlich, ja. Aber wir haben am Ende des Tages gewonnen. Natürlich. Gratulation. Erste Runde. Wahnsinn, meine Damen und Herren. Oh, ich habe ein gutes Gefühl, Maga. Ich habe einfach ein gutes Gefühl. Ich habe auch ein gutes Gefühl. So, meine Damen und Herren, damit haben wir die erste Mini-Runde. Hat Team Dizzy und Toro für sich entschieden. Nun sind die Biber Bros dran, eine Challenge für sich zu suchen. Bitte schön, Biber Bros. Erzählt uns, was wir spielen sollen. Kannst du bitte Biber Bros sagen und nicht Bros, verdammt? Biber Bros! Mann, ich nenne dich da auch nicht andauernd Zorro, Alter. Zorro, doch, machst du. Nee, aber nur wenn wir privat schreiben. Alles gut, alles gut. Ich starte gleich nochmal neu. Ah, okay. Also ich würde sagen, unsere Challenge wird Zeit-Challenge sein. Natürlich. Düse. Wie viel denn gereinigt wird in welcher Zeit? Ich würde sagen 5 Minuten. Fünf Minuten mit der Nullerdüse. Keine Limitierung. Nullerdüse? Die Nullerdüse, die gerade ausgeht. Wer schafft es innerhalb von 5 Minuten mehr Prozent zu reinigen von diesem wunderschönen Fahrzeug, das Dizzy sein eigen nennt? Also 5 Minuten nur diese Düse benutzen. Die genau. Nuller- Bewegung. Im Stehen? Im Stehen, wir dürfen uns bewegen, wir dürfen hüpfen, wir dürfen alles machen. Genau. Also auf dem Dach, okay. Also die 0 Grad Düse, ja? Genau, die gerade oben ist, auf 12 Uhr steht die. Okay, und wie viel Zeit gebt ihr uns? Ich würde sagen 5 Minuten, oder sind 5 Minuten zu lang? Wir können auch rein. Das Ding ist, die Zeit fängt sofort an, sobald wir sind. Ja, genau, wir müssen gleich dann da rein, ja. Ja, genau. Wir machen dann einfach Escape, dann drücken wir oben auf Fahrzeuge und dann klicken wir alle gleichzeitig auf 9 starten, würde ich sagen. Ne? Ja. Genau, würde ich auch sagen. Okay, also nur die Nullerdüse, Bewegung egal, 5 Minuten Zeit, wer mehr gereinigt hat am Auto. Die Nullerdüse darf übrigens auch gedreht werden. Ja, okay. Na gut, das macht auch überhaupt keinen Sinn. Das bringt ja richtig viel, Alter. Wo bin ich? Das macht gar keinen Sinn. Ja, gut. Okay, okay. Also, dann warte mal. Also, Challenge-Modus, Fahrzeug, Zeit. Ihr müsst die Düse umstellen noch, ne? Ja, also, das müsst ihr einmal machen. Ja, wir müssen einmal direkt auf die zwei gedrückt. Ja, eben 2 gedrückt halten und dann oben. Toro, Baby, come on, ich habe ein sehr gutes Gefühl heute. Okay, ich auch. Okay, let's go. Bist du ready? Ladet schon mal die Map, bis ihr auf dem Ladebildschirm fertig seid, wo ihr unten nur noch weiterklicken müsst. Ja, wo Job starten steht, da bin ich schon. Nee, nicht Job starten. Da kannst du einmal draufdrücken, dann lädt er einmal und dann zeigt er so Tastatur und Maus, die Steuerung und dann ist ja, irgendwas. Ach so, okay. Sehr ja, genau, da bin ich drin, Okay, 5 Minuten. 5 Minuten. 3 Minuten, denke ich. Oh, wir können auch 5 machen. Oder ja, 3. Check 3. Was denn jetzt? Lass uns die goldene Mitte nehmen. 4. 4. 4 Minuten. 4 Minuten. Okay, eure Challenge, okay. Euer Anpfiff. Okay, auf die Plätze. Fertig. Und
los! Drei, okay, los. Kerbidüse. Oh, guck, die machen wir so weg, Alter. Richtig schön ordentlich. Fläche, Junge. Verdammt, Fläche. Ich hänge hier fest. Ja, sehr gut, sehr gut. Hüpf mal ein bisschen. Einfach Maus gedrückt halten, was denn los? Rechte Taste, Junge. Bleib an. Gedrückt ach, halten auf alle Fälle, Dizzy. Gedrückt halten. Ich halte gedrückt. Ich halte, wir haben keine. Nee, keine Spitzer, mach mal hoch. Einzelschuss, wie ein Tarkov, Dizzy. Einzelschuss. Ach, Tarkov ist kein Einzelschuss. 60 einmal ziehen laden und rennen. Vektor und dann mit Rubel schieben. Fläche, guck, Fläche. Masse statt Klasse. Vitoros Content. Masse statt Klasse. Nee, da guckst du, glaube ich, den falschen Stream. Wie Dizzys Konto. Content. Wie Dizzys Konto? Das stimmt aktuell, ja. Weil die Zuschauer mögen mich gerade. Junge. Rein getrashed Hockey, der Mock. Ja, gut, mal rein da, ne? Na, wie viel Prozent habt ihr denn schon, ha? Aha. 40? 46. Oha. 46? Ja, Junge, was meinst du? Sie macht das jetzt ordentlich. Bagger, ich putz wie ein Schwein, Alter. Ich hab richtig den Fimmel gerade. Achso, und auch kein Tab drücken, ne? Haben wir ja auch gesagt. Ja, ja, kein Tab. Ja. Schön mit dem Augenmaß. Pi mal Daumen hier. Gibt das Beenden okay, von die Dingen... Seite ist wirklich... Was? Gibt das Beenden von Dingen mehr Punkte? Keine Ahnung. Das weiß ich leider auch nicht. Ich glaube, es gibt nur Geld in dem Spiel, aber ja. Prozentual macht das nichts aus, glaube ich. Ausprobieren. Dizzy, such mal. Ganz gut. Halt deinen Schnauze, der Mann. Ich muss putzen. Stör mich nicht. Oh, 1,50 hier. Schnell, ruf mal Dizzy an auf dem Handy. Okay. Irgendwie sowas. Das ist ja ein bisschen... Mein Telefon ist im Sturmmodus. Oh, oh. 4 Minuten haben wir gesagt. Ja. Okay. Top 4 Minuten sind zu lang. Ja, hab ich doch gesagt. Ich bin halt fast bei 100%. Sorry, Chat, müssen wir sonst kurz weggucken. Zeigst du gerade Penis? Ob wir waren zu lang. Dizzy, vergiss das Dach nicht. Bagger, ich bin bei 90%, Brudi. Oh Gott, das Dach ist richtig ätzend. Ich bin bei 90%, meine Karre ist fast sauber, Alter. Hab schon. Nein. Die klingelt doch direkt in der Kasse hier. Bagger, ich wusste gar nicht, dass ich so ein Powerwasher bin. Wenn ich halt beim realen Leben so sauber machen würde. Noch eine Minute. Nur stehen, ne? Dreimal hier, Alter. Ich versuch's selber. Sei die Brause, Kup. Sei die Brause. Spritz, wie du noch nie gespritzt hast. Sei. Spritz den Dreck weg. Oh, da habe ich noch eine schöne dicke Stelle erwischt. 45 Sekunden. Oh, durch was für Potten ist er denn durchgefahren hier? Nice, die Punkte hier. Die Punkte hier. 40 Sekunden. Toro fühlt sich gut. Komm mal rein. Toro, du musst abliefern, Alter. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Und dann sofort Mauslassen loslassen. Ja, dann sofort loslassen. Toro, Baby, komm mal! Komm her, Dreck, komm her. 20 Sekunden, Toro. Oh Gott. Okay. 10. 10 Sekunden. 5 Sekunden. 3, 2, 1, und los! Loslassen! Na, bei mir jetzt noch 4 Minuten und jetzt loslassen, okay? Okay. Toro. Ich fühle mich wirklich gut. Ich fühle mich sehr gut. Das ist deren Challenge, ihr müsst vorlegen. Okay. Wenn ich das mal auf Abschlussnote gehabt hätte. Wie viel Prozent habt ihr? So, erzählt, was habt ihr für Punkte? Ich habe 97%. Ja? Oha. Kupi? Kupi? Ich habe 94%. Dizzy? Sehr gut. Ich hab fucking 98%! Dizzy? 98. Jetzt kommt Dizzy muted. Oh shit! Dizzy! Fuck, ich rede die ganze Zeit. Ich hab fucking 98%. 99! Oh!
Yes, Mann! Wir sind einfach die geilsten Putzer, Junge! Woo! Wir haben einfach den besten Mittelstrahl! Oh, yes, Toro! Endlich mal im Alter mit einer Scheißblase richtig rausstrahlen, yes. Junge! Meine Augen tun richtig weh, weil ich so rumgewurbelt habe, Alter. Ich hab richtig warte, hier, damit man das checken kann, dass ich auch wirklich das hatte. Hier, da, 99. Ja. Oh, ich Toro, ich war noch nie verliebter in dich wie heute, Alter. Nicht mal in Rust war ich so verliebt in dich. Endlich performen wir beide mal zusammen als Team, ey. Warte, ich wasch noch kurz nach. Also, ich habe das Auto wirklich sauber gekriegt. Ich auch. Meinst du es wirklich sehr sauber? Sauberer als Also, nur noch Stoßstange und Tür hat gefehlt oder sowas. Toro. Ey, Toro, High Five, Junge. High Five. Habt ihr gut gemacht. Gratulation. Ja, wir sind auch so knapp, ey. Eben 2%, jetzt irgendwie 5 oder so. Was hattet ihr? Die hatten 98 und wie viel? 97, 98? 98 und 99. Uff. Da hat er echt gut gemacht. Was ist das, 195? Ja. Nee. 98, 99? Was ist denn das? Das ist 197, ne? Ja, 98 und 99, also ja, ihr habt halt weniger Zahlen, das bedeutet, wir haben das Spiel schon gewonnen, aber ja. Jetzt kommt gut. Noch die, wir machen einfach so eine Bonusrunde noch. Okay. Toro, gut, da sieht man aber auch, dass wir in dem richtigen Allmann-Alter sind, weißt du? Auto putzen können wir. Auf jeden Fall. Auto putzen, das können wir einfach. Da sind wir groß. Redi, mach mit. Die Biber sind immer noch Zweiter. Wollte ich nämlich auch sagen. Schon mal klatschen. Da kann man auch schon mal klatschen. Maga, das ist unsere erste Runde, in die wir reingehen, wo wir gleich rasieren, ey. Ja. Geil. Richtig nice. Aber machen wir gerade gut. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn Besonderheiten? Ja. Wir könnten den Mars-Rover noch sauber machen. Den. Okay. Ja. Wer dann als erstes gereinigt hat, oder was? Hä? Ich habe nur den Job Transporter. Fortset. Nee, bei Besonderheiten. Genau, Hauptmenü Besonderheiten. Ah, okay, ja. Besonderheiten, ja. Okay, Mars-Rover, ja. Aber da müssen wir noch gucken, wie wir das anstellen, mit was. Das stimmt. Das ist ein Bentley GT3, Xason. Machen wir den komplett sauber? Oder? So. Was ist denn das hier? Ja gut, hier haben wir jetzt keine Zeit oder Wasser oder so, ne? Also, nee. Hier können wir eigentlich nur ein Rennen machen, wer als erstes 100% hat. Und dann müssen alle anderen so aufhören. Bis einer fertig sagt, so. Wenn einer sagt, ich habe 100%, dann müssen alle aufhören. Dann wird zusammengezählt oder so. Ich guck mal, kann hier übel weit weglaufen, ne? Gerade. Was tust du jetzt? Nach anderer Lebensform oder was machst du jetzt hier? Ich überleg gerade. Ey, wieso hat mir keiner gesagt, dass man rechte Maustaste drücken kann und das Ding bleibt die ganze Zeit an? Oh, das wusste ich auch nicht. Oh, ich auch nicht. Ich habe einfach nur linke Maustaste ganz Tag gedrückt gehalten. Ja, ich habe rechte Maustaste. Oh Mensch. Ich habe auch nicht so eine gute Maus, da ist jeder Klick, muss ich mir ein bisschen aufsparen dann. Was ist da los? Wir wollen was machen. Okay, warte mal. Ich habe vielleicht eine. Wollen wir den mit der. Das fand ich ganz witzig. Mit der Nullerdüse. Oh, mal machen. Mit der Nullerdüse, Alter. Die Nullerdüse hat was, ja. Die Nullerdüse und machen wir das so. Nullerdüse, Verlängerung, es geht ja nicht auf Zeit, die ganz lange Verlängerung. Prima Vista 1500. Das ist aber schon Scharfschützengewehr dann, ne? Lange Scharfschützengewehr. Okay. Und dann Nullerdüse, ja? Ja, warte mal, ich starte gerade neu, weil ich schon gereinigt habe. Schön die Lippe. Ich auch eben, warte. Ich habe auch schon mal kurz ein bisschen warm gereinigt hier. Maga, wie lange soll das denn dauern, ey? Okay, finde ich gut. Und wer als erstes fertig ist und dann alles ist dann auch oder wieder mit der Nullerdüse nur? Nee, Nullerdüse nur. Nur Nullerdüse, genau. Und langer Lauf. Und ein langer Lauf, Nullerdüse. Also die Prima Vista 1500 Turbodüse, ne? War das? Ja, aber mit Spray and Pray kenne ich mich aus. Und du auch, Toro. Wir sind so alt inkontinent, das läuft einfach. Ja. Wir treffen halt auch nicht mal mehr ein Pissoir, ey. Ich dachte, die 0-Grad-Düse, oder? Oder die Turbo? Nee, die Turbo. Ah, die Turbo. Okay, die Turbo. Okay. Die so eiert. Genau, die eiert. Okay. Also, welches Team das Ding auf 100% gereinigt hat, also wir müssen dann sagen, fertig, also beziehungsweise Toro fertig oder Dizzy fertig und wenn wir beide jetzt auf, ne, also, that's the point. Alright. Ich denke, da wird zusammengezählt, oder ist das dann der Punkt, wer als erstes fertig ist? Ja, wer als erstes fertig ist. Genau. Beide. Als Team. Ich gebe Gas, ich bin Huschi. Du kennst mich. Ich gebe auch Gas. Kann ich sein hier. Okay. Gut, dann
Wir brauchen den Unparteiischen zum Anziehen. Hallo, ich bin hier die Jury. Mein Name ist Chantal und ich zähle jetzt an. Sind Sie alle bereit? Oho. Aha. Oho. 3, 2, 1. Spritzen, junge Männer, spritzen! Opa, da, Konzentration, Mann. Volle Konzentration. Ja, oh mein Gott, das ist so eine Drecksdüse. Wir nehmen keinen Tab, wir nehmen keinen Tab, ja? Kein Tab. Maga, das kein Ding Tab. Auf 100% sauber machen, ist aber auch eine ganz andere Idee gewesen. Wer hatte die noch gleich? Das Ding, das besteht nur aus toten Winkeln. The fuck, was ist das für eine Scheiße? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich auch nicht. Dürfen wir Tab verwenden? Was? Was dürft ihr? Dürfen wir Tab verwenden? Nein. Nee. Oh Gott, das ist ja ein Krimi, Junge. Das ist ja ein richtiges Rätselspiel hier. Obwohl. Nee, ich würde sagen nein. Erstmal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja, yeah, okay. Den Wagen haben wir ja auch irgendwie fast auf 100% gekriegt. Ja, aber hier ist halt wirklich wild. Ja, das ist ja auch mal ein bisschen interessanter dann hier. Okay. The fuck? Aber Duken und so ist okay? Ja, Ducken. Ducken und Hinlegen muss ja schon sein. Sonst kommt es ja da, glaube ich, nicht zu Ende. Springen nachher auch dann mit der Leiter und so, ne? Oh, ich hab was fertig gemacht. Bei mir hat es pling, 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 pling gemacht. Das ist schon sehr gut. Nice. Die kann jetzt wieder Bilder anzeigen. Oh, bei mir hat es auch geplinkt. Toro, wie viel Prozent hast du? 22. What? 22 schon, Alter? Ich mache immer erst von einer Seite, ne? Hey, das ist wie im realen Leben. Eine lange Düse haben ist echt nicht immer vorteilhaft, muss ich sagen. Nee, das schlabbert dann ganz schnell, ne? Auch dieser Mars-Sand, ne? Der ist auch hartnäckig. Ja, sehr hartnäckig. Also ich meine, Elon Musk könnte uns anstellen, ne? Also wenn die irgendwie was brauchen auf dem Mars im Reinigen, wir sind da. Ja, ne? Die Muskete kann auch gerne einladen dann. Okay, ich wechsle mal. Was wechselst also, du? Naja, meine Position. Ja. ich hab dich im Ohr, Freundchen. Alter, das ist ätzend. Du musst hier richtig. Ach, Scheiße, das ist die richtig Räder. Scheiße. Du musst halt unten drunter, musst du ja auch reinigen. Ja. Das klappt schon. Ach, der ist eigentlich weiß. Ach so. Scheiße. Gott, ist das scheiße. Die Winkel sind so kacke. Ja, da geht. Ja, jetzt tu mal nicht so und hau mal auf die Kacke, Alter, als wenn das hier die einfachste Scheiße auf der Welt ist. Na klar, nee, das macht mir schwer, indem ich mich selber hole, da die Scheiße ist da, die alle Scheiße. Das ist wie halt bei PUBG, weißt du, immer auf die Kacke hauen so, und dann immer gleich beim ersten Mal sterben, wir kennen's alle. Frühstück 9 um 9 mit Bogger, Junge. Na klar. Alter, hier musst du richtig runterkriechen, damit da überhaupt was geht. So, ich dachte, ich wäre schon höher, aber ich bin auch noch nicht so hoch. Oh, Morg, aber sehr gut. Nicht sagen. Nein, ich sag dir nicht, dass ich 90% habe. Okay. Natürlich. Hä? Wenn ich jetzt auf sauber oder nicht? Ach, der ist von unten auch noch dreckig. Na klar. Nee, der wird jetzt nur der Oberdreck, der Obersand. Da komm ich gar nicht ran mit dem Scheißdinger. Das ist richtig doof. Oh, ich hab'n Rad. Geht auf jeden Fall. Oh, jetzt geht es wieder. Schön sauber machen hier. Oh, das ist ein geiles Game irgendwie. Das beruhigt auch. Ja? Ja, es hat so eine. Ja, ich vor allem, du kriegst diesen scheiß Krampf im Daumen da, wenn du mit dem richtigen Hochdruckgarn hier arbeitest. Oh, hör auf. Was ist denn das hier? Eine Wegfahrsperre auf der anderen Seite oder was? Was denn? Eine Wegfahrsperre. Bei dem Reifen. Ja, klar, also weg war es besser. Oh, und blinkt bei mir. Nice. Ich bin jetzt bei 60. Hör auf zu lügen. Da bin ich. Ja, dann hast du aber die ganzen engen Ecken noch nicht gemacht. Nee, da war ich noch nicht. Ich habe jetzt erstmal oberflächlich. Oh, diese scheiß Leiter hier. Da sieht die Balken biegen, Kuh. Pass da bloß auf. Da blinkt gar nichts. Nicht nachlassen, beißen, Junge, beißen. Oh, da blinkt's.
Dizzy, streng dich an. Marke, ich putz wie ein Teufel, Junge. Ich hab noch nie härter geputzt, Junge. Ich will einfach den Dreier-Sieg haben. Toll, für dich mache ich alles heute. Ich hab dich wirklich, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hab dich vermisst, Junge. Heute bin ich richtig, heute bin ich in Stimmung. Rede Stimmung heute. Nein. Oh, da blinkt es ordentlich, Kinders. Oh, wieder ein Blinker. Oh, noch ein Blinker. Oh, noch ein Blinker. Oh, noch ein Blinker. Oh, krass, ja. Mein Blinker geht auch. Ich fahr rechts runter. Hallo. Abfahren, abfahren. Und abfahren. Gott. So, jetzt wird aber mit dem Progress ein bisschen langsamer hier bei mir. Ah, jetzt sind die sechs. Vor allem, wir dürfen keinen Tab benutzen, ne? Das ist halt richtig insane, Alter, weil du siehst halt gar nichts, wo das ist. Du hast kein Witcher-Sense hier. Genau. Ey, da fliegt auch eine Drohne rum um uns. Ja, ich suche gerade den letzten Prozent hier. Natürlich, den letzten, sagt er. Das ist so ein Lügenbaron da hinten. Ich habe noch nie in meinem Leben gelogen. Nee, natürlich nicht. Nee. Gerade letztens, als du Kupi wieder erzählt hast, dass ich der beste Kumpel bin. Ja, dann habe ich an dich jeden, nicht nur Kupi. Ja. Angelogen hast du ihn. Ich bin nämlich mit Kupi richtig dicke. No. Das ist keine Sache, die du dir aussuchen kannst. Doch. Ich kann mir, ich kann mir meine Freunde aussuchen und du gehörst auf jeden Fall nicht dazu. Ich mache mir schon wieder Sand dazu übrigens. Bitte? Ich glaube, die Drohne hat ihr gerade einen Matschball gegen geschmissen. Oh Gott. Kann man doch hier mal sagen, guck mal die eigenen Fußspuren an. Man ist kein Mensch. What the fuck? Sind das unsere. Alter, man hat richtig komische. Alter, Leute! Guck mal, sehr gut, Dizzy. Die konzentrieren sich nicht auf das Putzen, sondern auf Fußspuren. Ja, komm, wie gesagt, wir sind im reifen Alter. Wir wissen, wie man umgeht mit dem Mittelstrahl. Komm. Ja, da ist auch nicht Druck hinter. Ganz ehrlich, du weißt nur, wie man mit. Ganz ehrlich, im mittleren Alter weißt du nur, wie man mit der Gießkanne klarkommt. Sind wir mal ehrlich, ey. Ja, weiß ich wirklich, weil ich habe jetzt nämlich Blumen. Was, hast du Blumen? Ja, seitdem ich umgezogen bin, habe ich Blumen. Waren die schon drin im Haus, oder? Nee, hab ich mitgebracht. Okay, ganz kriminell wird das jetzt hier. Oh, man kann ja auch so ein bisschen schweben. Oh Gott, von oberhalb arbeiten. Von oberhalb. Oh, hier klingelt das in einer Tour, Junge. Wie beim Weihnachtsmann. Ja, am Anfang geht's noch schnell, aber nachher ist echt schwierig hier. Mhm. Nee, bei mir geht das nicht. Wir wollen hier den Rover machen, ihr von euch. Also ich kenne nur einen, der so idiotisch ist. Hör auf! Kein Name Calling. Report die Scheiße aus dir raus. Toro! Bitte! Na gut. Der Name ist okay. Antenne hier reinigt. Oh Gott, das. Und sonst Chat bei euch so? Alles gut? Ja, alles cool, Chat. Meine, das Leben läuft. Wir reinigen hier, bis das uns alles abfällt. Ja. Kühlkörper, schön sauber. Wo sind die? Vorne, da ist so ein kleines Rippending da. Okay, der war wichtig. Vorne oben drauf. Boah, ich kann nicht so nah ran wegen der Scheiße hier. Das ist ja gerade das Witzige. Ich muss aber mal ein bisschen gucken. Okay, die Räder sind sauber. Unten ist sauber. Wo ist der restliche andere Dreck? Könnt mir auch mal Tipps geben, das Scheißding hier. Ja, das wissen wir, Delfinger. Alles gut. Cool. Nicht im Chat gucken. Ja, nur ganz kurz. Bei der Unterbodenreinigung habe ich ganz kurz im Chat geguckt. Okay, nice. Wieso guckt der nicht in Chat? Was ist das denn? Ja, nur kurz. Gucken wir nochmal rein, oder was? Ja, na klar. Ich lese meinen Chat die ganze Zeit. Ich liebe meinen Chat. Ach ja. Ist das ekelhaft, Alter. Was ist ekelhaft? Da hat er den großen Pinsel für den Bauch heute mitgebracht. Den großen Pinsel für den Bauch hier. Ich seh's nicht. What the fuck? Ich hab 87%. Hier ist doch der Ölfilter noch dreckig irgendwo. Ich sehe ja nicht mehr, was ich sauber machen soll. Ich auch nicht. Wie hoch bist du jetzt, Toro? 87. Jojo, ich auch. Scheiße, Alter. Toro, warum bist du denn schon auf 87? Was soll das denn jetzt? Oh! Das bringt mir ja nichts. Mir auch nicht. Warte, ich will was testen.
Ah, da war. Wir können es schaffen, Toro, komm. Oh mein Gott, halt, stopp. Ganz kurzer Break. Wartet mal. Okay. Kurz ja. Break. Damit es für alle fair ist. Ja. Vom Rover. Wenn ihr vom Rover ein bisschen nach links schräg weggeht, seht ihr so eine kleine Alien-Pyramide mit einem Zwerg. Ja. Ja. Das gilt auch noch zu reinigen. Was? Was? Ja. Oh. Okay, lass uns einfach davor stehen und dann einfach 3, 2, 1 runterzählen. Falls ja, ihr. Ne? Also vor der Stelle oder was? Ja, vor der Pyramide. So vor dieser okay. kleinen Pyramide. Okay. Okay. Right. Warte. Pyramide? Was für eine Pyramide? Da sind so Fußspuren, die gehen da so hin, zu dieser Pyramide. Ach so, ja, okay. Ja. Da, okay. So ganz ja, alt. Ja, stehe ich davor, gut. Okay. Nur falls ihr. Ich will es nur sagen, okay. Bereit? Okay. Ja. Jo. 3, 2, 1, go! Wer macht denn sowas? Warum gehört denn das dazu, ey? Oh, besondere Sache. Aber ich hatte ja noch nie so viel Spaß beim Putzen. Ich glaube, wir müssen nächste Woche mal so einen entspannten Powerwash-Stream machen. Ja, dann musst du aber erstmal dein Auto dreckig machen. Mein Auto? Nee, Powerwash. Genau, oder irgendwas alles nimmst du. Mein Auto ist immer dreckig, Maga. Warte, ich bin bei 99. Ich auch. Oh, scheiße, okay, sag mir, was fehlt. Komm schon, Baby, komm schon. Wenn der so blinkt, dann ist vorbei, ne? Dann muss es einmal, wenn es klingt, muss es vorbei, ja? Komm schon. Was könnte ein dreckiges Ding machen? Links zeigt er dir an, was noch fehlt, by the way. Links oben, ne? Also auch. Aber hä? Hab ich doch alles. Manchmal aus dem letzten Winkel, wahrscheinlich so der Kopf von einer Schraube oder so. Komm schon, Baby. Ich brauch den Sieg. Ich brauch den Sieg. Ich brauch die Ruhe schon genug. Nee! Wir gewinnen das Ding. Ich bin das nicht! Hat schon viel zu lange nicht mehr geblinkt. Die 99. Oh shit, das gibt alles nicht sauber hier. Okay, ich weiß, welches Rad das ist. Muss. Ja, okay, das war richtig. Okay. Hast du 100 schon? Nee, noch nicht. Was ist denn hier noch dreckig, Spiel? Wo ist denn hier der scheiß Sensor? Hier geht doch schon der Lack ab. Oh! Am Rumpf. Montierter Sensor am Rumpf. Wo sagt er das? Was noch fehlt? Auf der linken Seite, so ein Fenster geht dann auf, wenn noch was fehlt. Ja! Okay, mir fehlt bloß eine Radnabe. Bei mir auch. Meins ist kaputt, das Spiel. Ich sag's, wie es ist. Hä, ich hab keine Ahnung, wo der was sagt, was noch dreckig ist. Das kommt erst zum Vielleicht Ende. Hast du zu wenig Prozent noch, den Sieg. Guck, ich werde dich 100%. Nein! 100%! Fuck! Oh yeah! Oh, wo sind die scheiß Radnabe? Oh. Jetzt drücke ich erstmal Tab. Wo war der letzte Scheiß hier? Junge. Stimmt, na, am Ende kommt dann zu links am Rand noch zu erledigen. Gefahrenkameras hatte ich noch, Reifen und Radnabe. Aber das habe ich dann alles fertig gemacht. Also bei mir geht gar nichts. Also ich sehe hier gar nichts übrigens, wo noch Dreck ist. Da, du siehst doch, da oben links den Bein. Ja, ey, was ist das da mit der Hilfe? Innerhalb des Teams. Ja, ist ja auch egal. Ich hatte eh 99, aber Kubi war als erstes. Das war klar. Ja, wir zählen ja beide. Das ganze Team muss fertig sein, haben wir ausgemacht.
Was? Ja, ja, natürlich, von Anfang an. Noch, das ganze Team muss fertig sein. Das ganze Team, beide müssen fertig sein. Das warum ich hier weiterspritze. Ja, du kannst mal abspritzen. Jetzt Genopoli hier nicht so rum, ne? Richtig. Also, wow, so nicht, Boys, so nicht. Nicht mehr so viel Monopoly-Bonus hier. Er schafft. Ja, nice. Aber ey, ihr habt ja trotzdem das Spiel gewonnen, generell, aber der Ehrenpunkt. Habt der ihr beide sein. 100 jetzt? Nee. Mock hat 99. Ja, na, ey, gesagt, das ist hier noch nicht vorbei, Boys. Eben. Hört auf rumzuspinnen. Hier ist nichts vorbei. Lass sie labern, ist vorbei. Ist vorbei. Die wollen nur 3 von 0 nicht haben. Mal, nicht mal den Ehrenpunkt wollen sie hier gönnen. Ekelhaft. Hier wird mit der Albertage. Ich hab mir gedacht, das wäre ein seriöses Format, der Rangel in the Jungle. Aber tut mir leid, hier wird er beschissen. So. Miese Tour, Dizzy. Ganz miese Tour. Ich will das jetzt fertig haben. Wo ist bei mir wo steht halt auch einfach nicht irgendein Hinweis. Das ist erst, wenn man über 95% Bagger, ich hab so 99, du Arschmale. 100! Oh. Nee, also tatsächlich, bei mir kam das auch einfach aus dem Nichts links am Rand zu erledigen. Ansonsten Alter, hast du... Okay. Lass ihn den Ehrenpunkt. Das war ja eine fiese Stelle. Holy ja, moly. Ja. Das war echt. Sind beide fies. Fertig jetzt? Ich bin jetzt fertig. Ja, Bock ist auch fertig jetzt. Ja, ich hab... Es war ja eh egal, na klar. Ja. 100% gereinigt. Oh! Das war. Oh, vor allen Dingen am Ende, guck mal, was für ein Video sieht, wie man gesaubert gemacht hat. Okay, das ist nice. Wenn das nachher bei Häusern inklusive Grundstück und sowas angezeigt. Ja, so sieht das dann auch bei Häusern und etc. Also gibt ganz viel Spielplätze sauber machen, etc. Und wie man dann schön sieht, wenn man dann Streifen für Streifen, wie alles sauberer wird. Ja, und dann richtig mit verschiedenen Upgrades und so weiter. Was ist eigentlich aus dem Rasenmäher-Spiel geworden? Dizzy, wäre das nicht was für deinen Rick? Ja, da sehe ich mich. Ich hab einfach. Habt ihr jetzt beide 100%? Ja, wir haben beide 100%. Ja, Cheater. Warum du da immer noch nach sagen, das ist Frechheit. Der kann doch nicht einsehen. Der war mir schon in seinem Spiel. Ich glaube, es ist verbuggt bei ihm. Nee. Nein. Ich habe 99%. Ich habe Dinge noch nicht komplett gereinigt. Dann kannst du Tab drücken und mal gucken, wo dein Dreck ist. Genau. Nein. Ich bin auf der Suche. Radnarbe habe ich noch. Die ist ganz schwierig. Willst du wissen, wo es ist? Nee. Okay. Findet der nie. War auch ganz wild. Fällt ja auch nicht, haben wir eine andere Szene. Wir können ja schon mal das Spiel beenden, bevor Dizzy versucht, auch irgendwelche cheesy Punkte hier zu ergattern. Was soll das denn schon wieder heißen, du Arsch, Alter? Bewerte nur deine Einstellung hier. Meine Einstellung! Kannst du auch nicht dafür, wenn du dich hier wie ein Arsch verhältst, du. So, Spiel des Lebens, jetzt wird es nämlich interessant. Oh, wird das nächste direkt? Oh. Ich denke schon, oder? Wir spielen ohne. Hey, got it! Guck mal, wenn man Escape drückt, siehst du, wie das Ding halt komplett fertig gemacht wird. Ja. Das ist echt nice gemacht am Ende. Da gehen wir auch so leicht hin. G fucking G. Too easy. Ja. GG. Erste Runde geht an euch. Zweite Runde, ja. Also Spiel des Lebens, ja? Ich würde sagen, wir spielen das Spiel des Lebens. Ja, da werden wir euch jetzt erstmal richtig wegbumsen. Komplett aus dem Leben katapultieren. Oh, und ich, wir haben heute schon ein bisschen gespielt. War nice. Gutes Spiel. Toe und ich haben heute schon gespielt, ja? Also ja, wieder so inoffizielles Training. Das war nur eine Einführung, damit wir gucken, ob das Spiel läuft. Ganz ehrlich, Toe, er war nicht dabei. Du brauchst dich von ihm nicht rechtfertigen. Er war nicht dabei. Er war nicht dabei. So. Was downloadet der denn hier schon wieder? Hör auf, hier irgendwelche Sachen zu downloaden. So. Ach so, ich muss mal eine andere Szene anmachen. Also, ich denke, bei Game of Life 2 können wir, ich weiß nicht, ob das ein bisschen schwierig ist, mit irgendwelchen Regeln einzuführen oder Challenges. Also, ich weiß, da gibt es halt ganz, ganz, ganz viele Mechaniken und so, weil da haben wir auch schon eben ein bisschen gesehen. Also, ich würde sagen, wir gehen chaotisch rein, feuerfrei und am Ende, wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Wir gehen einfach rein und wer als am geilsten aussieht am Ende, der hat halt gewonnen. Also, Toro und ich, gut. Ja. Also 2-0 Toro, easy game. Also bewerten wir die Avatare in dem Spiel, oder was? Nee. Reale Körper. Uff. Dizzy, meinst du wirklich? Na, euch beide Kronheads, es tut mir ja wirklich leid, aber auf einer Skala von 1 bis Kronheads seid ihr halt ganz weit vorne. Und das ist halt Minuspunkte auf der George Clooney-Skala. Ich bin noch gesagt, die 60 sind morgen. Ernsthaft, ich weiß, und lassen das. Ich muss ganz ehrlich sagen, der war ein bisschen hart, Verzeihung. Der war unterste. Ihr seid sehr hübsche Jungs. Im Übrigen, ihr könnt jetzt wetten, ob dieses Spiel Dizzy und ich jetzt gewinnen in der ersten Runde oder die Biber. Bros!
Bro! Das erste Mal in seinem Leben hat er den Namen richtig betont und gibt sich richtig viel. Bro! Ich lese gerade im Chat, hat die Diva wieder am Start. Finde ich sehr gut. Wer hat das geschrieben? Harsh Pinguin, oder? Harsh Pinguin, dankeschön. Küsschen geht raus. Feuerfrei war ja eine richtig reinhalten. Immer rein. Den Lobbycode nicht anzeigen, aber hey, Bro, alles klar. Ja, geht schon. Ich bitte. Würde mir ganz schnell nochmal so einen schön ungezuckerten Eistee aus meinem Kühlschrank besorgen. Kommt drauf an, welche Marke, also welcher Geschmack für sich oder die Scheißmarke, Scheißgeschmack. Nee, das ist in der Tat Rhabarberkirsche. Oh, oh. Selbstgemacht übrigens. Feiner Herr. Ja, gut. Ja, klar. Kann man wollen. Können wir vielleicht schon mal chillen. Wie ist denn der Titel? Game of Bin Life? Da. Kannst du schon, ja. Ja, ja, bis gleich. The Game of Life 2, oder? Ja. Hast du schon eingestellt bei uns? Das Spiel? Mhm. Alles schon gemacht. Ist es The Game of Life 2? Ja. So muss der Titel lauten. Ja, oh, Toro, du hörst dich eher wie Paul Panzer. Was ist denn da los? Hä, der hat von mir geklaut. Bist du's? Bist du's? Dünnchen. Feuchtraumbeseitigung, Muschi. Ja, jetzt ist da Feuchtraumbeseitigung, Muschi. Es geht sich um Folgendes. Ja. Beneta! Da, ich bräuchte mal 25.000 bunte Ziegel. Der ist aber auch, der hat so viel coolen Scheiß gemacht, ne? Also zur damaligen Zeit war das schon sehr, sehr geil. So, und ich bin nur, wir fahren hier Roller, ne? Na klar. Denke ich auch. Ich erweite jetzt einfach mal den Recher nochmal. Vielleicht werden sich mal Warte, ich muss erst hier, Oh, da gibt's ja sogar einen Shop. Neue Grafiken für Welten und neue Musik. Achso, nee, dann ist egal. Naja, in-game Skills und so kann man alles kaufen. Kann man sich alles kaufen hier. Na klar. Richtig, warte mal, ich nehme heute die. Ich bin so ein bisschen fancy heute. Bisschen fancy. Also wenn du noch ein bisschen was brauchst für dein Tattoo, ne, wir können auch slotten. Natürlich gehen wir slotten. Wird ja. Ist das nicht so, dass der neue Spielvertrag irgendwie etc. pp. Wie heißt der Bums? In Kraft tritt oder so? Ja, darfst du jetzt wieder auf Twitch bald, glaube ich, oder? Oder ich? Oder? Weiß nicht, die haben eine eigene Rubrik für Gambling und so weiter. Also von daher. Oder wollen sie daran rumwerkeln? Also unser letzter Sachstand war, dass da halt sich zu Recht ganz groß drüber aufgeregt wurde. Bei Streamern, ja. Ich finde das jetzt auch schwierig. Also ich weiß nicht, in Deutschland ist dann irgendwie. Ich habe das bloß so ganz kurz angerissen. Ich glaube, maximal darfst du für 1.000 Euro. Aha. Also die Seiten an sich, weißt du? Also diese Glücksspielseiten an sich, da darfst du, glaube ich, nur noch maximum 1.000 Euro Guthaben oder einzahlen. Irgendwie so ein Scheiß. Ach so. So. Okay. Ja, die müssen das einfach verbieten. Ganz einfach. Sonst wird es nicht aufhören. Die müssen es verbieten. Und ganz ehrlich, in Deutschland sind überall die Scheiben abgeklebt und so weiter. Und du kommst als 18-Jähriger nicht einfach, unter 18-Jähriger nicht einfach so rein. Punkt, fertig, aus. Im Internet darfst du hier rumeiern wie die Großen. Hier machst du einfach einen Klick und deswegen, wenn die Leute das machen wollen und so weiter, es wird immer wieder einer danach kommen, der es machen wird. Deswegen, die Streamer-Ban bringt gar nichts. Das ist ja auch nicht gegen die Regeln. Muss die Regeln ändern. Mhm. Machen wir. Ich gehe mal kurz aufs Klo, solange wir bin gleich wieder da. Ja. Unterhaltet die Leute einfach. Ja, klar. Ja, Leute, also Chat ist natürlich immer ein bisschen schwierig jetzt bei solchen Formaten natürlich. Genau, ihr müsst am besten alle in unseren Chat kommen. So. Was wird hier schon wieder betrieben? Wie ist denn der Code? Nee, also, deswegen. Du wirst einfach invited über Steam. Genau, ich lade dich nochmal direkt ein. Okay. Der Eisenfaust. Ah, Kubi sei schon Mogga. Ja. War schön. Letztes Mal habe ich dich eingeladen bei PUBG. Da gab es auch die Nasenflöte. Nee, letztes Mal eingeladen bei Monopoly. Ja, stimmt, ne? Immer griffbereit. Bisschen aus der Übung, ne? Aber da geht schon. Klingt ein bisschen wie ein Dudelsack, aber. Ja, da sind auch ganz viel Katzenhaar dran gewesen. Geil. Oh, das hat ja richtig gelohnt. Oh, ich hoffe, man pustet die Luft und nicht saugt. Reißt die Haare in die Zunge jetzt hier. Okay. Sehr gut, sehr gut.
Ja, Bobby, das ist kein Geheimnis mit denen. Die kriegen bei ihrem Cash in, kriegen die 1000% drauf und solche Sachen. Also, das ist alles. Lass das Thema nicht zu groß aufmachen. Nee, nee. Wow, was wird hier? Kurz. Ganz kurz. Oh, warte, ich muss mal Twitch Purple nehmen. Ach, guck ich schon. Bleed Purple, Baby, Bleed Purple. Dizzy, nimm Auto. Wir sind Team Auto. Wo kann ich das einstellen? Auf den Stift bei deinem Charakter. Genau. Da tut sich bei. Ach so, oben. Team Auto? Fühl ich. Da sehe ich mich. Geil. Let's go, Baby. Wir gehen rein. Also, nur nochmal so zur. Brauchen wir noch eine Einleitung für das Spiel? Scheiße, wir gehen einfach rein und machen die einfach fertig jetzt, komm. Gut, so, also wir müssen am Ende müssen wir mehr gewinnen als wie die, glaube ich. Ja, genau. Das machen wir auch. Also am Ende gibt es dann so eine Punktezusammenzählung von jeder Runde und ich würde einfach sagen, wir nehmen die Teampunkte dann zusammengezählt und wer da dann höher ist, der hat halt gewonnen. Das fühle ich, da gehen wir rein jetzt. Ganz easy, nichts mit irgendwelchen Düsen oder längeren Schläuchen oder Rover. Die Rollergang macht es niemals! Genau, Team Auto, wir werden die einfach überfahren. Team Auto, Alter. V8, 200 PS, rein geht's. Richtig. Ja, so sieht eure Karre auch aus. Rasier. Das ist eine richtige Familienkutsche. Ja. Dem Rückwärtsgang, da knackt das nach einer Zeit. Ja, was ist jetzt hier mit den Biber-Bros? Ja, morgen ist noch gut. Stange Waffe ab. Abstellen. Ach so, ja, gut. Dann mal rein. Halt. Alles wieder da, auf dem Weg. Dizzy, wenn die Musik zu laut ist, kannst du das, unten einstellen bei Windows Store, Lautstärke-Mixer etc. Ich hab einen Mischpult, da kann man auch Regler schieben. Mhm. Das ist eher ein E-Smart, was die beiden da fahren, genau. Nichts mit V8 hier. So. Alle ready or what? Wir sind hier schon noch fertig gesetzt. Warte auf Spieler, steht bei uns hier. Oh, es geht los. Aber mal gucken jetzt hier. Viel Spaß. Auf geht's in Runde 2. Mal gucken, ob wir hier 3 Spiele durchkriegen überhaupt. Okay, schauen wir mal. Ich muss ganz ehrlich sagen, Chat, ich habe eine Menge Spaß heute. Stimmt. Komm schon, Glück. Wir müssen anfangen. Echt eine Menge Spaß. Ihr auch. Let's go. Komm schon, Spiel. Komm schon. Gib's mir, Baby. Gib's mir. Jawohl. Nein. Doch, jawohl. Sehr gut. Da fängt der Dizzy direkt an. Hat natürlich auch die Möwe. Okay, was macht er denn hier? Universität oder Beruf? Bildung ist King, Alter. Was? Let's go. Bildung ist fucking King. Ach. Okay, das ist ganz wild. Die Maus kreisen. Hab ich. Da muss aber damit mit Sterne kommen. Da kommen so Sterne. Das ist ein bisschen tricky. Ja. Richtig Gas geben. Scheiße, ich bin irgendwo im Menü gelandet. Moment, weiter. Direkt die Maus auf den Streaming-Rechner rauf. Ja, das sieht gut aus. 4, 5. Oh, da fährt der Autowagen. Und schon gleich Universität. Sehr gut. Hat er wieder V8 grölt? Oh, Bildung, Mann. Bildung ist geil. Bildung macht sexy, Junge. Kann sich hier direkt Kartograf werden. Oh, behalte die Krone bis zum Ende, um Folgendes zu gewinnen. Bonuspunkte, mein Freund. Ja, okay, dann gehst du auf, dann alles klar, Dizzy. Dann bist du Bildungsboy. Guck, wir müssen da unser Ohr abschmecken. Ja, ich glaube, wie im richtigen Leben. Ich scheiß auf Bildung. Koch oder Filmdirektor? Wir gehen, also Endergebnis ist Cash, ja? Nee, alles zählt. Also zählt Bildung, Herz, Schwein, Kohle. Ja. Ihre Glückszahl ist 8, okay, Baby. Hey, Scorpion, danke genommen? Für dein Prime. Ich bin jetzt Koch. Nee, Filmdirektor bin ich. Du kannst noch mal rollen. Ja. Oh, das Rad des Schicksals, das dreht sich. Alter, wie... Wo bin ich denn hingedreht? Soll das abheben oder was? Ey, Maga, das macht hier diese komischen Städtchen nicht. Du musst im Kreis rollen, die Maus immer... 3! Oh, gib deinem PC ein Upgrade. Mähe den Rasen des Nachbarns. Brudi, da bin ich aber, ich mähe sowas von den Nachbarn. 80.000, da mähe ich alles. Komm schon, schwarz. Da mähe ich auch seinen Körperrasen für, also das ist kein Problem. Ah, nein! Ah, 20 Scheine. Okay. Morgas dran. Komm mal, gib's mir, Baby. Natürlich wählen wir hier das Rückgrat der Industrie und Wirtschaft, den normalen Beruf und Scheiß auf Bildung.
Und ich fange natürlich an. Natürlich fange ich an als Tierfrisser. Da sehe ich dich auch. Ja, natürlich. Worauf hast du dich spezialisiert, auf welche Tiere? Kakadus? Na klar. Oh, Alter, er kommt halt direkt auf seine. Oh nee, Gott sei Dank war nicht richtig. Hat nicht gezählt, ja. Ich bin immer nachgeholt. Ich bin immer nachgeholt. Du hast nicht mal deine eigene Frisur im Griff. Deswegen. Was auch, ich mach euch das runter, ja. Chat. Noch lacht ihr. Oh, zieh den Game-Stream an. Oh, baby. Das gibt Bildung. Ganz ehrlich, aber ich bestelle mir immer was zu essen. 100.000. Ja, zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Ich nehme diese Punkte an. Danke. Besser, oder, Chat? So. Was hat der gemacht gerade? Er hat sich auf Nackenmulle spezialisiert. Er hat sich Essen bestellt. Alright. Ach ja, er macht auf Herzchen und so. Ich gehe Uni. Ich weiß nicht, was ich mache, Togo. Guck mal lieber bei dir da, was du machst. Nee. Ich muss ja schon, das ist Taktik. Solide, Coop, solide. Danke. Zack. So, kurz ranbremsen hier an der Uni, ne? Mal gucken, was ich hier für ein Fach wähle. Tanzen offensichtlich. An der Stange. Sehen. Koch oder App-Entwickler? Ich werde die Feine her. Aber die haben auch höhere Steuern, glaube ich, wenn die in die Uni gehen. Oder was? Sehen? Da ist die 10. Boah, oder geht es gleich aufs Heiratsfeld. Eieieiei. Oh, rechts. Nee. Was haben wir denn hier? Zelt oder den Stern oder das E-Sports-Event? Oh, E-Sports! Oh, alles wieder drehen. 200.000 für den ersten. Ja, wollen wir mal gucken hier, was? Jawohl, okay. Alter, da gehen wir aber richtig rein jetzt in die Orgel. Rangel in the Jungle Digital. Jetzt aber hier. Komm, okay, komm schon. Niedrig. Oh, Sieben ist das Ding. Ja. Okay. 7 ist jetzt. Bin ich dran? Okay. Ja, der Recher dreht. Come on, Tom. Fuck! Solide Kuh. Sehr schön. Okay. Mach du oder ich. Komm, eine 10. Dizzy, eine 10. Der macht noch nie im Leben eine 10. Oh, nein! Okay. Komm, niedrig. Ja, Mensch! Ein bisschen was. Oh, ich hab ein bisschen Geld gemacht. 100.000. Raus aus der Uni, direkt E-Sport-Event gewinnen hier. Das sind Geschichten, die das Leben schreibt. Natürlich. E-Sports-Event. Einfach. Come on jetzt. Nun. Ich gehe dem Büro. Weißt du, so wie im wahren Leben, ich bin halt einfach auch wirklich. Sehr cool. Ich bin auch einfach ein Popstar. Du bist doch einfach ein Popstar, ja. Aber das ist die 1, ne? Das ist halt wirklich puh. Na, Sportler bin ich nicht. Ich weiß was. Popstar, komm, geh rein. Komm, ich geh mit Popstar. Geh rein. Why not? Keine besser werden. Und die 1 in Glückszahl. Natürlich. Oh nein, oh schade. Oh, den 9. Ja, da muss ich dir Steuern abdrücken. Geld, sehr gut. Oh. Oh, Dizzy, da bist du schon unterwegs, ne? Halt ein seltenes Comic. Ich bin Comic. Comic ist gut. Why not? Ich bin Comic, okay. Das ist die neueste Ausgabe vom Rächer. Nächste Runde. Schau mal. Oh, hier der große Spielbrett hier, ne? Ja. Oha, Alter. Jetzt geht's los. Wir spielen einfach bis 20 Uhr. Come on, Baby. Oh, ja, nice. Du gibst mir Geld. Ja, ist egal. Ist ja trotzdem Punktzahl. Ja, ist gut. Nee. Alles für die Gesamtpunktzahl. Besser an mich als an die anderen. Sieh dir einen Stream an. Ja. Sehr gut. Stream, da lernst du was. Na klar. Gerade bei deinem lerne ich immer so viel. How to bait real. Nein! Da ist die 9, hervorragend. Und die 50k Gehalt. Okay, Mocke die Mock. Mocker sehe ich beim Heiraten einfach. So ein richtig toller Nova. Ich gehe rein. Morgen geht er heiraten. Oh. Jetzt wähl mal die Zahl von deinem Lieblingsfreund. Komm auf die 1, fuck. 6. Das bin ich. Mensch. Du warst die 8, ne? Ja. Nee, die 10. Hier wird geheiratet. Er heiratet einfach seinen Zwilling. Komm schon. Oh, ich gehe euch hier, ne? Ich bin adrett. Ich bin schon so.
Sag mal! Nee, beide jetzt. Moment! Das sind doch beide Adretten. Das ist doppelt Adretten jetzt. Eieiei. Was hab ich denn da geklickt? Jetzt gehen Sie mal bitte runter von meinem Roller hier. Also ganz ehrlich. Also. Oh nein, wir müssen Geld spenden. Na, was? Oh, schwarz, schwarz. Komm schon, Baby. Rot. Ja, nur rot. Sehr gut, nur 10.000. Von allen. Oh, oh, die nehme ich mir. Oh, Dizzy. Da kannst du aber keine Straßen mehr kaufen. Ja, die Mocker müssen mal Geld abnehmen. Mager Bildung. Bildung. Bildung ist alles, Brudi. Ja, ich bin hinten raus. Hinten raus bin ich der... Warte, wie lange kann der würfeln? Ich bin hier drin im Spiel, ja. Guck mal, wie dein Schatz hinten drauf sitzt. Ja. Können wir noch ein Smartphone? Abschluss machen. Du hättest einen besseren Job. Ja, ich würde sagen, ich mache mal einen Abschluss hier. Zweite Chance, ja. Ich mache noch mal einen Abschluss hinterher. Nach der Heirat dann. Ich dachte, wir wollen so... Okay. Ja, ja, aber ich kriege auch einen besseren Job. Ja, okay, ja. Ist mehr Geld. Thema. Ja, Cash, ja. Das ist Taktik. Taktik, ich weiß. Ich kriege hier... Oha, der Ingenieur, Alter. Oho, der feine Herr. Das ist aber richtig Kohle. Ingenieur, bin ich. Den Roboter-Ingenieur. So. Ah, die 10. Reinwürfeln jetzt. Reinwürfeln. Oh. Habe ich da einen Herren? Bin ich Spin? Oh. 10. Ja, na gut, ja, die teilen sich das Geld. Das ist egal. Das ist... Bleib in der Familie. Shit. Genau, bleib in der Familie. So, ich will ganz klar den Single Lifestyle. Na, oh Mann, ey! Da die Spin aber auch hoch. Spin. Guck mal hier, die Gehälter, die ausgezahlt werden, mein Fuck. Okay, Jobfeld. Entscheide dich für erhalte eine Lohnerhöhung, um mehr Lohn zu erhalten. Entscheide dich für erhalte einen neuen Job und dein Glück auf die Probe zu stellen und einen neuen Job zu wählen. Vielleicht wird es ein besserer sein. Job, hast du genommen? Lohnerhöhung. Sind nur 9.000 mehr, ne? Neuer Job, du hast ja jetzt in der Ausbildung und so. Als ja, ich mach mal einen neuen Job, ich mach mal gucken. Lucky, komm schon. Gleich. Videogame-Entwickler, Oh Mensch, fast dasselbe. Mit weniger Geld, ui. Mit weniger Geld, ui. Filmdirektor. Was die labern? Ich, mein langjähriger Traum ist Filmdirektor für besondere Filme und... Ja, bin ich schon... Die besonderen Filme. In dem Game bin ich schon drinne. Machst du B-Movies? Nee, ich mach P-Movies. Baby-Biber-Movies. Komm schon. Ja. Oh, schöne zwei, du Liede. Aber, ja, du weißt ja, nicht wahr? Ich geh da mal den Keck heiraten. Das war so klar. Oh, eins. Ich selber. Bonus. Let's go. Unverdient. Bin ich auch. So unverdient. Oh. Ich kann nicht, musst du eigentlich für einen besserer Job wäre schon ganz gut, ne? Dann kriege ich ein bisschen mehr Kohle. Du musst aufpassen auf dein Geld, du hast nur noch 43.000. Scheiße! Was würde der Chat über dich denken, wenn du jetzt rechts nimmst anstatt links? Was denkt der Chat über dich? Oh, jetzt komme ich in die Kriegsführung. Oh, genau. Da muss er machen. Da kommt kurz der Streamer durch, muss er machen. Hä, warum kriege ich kein Geld? Ich habe geheiratet. Du hast was für einen wohltätigen Zweck. Ja, weil das Spiel logisch ist. Der wohltätige Zweck ist nun mal nicht die eigene Tasche. Okay. Ne? Ich bin wohltätig. Dizzy wieder mit dem Rad. Jawoll! Ich hab mir endlich mal was selber zugeschustert. Jawoll. Ich werd reich, Baby. Oh, gib's mir, Baby. Yeah! Ah, ich hab noch nicht geheiratet. Stimmt, ich muss ja noch heiraten. Stimmt. Ja, du musst dein Handy noch. Pass auf, was du anklickst. Hast du da jemanden mit dem Zylinder hinten drauf sitzen? Ja, wenn man möchte. Ja. Da ist die 5. Oh, da geht der Cash rein. Oh, sehr gut, Dizzy, sehr gut. Richtig reingecashed, Baby. Cashflow ist da. Der Cashflow ist da. Passives Income, Brudi. Passives Income. Jedes Jahr zum Geburtstag 10 Dollar oder 1 Billion. Ich sag, zum Geburtstag 10 Dollar. Passives Income. Gehe auf volle Familie, Coop. Ja. Yeah. Du musst dann einen Investor machen, ja? Yeah. Alles klar. Guck mal hier die Absprachen. Das hier das Team. Ja, wir müssen, guck mal, wir müssen uns nicht absprechen. Wir sind schlotzend, das geht so. Ja, genau. Ich bitte euch direkt bei meinem Kind auch wieder zur Kasse, das sag ich euch. Oh, Mock, was machst du denn jetzt? Im Flohmarkt oder nochmal eben hier investieren? Oh, weiß ich nicht. Ich geh auf Solar. Da gibt's zwei Schweinchen sogar. Ich mach jetzt zwei Schweinchen und Solar, natürlich. So als angehender Vater. Mhm. Ne? Also, das reicht. Genau, in die Solarpaneele investieren.
Ja, natürlich, ne? Photovoltaik. Hey, solange das noch subventioniert wird, warum denn nicht? Mit der Ökofamilie, genau. So. Ach, schade. Die haben doch ein Schwein, Alter. Jedes Mal nicht Dizzy treffen. Ich brauche einen anderen Job. Die Eins ist kacke. Die drehen zu hoch. Ich nehme die Investition hier. Komm schon. Oh, Gott sei Dank. Kein Schwert von irgendjemandem. Auch nicht meiner, aber das ist nicht so schlimm. Wie die Cash abgreifen, Alter. Ja, läuft, läuft. Ui. Mach ruhig auf 10, Junge. Mach ruhig auf 10. Ich warte auf dich hier mit meinem Roboter. Oh. So, erstmal Cash abgreifen hier. So, komm her, Keck. Die 10.000, die habe ich wohl noch. Erstmal reingeschlotzt. Direkt hart rein. Jetzt geht's los. Reindrehen, los. Rot. Da rot, ganz klar rot. Es wird schwarz. Oh, Mann! Ah, schade, aber es ist die 1 gewesen. Aber ein ganz knappes Ding. Hat 10.000, geht klar. Was soll passieren? Was soll passieren? Da sprechen sie wieder, die reichen Twitch-Streamer. Sagte der reiche Twitch-Streamer. Naja. Oh Mann, ey! Nicht mal das du gönnst mir das, Toro, du Sau, ey. Nein, nein, nein! Oh, da muss ich Steuern gezahlt werden. Aber ich habe nur 10.000 Steuern, also. Ich zahle. Mein Popstar, ne? Geringverdiener. Ja. Ich musste nur 10.000 Steuern zahlen. Richtiger halt Geringverdiener. Günstig. Ist günstig, die Steuern. Direkt in die Künstlerkasse, alles gut, alles perfekt. Wie im wirklichen Leben. Jawohl! Und zweimal hintereinander auf mich selber. Bam, baby. Woo! Geht set, geht set. Oh, nochmal reingecashed. Oh, 100.000 kriegt er, ey. Hat ein gutes Gehalt, der Dizzy, ja? E-Sports Event, come on, baby. Oha. Okay. Dann leg mal vor hier. Oh, mit der 5, okay. Ich brauche jetzt gleich wieder deine. Nee, deine zählt nicht. Verdammt. Ja! Oh, ja, jawohl, Dizzy! Da holt er die 10, Brudi! Zählt nicht. Zählt nicht. Doch, zählt. Ich sag ja. Ich sag ja Bildung, Alter. Immer in Bildung rein. Oh, Toro, komm mal, Baby. Den hab ich für. Echt für dich gemacht. Oh, yeah. Oh ja, komm, den hol ich. Komm, den zweiten hol ich. Komm mal, Toro. Also, ich kann gar nicht so tief. Oh, ich hab 700. Oh, shit. Oh, ich kann gar nicht so tief. Und dann macht er das. Nein. Ich bin eine richtige U-Sports-Legende. Guck mal, ich sag ja Bildung und dann von hinten schön rein. Ich krieg hier nur die 10 nur. Spin, 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 spin! Spinala! So. Freunde der Sonne, pass mal auf hier. Show me, baby, show me. Mit der 9. Oh. Schon wieder so knapp dran vorbei. Ich muss unbedingt einen neuen Job kriegen. Das bin ich cool. Oh nein. Oh, auf die Steuer, da hätte ich ihn gegönnt, Alter. Du bist richtig. Oha. Bowling-Duell. 100.000? Gewinne oder gegen. Kann er von irgendjemand abziehen? Oh nein. Ja, da gehe ich hier auf, da gehe ich auf Dizzy, Alter. Den mache ich weg im Bowling. Den mache ich weg im Bowling hier. Oh! Oh Gott! Der zählt. Gut. Der zählt, ja? Der zählt! Ja, der zählt. Ein Strike, Junge, ein Strike. Oh mein Gott! War das knapp. GG, gut. Danke, danke dafür. Kann man ja mal immer auf 100.000 wetten, ne? So ein Bowling-Duell, ganz normal. Natürlich, natürlich. Easy Snack als so reicher Streamer wie ihr. Ich wollte gerade sagen, Streamer unter sich, ne? Ja, da fliegen ja die Primes einfach nur so rein bei euch, Mann. Na klar. Oh, ein Haus? Alter, nice. Aha. Auf dem Hausfeld kannst du ein Haus kaufen oder ein Haus verkaufen, falls du schon eins hast. Der Kauf eines Hauses kostet viel Geld, aber du hältst Schweinchen und kannst es später jederzeit wieder verkaufen. Verlierst du dein ganzes Geld jetzt? Ja, ich kaufe mir ja mal, ne? Ich kaufe mir schon. Was kostet das jetzt? Häuschen hier. Ja, ah, Mensch, jetzt. Nee. Landhaus oder ein Einzimmer, Einzimmerwohnung? Und du kannst auch nachher wieder verkaufen, ne? Ich nehme eine Einzimmerwohnung. Nice. Oh, schönes Haus hier. Ja, schön gut wohnen. Der feine Herr, der feine Herr. Bildung kommt später immer. Ich sag's dir, Toro. Okay, jetzt muss ich mal ein bisschen drehen hier. Jetzt musst du performen, Brudi. Oder wo bin ich eigentlich? Oder habe die Karte hier sogar aufgerufen. Jetzt ist hier auch. Ich hab mal, ja, hey, jetzt wird hier. Direkt auf 10, komm schon.
Gib mir mein Geld. Ah, Mann, ich rolle mal so tief. Das Strandhaus ist so billig, weil es am Santa Monica Pier ist und du eh nur 5 Meter weit gucken kannst. Also siehst du den Strand. Warte mal, du, bist du auf Disney? Du hast noch nichts gemacht. Nee, so weit bin ich noch nicht, ne. Ich würde sagen, du als. Ja. Muss ich jetzt die Familie gründen? Nein! Ja, Mann, ich mach Single-Familie. Komm! Fuck! Warte, mach doch! Jetzt doch gegen. Oder die heiraten? Ja, solide schön. Ein. Dann nimm mal einen privaten Namen oder was? Steinschere-Papier! Ja! Nö, ich würde sagen, ich bepflanze mal meinen Garten. Boah, echt jetzt? Alter, Steinschere-Papier ist einfach fucking beste Game in der Welt. Ich hab genug Geld. Lass mich. Exos Bock. Okay, Dr. Iron Paul. Am Würfelrad. Oh, der Würfel wieder gerne. Der dreht den ganzen Tag jetzt hier wieder. Das ist die 3. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, schnell gekriegt. Ja, schnell gekriegt. Ja, schnell gekriegt. Oh, jetzt Geld. Okay. Den Mocker. Gleichstand mit Kohle, ne? Bei euch. Passt. Noch nicht. Naja, ich cash gerade erstmal rein hier. Oh, ja, jetzt haust. Schön. Oh, hol dir eine richtig gute Klitsche. Ich bin weg. Tschüss. Er wird nichts Tolles sein. Teuer. 55 ja, Monate. Wow, schön, was für eine krasse Zeit. Auf der Insel, Zeit. Wer will das denn? Guck mal, mit langer Feuer. Dizzy, Mensch. Ich will auf der Insel. Hallo? Mann, ich hab auch rundherum Meer und innen drin noch einen Pool, Junge. Das ist schon geil. Das ist ja fast so wie Phuket. Fast wie Thailand hier. Gleich kommt Patty zur Welt, das könnte passieren. Sehr gut. Was kommt jetzt denn hier? Der Mokka ist halt schon richtig weit, ne? Vorne. Online-Kurs? Meine Herren. Online-Kurs? Leben fortsetzen, ne? Ich will mein Leben fortsetzen und nicht mit dem Online-Kurs. Ich weiß nicht, ob das Schluss. Das ist, nee. Eins! Wurde... Jawoll! Kohle her! Toe Cash rein. Nix in. Oh, was haben wir denn hier? Mach einen Puzzle mit 1000 Stücken? Bau ein Baumhaus? Okay, gut. Ich baue ein Baumhaus. Ja, mach das. Gut. Da habe ich 3, habe ich schon, haben wir 2 Krönchen schon. Mhm. 2 Krönchen. Okay. Wir müssen die schlagen, ja, Krönchen. Also, muss das Hirn sein. Oh ja, bitte einmal einen privaten Namen, danke. Komm den weg. Ramm den weg. Ich mache den Online-Kurs hier. Ja. Das ist Igor, danke schön für 55 Monate. Danke auch von uns natürlich. Danke auch von uns. Das ist der richtige Kanal zum Investieren. Richtig. Okay, ich habe meistens Wissen. Nice. Ja, sehr gut. Wurde mir jetzt eine Krone geklaut? Jetzt hat er schon der hat Krone geklaut. Arschloch. Nee, oder Windenergietechniker ist auch gut bezahlt, muss ich sagen. Ist gut bezahlt. Hast nicht so viel Steuern, weißt du? Da sitzt der Staat nicht im Nacken. Ja, das stimmt. Ich nehme mal den Windenergietechniker hier. Okay. 140.000 Gehalt, da sage ich nicht nein. Alter, ich krippe hier mit meinen. Ich brauche unbedingt einen neuen Job. Popstar lohnt sich halt einfach nicht mehr. Popstar, Junge, was denn? Oh, komm, du bist Regisseur. Kein Popstar. Was nee, ich bin los? Popstar. Oh, das Kartrennen? Oh. Nee, aber Herzen bin ich aber auch schon Anführer, ne? Ja, okay, dann mache ich das Kartrennen. Okay, das Kartrennen gegen euch alle hier. Okay. Schön sehen. Komm schon. Das kannst du gut, das kannst du. Das ist die 10! Die fucking 10! Oh, mit Ankündigung. Come on, so, Toro. Dann rechne ich mal. Come on, Toro. Ich glaube, wow. Ja. Kubi von den Biber. Brrr. Ich bin am Mario Kart, bin ich aber auch einfach nicht gut. Oh, eine 7. Immerhin. Jetzt Mokka ein bisschen tief. Bitte. Ah, na, ja, das ist geil. Alter, Mann, geht mit euch. Ey. Auf der Report Horror, sag ich immer. 80 Aperillos. 1000 schön in die Tasche hier. Scheiß Kartrennen. Das habe ich gefühlt, Chat. Das habe ich richtig gefühlt, das Ding. Ich habe gesehen, Dizzy hat in der letzten Runde gerammt. Ich habe ihn driften sehen. Ja, das mache ich öfter. Mit alten Reifen. Oh, dankeschön. Mann! Du bist ein Popstar. Guck mal, 30.000 direkt. Bitte Job. Oh, Lasertag-Kampf, oder?
machen einen Roadtrip. Nee, das habe ich, also manche Entscheidungen fühle ich von dir, Toro, nicht. Aber das ist wahrscheinlich, weil du verheiratet bist und Kinder machst. Ja. Genau. Ja, so ist meine Liebe auch. Ja. Wie ich. Ich muss einfach sagen, ich brauche einfach auch mal so ein bisschen einen Roadtrip. Ja. Einfach mal raus, weißt du? Einfach mal raus aus Engelsland. Durch Schweden und so. Schön ist es. Ja, guck mal, du musst mehr auf Bildung und auf Dings gehen. Ich arbeite dran. Auch den Online-Kurs. Na, sieh. Sehr gut. Machst du fertig. Jetzt Momi, danke für den dritten Monat. Ah, scheint, ich war nicht gewinnen. Ja, ist egal. Danke. Dankeschön. Danke. Hä? Was ist denn das für ein Gehalt? Windenergietechniker, Alter. Da sehe ich mich doch. Ja, dann sind wir ab jetzt Kollegen. Ne? Ja, sicher. Wir gehen mal zusammen auf die alten Blattwerke da rauf. Oh! Und da holt er sich auch erstmal einen schönen Check. Gleich erstmal noch den Check reingecashed, Alter. Also Begrüßungsgeld. Cashflow ist da. Oh Gott, sehr gut. 900.000, Alter. In den Dance-Off oder was? Ja, Herz mache ich. Dizzy. Dance-Off, Baby. Dance-Off. Okay. Dann roll mal los. Komm mal, Baby. Nein! Oh! Ich bin richtig schlechter Tänzer mit meinem unrumpfartigen Körper. Das gibt es doch nicht, Mocker, du bist wahr sein! Alter, der hat Deck! Okay, das kann ich gar nicht schlechter machen. Wie gesagt, der Kollege. Komm, den zweiten Platz hole ich mir. Ja, den zweiten Platz war jetzt auch keine Herausforderung, Toro. Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt. Hey Heap, danke schön für 8 Monate, Bagger. Komm zurück. Danke Heap, danke schön. Also Hoshi, vielen Dank für deinen Follow, Hoshi. Danke. Holo, holo, holo. Na, hier wird gespinnt, ne? Spinnala. Ja. Oh, Gott sei Dank. 800.000. Ich muss den Job hier irgendwie schmeißen, das geht mir auf den Sack. Was haben wir denn hier? Mehr Bildung? Ja, ich nehme mehr Bildung. Bildung. Oh. Wer kriegt dann auch einen besseren Job? Du bist ja immer noch der Führende da. Aber denke an den Vintage-Löffel. Ja, scheiße. Der Vintage-Löffel. Also wirklich. Schön. Ich bin auf dem Tanzweg ausgeholt, ja. Sag direkt neben Dizzy das. Ich bin auch mit seiner Eins. So, ich komme mal dazu, ne? Ich hoffe, ich habe die Schuld. Ich nehme Astronom. Oh! Oh, kein Wind? Okay. Ich schaue gerne in die Sterne an. Da sehe ich dich. Ja, das sehe ich dich auch. Ja. So als Familienmensch. Ja. Ja, oh, was? Der wurde nicht. Ich erzähle, war gar nicht. Jawohl! Sehr gut. Rein! Rein cashen! Sie fasst mir dann mit seiner ersten Mille. Ja, Bagger, ich werde mir jetzt gleich erstmal so ein fettes Haus kaufen, dann weißt du gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Oh, lerne eine neue Sprache. Zweimal Bildung ist das sogar. Ja, das nehme ich. Oh Gott, Bildung ist halt schon wirklich fast weg. Ja, Bildung ist. Eieieiei. Vielleicht doch auf Schweinchen gehen. War doch nochmal eine Tour, ne? War doch eine Roadtrip. Dafür bist du der Lovebird hier mit deinen 4 Herzen. Oh! Wir sehen. Hauptsache keine Kinder, ne? Na toll. Also mal froh, wenn man mal erzählen muss. Also, Dizzy. Leben fortsetzen, Baby, come on. Ne, ich brauche okay, einen Job. Okay, come on. Komm rein, komm rüber. Komm in den Online-Kurs. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Morgen kannst du Porsche Cayenne fahren. Ich werde jetzt einfach. Weißt du was? Ich habe schon immer davon geträumt, ein Windparktechniker wahrscheinlich zu werden. Nee, weißt du. Ach nee. Da muss man nochmal die Schuhe reinbringen. Ich will eine Dreierbildung. Ah, ich habe bei dir eigentlich immer schon von Multilevel-Marketing geträumt. Oha. Was nehme ich? Ja, am besten so ein Schneeballsystem. Ja. Und ich finde, Roboter-Ingenieur passt doch ganz gut. Ja, ist ein guter Job, glaube ich. Ist auch zukunftsweisend, ne? Ja. Naja, oh, noch 10 in den Knatterdiode. Zack, erstmal Cash. Nochmal Cash. So, wir fahren noch ein bisschen. Weggerammt hier die Boys. Das war Dizzy, aber okay, nice. Nee, es war doch, oder? Ja. Nee, war da. Bisschen mehr Money? Ja los, komm rein. Rein ins Kartrennen, come on. Come on. Der Dreher, der läuft. Das stimmt. Meinst du?
Ja, da kommt. Oh, dann gehen wir ein bisschen ins Kartrennen. Why not? Kartrennen, gut. Alright, alright. Ja! Oh, stabile 9, why not? Da legt er mir dann 9 vor. Oh, eine 7. Der 7 ist auch okay. 7 ist auch okay. Ist noch gut. Der kommt, ey, pass auf, der Mocker macht wieder eine 10. Der bescheißt schon wieder. Geh das mal auf die 1 hier. Okay, okay. Ja. Wow, verdammt. Da, oh, ja, ja, da bleibst du auf der 1. Ja, so, nice. Richtig das schön. Dizzy hat unter den Tisch gehauen. Das zählt nicht. Oh, ja, 7, 7. Geil. Zweiter. 80.000. Schreiben. Jawohl. Und ich bin Dritter dann noch. Nee, du bist oder Vierter. Du bist Vierter. So close, ja. Ey, who the fuck is Millionaire? Ich bin Millionär. Okay, Ladies and Gentlemen, jetzt müssen wir richtig reincashen hier. Also ich als der Spieler mit der meisten Bildung kann das beantworten und sagen, du bist der mit dem meisten Geld. Ja, das ist richtig. Hast du durchgerechnet? Mhm. So. Dizzy, viel ist nicht mehr bis zum Ziel. Wir müssen jetzt echt, oh, erstmal gibt's Cash. Was ist denn hier los? Ach, der Glückser. Ja, Bank gibt dir einen Bonus, na klar. Also, eine Bank hat, glaube ich, noch niemanden irgendwo einen Bonus gegeben. Oh, mir schon, Baby. Mir schon. Oh, oh, schön noch ein Bonus. Schön rauf aufs Konto. Der Teufel scheiß auf den Boden. Oh, was haben wir hier? Schicksal. Ha? Den Fan übernimmst du das Schicksal. Oha, jetzt komm auf die Steuern. Boah, das wäre so das richtig ich dir. Kann sein, dass deine Familie vergrößert, ein Haus kaufst, okay? Right, right. Oha! Viel Spaß. Das fühle ich ja. Das werden die Steuern. Oh nein! Nein 100.000! Rein! Die Bank ist wohl in Bonuslaune. So. Das ist eine sehr schöne Runde Jungle in the Jungle, by the way. Die finde ich sehr gut. Ja, ja. Schön gemütlich auch. Schön spielen hier. Oh, Cash in die Tasche. Ja, was jetzt hier? Tunnel schon. Oder riskant? Wir mal bei der Routine oder riskant? Gewinn oder verliere alles! Oh Gott, du hast ganz viel Schicksal. Mann, du hast 920.000 auf dem Cash-Konto. Rein, Alter, rein! Rein in die Orgel! Ich nehme links dann. Kurz die Besprechung. Ja, soll ich nochmal sicher gehen? Ja, ich würde sagen. Ich bin Lucky Boy manchmal. Okay, dann geh Lucky. Geh nice, Mann! Nice. Geh nice, Mann! Oh, mit ja, der schon wieder eine 10, Alter! Drüber. Risiko für den Arsch! Er geht einfach komplett drüber! Einfach gebumst! Da hat er viel gebracht. Da hast du jetzt nicht viel Gewinn gemacht, würde ich sagen. Oh, schön Filmeabend mit der Familie als Single-Coupi. Das fetzt, oder? Oh, nee, das kann sich schön mit dem Kissen unterhalten und den Chips-Tüte. Ja, guck mal, er will jetzt lieber Geld abgreifen. Da sehe ich ihn. Der kann nicht bowlen, der kann nicht bowlen. Okay, okay, hast recht. Der kann nicht bowlen, Mann. Okay, okay, Dizzy, der reicht. Ja, dann nehme ich das weg. Was will der denn? Dizzy, komm. Dizzy, der macht jetzt eine 1. Oh, ach, schöne 8. Schöne 8. Oh, Dizzy, komm, Konzentration. Lucky Boy! Nein! Oh. Schön die 100.000 rein, Kobi. Die schmecken. Dankeschön. Die schmecken. Mhm. Naja, als Millionär ist das nicht viel, bitte. Spielgeld. Passives Income macht das wieder von alleine. Ist das Lizzy, bist du das? Nee. Nein. Oh, shit. Jetzt ist Kobi selbst Level. Mit dir war ich. Ja. Oh, Lizzy, was mache ich? Ja, komm. Ich geh einfach rechte Seite, komm. Willst du Risiko gehen? Ich geh voll Risiko. Aber du hast so viel Geld. Na und? Ja, denn geh lieber nach rechts und hol dir das Cash. Okay. Hohe Einsatz bedeutet viel Gewinn auch. Das darfst du nie vergessen. Komm, ich mach Risiko. Ich will heiraten. Ich will jetzt endlich Party haben. Glücksspiel hat sich schon für jeden ausgezahlt hier. Natürlich. Niedrig, niedrig. Nein, warum denn Nacht? Nacht ist gar nicht so schlecht, glaube ich. Nacht kommt aber noch aufs Risikofeld. Ja, das ist ja einmal geht noch. Einmal geht noch. Okay. Schicksal, komm mal, Baby. Komm mal, Ruhe. Ich fühle das, Baby. Was ist das denn hier für ein Feld? Okay, bitte keine Steuern, bitte keine Steuern. Steuern, Alter, Steuern. Fuck! Yeah! Oh, wunderbar. Wunderschön. Ja, und schon weiß er sich in den Arsch, dass er Roboter-Ingenieur geworden ist. Oh, den guten Steuern. Erst einmal ein Popstar geblieben, wa? Das hat weh. Nächste Runde. So, ich glaube, ich bin, ne? Nee, ich fange an. Und
Konfuzius musste. Alles Setzen musst du setzen. Ja, genau. Genau, genau. Oh, yes, 9, okay. Oh, da kannst du jetzt nach rechts. Let's go. Soll ich rechts gehen? Ja, ja, geh rechts. Links ist Kacke. Okay, ich gehe nach rechts. Aber hast du deine Code dann noch? Ist die noch gut? Niedrig wäre gut. Ordentlich. Ja, dann willst du. Mann! Mann! Mann, ey! Mann! Oh, und dann wieder so hoch, aber Cashflow, es kommt nochmal. Oh, oh, oh. Soll ich spielen? Oh! Boah, Haus verkaufen! Tu's, Dizzy! Soll ich das wirklich verkaufen? Ja, ja, das gibt ordentlich Kohle. Nee, das liegt noch an. Das ist noch momentan ein Schlechtverkauf, habe ich gehört. Oh, du musst jetzt ein Dings auswählen. Oh, der Höchstverkaufspreis wäre 500.000. Das ist der Jackpot. Aber es gibt auch Songs. Komm, gib mir den Song, Alter. Gib mir den Song, komm schon. Alter. Pick in irgendeinen Umschlag. Oh! Ja! Einfach den richtigen, jawohl! Der Dizzy, der riecht das Geld. Get fucked, Alter! Get da fucking wrecked! Dizzy, einfach bester Mann. Kohle ist da. Zack, Junge! Loni ist da! Oh nein! Wer ist das? Ach, ich. Jo, moin. Oh nein! Oh, es wird gekauft. Kobi? Natürlich kaufe ich ein Haus. Na klar. Was haben wir hier? Echt mal, die Schweinchenkrone ist weg, ne? Ich nehme die gemütliche Hütte hier. Die gemütliche Hütte. Schön mit dem Grill, könnt ihr rumkommen. Ja. Ne? Die Frage ist, ob er das auch verkauft kriegt, aber eher nicht. Nein, ja. Ich glaube, Dizzy hat auch Real Life so eine Nase für Kohle, ja. Ja. Oh. So. Mann, Mann, Mann. Vier. Mal gucken. Erstmal hier schön 140.000 rein. Oh, was ist hier denn los? Oh, was? Bin ich durch? Ja. Weiß ich nicht. Ich bin der erste Spieler, den Ruhestand erreicht hat. Okay. Was? 140.000 Bonus gibt das. Ja, nice. Sehr gut, das wusste ich gar nicht. Ja, moin. Oh, nice. Verkauf mir schnell deine Häuser, bevor du dich entscheidest, wie du in den Ruhestand gehst. Ach, am Ende kannst du auch die Häuser verkaufen. Ja. Okay, wenn du ein Haus verkaufst, erhältst du 6 Angebote. Ja, das hatten wir ja gerade. Okay. Komm schon, niedrig. Bis zu drei Umschläge darf man öffnen. Okay, ich nehm den. Okay, ganz ehrlich? Nee, konnte nicht. Ja, ne? Irgendwie ja. Okay. Oh, aber passt. Was? War gut. Ruhestand und Endpunktzahl, okay. Du entscheidest dich, wie es mit deinem Leben weitergeht. Wähle den Ruhestand, um dich auszurunden, um Geld zu drehen, wenn du dran bist. Wähle deine Wunschliste, um deine Träume wahrzumachen und drehe weiter, um mehr Attribute zu erhalten. Aha. Oh, ich würde sagen, du gehst auf Geld wahr. Okay, Spiel endet, wenn alle im Ruhestand sind. Mhm. Alles klar. Gut zu wissen. Ich nehme dann mal. Soll ich weiter drehen oder was? Kannst ruhig, ja. Wunschliste ist auch drehen, aber nur mit anderen Symbolen. Ja, ich weiß. Ich nehme Pension. Nice. Nee, Wunschliste. Okay. Verdammt, wir müssen schnell ins Ziel kommen. Ja. Sonst wird's richtig scheiße. Du darfst doch jetzt reden, glaube ich. Ja. Okay, stimmt. Okay. Ja! Oh, scheiße! Wunderbar. So, was nimmst du? Oh, noch mal was. Ja, nimm ich dann, ne? Oh, nice. Mal kurz ein bisschen uneinholbar machen hier. Und ja. Was. Auf den Waffe, man, das stimmt. Kann man schon mal in Ruhestand gehen mit den grauen Haaren. Knappes Game. Oh! Der 10 ist gut. Ich rate ins Ziel, Dizzy, für uns. Ja, stark. 200.000. Da geht's auch nochmal 200.000. Für den zweiten, ja. Okay, darauf kommt's also auch an. Dizzy, wie viel Geld hast du? Ich glaube 1,6 Millionen. Ich glaube, du solltest dieses Liebe-Ding da noch ausbauen, oder? Meinst du? So. Aber das kommt nicht unbedingt immer, ne? Ja, dann geht's, Hasta, komm. Ich geh auf Geld. Geh weiterdrehen Money. Für Kohle. Why not? Schön. Guck mal, einen kleinen Burgdings da. Schön die Enten füttern. Ja, er hat Tauben, aber ist okay. Ja, Ententauben kennst du doch. Warum nicht schwarz, Mann? Sehr schön. So, da bin ich auch mal wieder hier. Ich bin dran jetzt. Wer ist denn da ganz hinten noch? Na, Orga. Ich rede sie mal schon zweimal dran. Danke, Michael. Ich mich auch. Dankeschön. Mann, ey! Dizzy und das Rad werden aber auch keine Freunde heute. Nee! Ich glaube, Dizzy guckt immer nur und prediktet dann ganz schnell und dann dreht er nochmal nach. Nochmal reincashen. Ja, okay, super. 1,85 Millionen. Du könntest versuchen, nochmal die Herzen zu machen. Du hast genug Kohle. Ich habe 0 Herzen. Ja, nee, ich meine Wunschliste. Da kannst du vielleicht nochmal irgendwie versuchen, Schwein oder so zu toppen. Alright. Maybe. Ich gehe rein. Komm. Ist okay, ich lasse mir Zeit.
In das Wohnmobil rein. Ich kaufe noch ein Haus gleich und dann kriege ich auch zwei Kinder. Also du musst schwarz drehen, ne? Rot ist gar nichts. Komm schon, Dizzy, schwarz. Oh, das ist rot. Niete. Und der Zonk. Okay, Mocke, die Mock. Bin dran, ich bin dran. Wenn er jetzt immer niedrig würfelt, haben wir noch ein paar Spins. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da können wir noch ein bisschen ausbauen. Lass mir Zeit, Kubi, lass mir Zeit. Weißt du was, ich gehe hier auch noch mal Kreuzfahrt machen. Sehr gut. Oh mein Gott. Er holt sich die Herzkrone, das ist nicht gut. Holt sich die Herzkrone, was denn los? Wir wollen alle Kronen. Ich hab's doch gesagt, Alter. Nein, wir sind gefickt. Na gut, wir haben mehr Geld. Ja. Geld ist nicht alles, das lernt man auch. So gut. Geld verdienen. Schön. Nein. Hält der das noch hin? Nee, warte, zählte nicht. Warte. Oh, Gott sei Dank. Komm, rot. Niete. Ja! Ja! Oh. Sieht das? Moin. Jetzt komm, gib mir ein bisschen Kohle. Ein bisschen Kohle. Nee, rot. Schwarz. Tau, du machst mich wahnsinnig, Alter. Mann! Oh, er rot. 10. Nur 10. Halber Dizzy hier beim Drehen. Halber Dizzy, ey. Ey, Ruhe! Ich hab Koordinationsprobleme. Das weiß ich. Du Arsch! Und ich weiß gar nicht, was du machen kannst. Jawohl! Warte, wir müssen überlegen. Bildung. Vielleicht kriegen wir, oder besser auch noch entfernt, ne, meine ja, Herren. Ah, du musst einfach, vertrau mir. Belieben. Dass er auch zwei Schweine gekriegt hat, das ist auch unfair. Die zwei, nochmal die zwei hier. Mit inklusive Bonus. Jetzt rein in ich Risiko. Ich darf gleich nochmal, wo geht der Risiko? Ja, der geht in Risiko rein. Oh, Mokka ist doch so ein Risikotyp. Ja, doch, Tobi ist ein Risikotyp. Ich mach mal los, gut. Der Junge hier. Oh, oh. Und rein in die Steuern, Alter. Geht er in die Steuern? Nee, doch nicht. Geh ich nicht, Junge. Oh, aber mal sehen, vielleicht doch. Ach, Quatsch, als wenn Steuern kommen würden bei mir. Oh. Ja. Rein in die Steuern. 150.000 ins Gesicht. Schön, der Astronom. Rein in die mal weg. Nichts will ich hören von euch. Komm, Rot. Du kannst ja jetzt nicht schon dreimal... Jawoll! Oh, Niete. Bildung, 6er Bildung, alles gut. 1,8 Millionen. Jetzt gib mir wenigstens einmal... 10.000, 10.000. Rückwärts ist gut. Gejinxt hier. Oh, ja. Da ist er! Reingecashed. Nächste Runde. Gut, ich bin halt öfters dran jetzt, das ist auch schön. Ja. Kann auch Punkte holen. Nee, jetzt erstmal Dizzy dran. Nochmal erhöhen, komm. Bildung. Also Herzen Schwein. Nein! Das war scheiße gewürfelt. Ja. Wir müssen mal eine 10 jetzt. Ja, ich komme ins Ziel. Ich würfel eine 10 jetzt. Okay. Das reicht. Heute ist bunt, Chat. Heute ist sehr bunt. Mit Ankündigung jetzt hier. Nee, nur 8 nach. Oh, also auch gut. Oh, kommt dein Ziel? Nee, ich mach hier noch was. Ich mach ein Hausverkauf. Jetzt schon, das krieg ich eh am Ziel, ja, oder? Nee, das kriegst du nur der Erste, glaube ich. Oh, das weiß ich gar nicht. Nee, warte mal, Toro hatte gar kein Haus. Und doch, du hattest ein Haus, aber du hast das vorher verkauft. Ich hab das vorher verkauft, Ich bekomme das jetzt hier. Sicher, gut. Hau raus. Ja, 50.000 ist Höchstpreis. Direkt die gemütliche Hütte verkauft mir. Okay. Guck, ich sag der hier. Was sagst du? Tu es. Okay. Oh, 106 Korb nicht gemacht. Den letzten muss es sein, ne? Oh, schön. Noch gezogen. Was ist denn das für ein Randomizer? Unten links auch bei Dizzy, das Max-Ding. Oh. Okay, so jetzt hier. Ich riech dir los. Schön nochmal hier mit dem Tisch gezogen hier, jemanden. Oh Gott, wieder nix. Kein Problem. Stark, Kupi. Danke. Ich versuche nochmal ein bisschen Geld rauszuholen, ja. Aber das wird. Ja, dann versuch mal. Auf Rot. Alles auf Rot. Schwarz, Baby. Da ist er. Mann! Oh. Du hast nicht genug Kraft heute, hast du noch nicht gegessen? Nee, ich weiß, ich... Vielleicht. Ich hatte heute schon eine Stulle, das würdest du wissen, wenn du bei der Frühbesprechung dabei gewesen wärst. Oh, Dizzy, jetzt komm schon bitte einmal, bitte, wir müssen auch uns irgendwie eine Krone holen. Nein! Nein! Mann, da!
Im Kreis, im Kreis. Ich dreh doch schon im fucking Kreis! Jetzt will ich gerne mitkommen! Okay. Jawoll! Ja, Und das ist wieder Bildung, Alter! Ja! Bock, du musst jetzt durchkommen durch das Spiel. Ja, ja, ja. Der holt die langsam auf. Ja, Nein! Nein, der kommt ins Ziel! Nee, kommt er nicht, oder? Nein? Der kommt er nicht! Oh, kein Nix! Nice. Alles gut, Grub, alles gut. Nicht Bildung. Nee, ich mach Gewinner vom Gegner, ne? Und dann nehme ich auch, zieh ich nochmal Dizzy mal ein bisschen was aus. Sehr gut, sehr gut. Ja? Der Kostümwettbewerb Dizzy. Das ist doch nicht dein Ernst! Jetzt kommt die 10 oder was? Na, jetzt kommt die 10? Nein. Ich führe immer noch. Ja, Larry, da wurde wohl nicht durchgewunken hier, ne? Okay, okay, so, jetzt aber hier was. Das nee, kann nee, nee, nicht. Niete. Der kann eh nichts mehr machen da. Ja, schön. Nee, hat nicht gezählt. Och, Guppi! Oh, jetzt kann ich nicht zählen. Schön. Bildung. Ja, ja, Bildung. Ich lerne zu malen. Ah, shit, er läuft ja da vorne mit der Bildung. Ja. Ich bin noch mal für ein bisschen Geld, aber das, ich glaube, das wird nichts. Doch! Oh. Nice. Reingecashed. Ja, das ist wieder da. Ich gucke mal bei mir. Ich bin, glaube ich, jetzt dran. Mhm. Jetzt kriege ich eine Doppelbildung. Ich muss jetzt durchkommen hier. Jetzt gibt es eine Doppelbildung. Ah. Rot gibt's jetzt. Das wär insane. Dann würdest du genau auf Dings landen. Das schafft er nicht. Das kriegt er wir. Oh, nein. Mann, Niete. Eine Doppelbildung. Ja, schön. Auch die 1 dazu. Das ist noch die besondere Befriedigung. Nicht nur. Ja, das ist eine richtige Befriedigung. Ich sag's dir. Nachtritt vom Spiel. Ja. Das. So, krieg ich auch Geld? 100.000, okay, nice. Mhm. Aber ich glaube, du kannst nicht mehr drehen, oder? Wenigstens bin ich am Ende reich, Single und hübsch. Ich würde sagen, ich gehe auf Geld nochmal. Wir haben die Krönchen. Okay, ja. Aber das sieht nicht gut aus für das erste Spiel. Oha. Echt nicht gut aus. So, nochmal eben schnell hier. Darf man mal drehen? Mal schwarz, komm. Ja, ich berühre. Ja, das ist doch nicht wahr, Mann, das Alter. Kann doch nicht wahr sein, ey. Sag mal hier auf den letzten Drucker hier. Auf den letzten Dreher. So, ich bin gespannt. Ich auch. Okay, sehen wir nachher die höchste Punktzahl hat. Komm schon. Geld insgesamt. Mhm. Ja, das ist Dizzy ganz weit vorne, Alter. Ganz klar. Ich da hat das Patron aufgehört zu reden. Ich schon aufgehört. Attribute insgesamt. Mhm. Interessant. Oh, schön, okay. Oh, Toe, die Krönchen. Oh mein Gott. Oh ja. So, ich glaube, da brauchen wir nicht mit rechnen. Da brauchen wir gar nicht rechnen. Da haben die Bierbrüder in der ersten Runde haben uns halt komplett nackig gemacht. Ne? Die haben ihr Leben einfach besser unter Kontrolle. Ja, ich muss sagen, da hatte ich Bock gemacht, ne? Also. Ja, wir gehen jetzt gleich in die nächste rein, oder was? Ja, müssen wir. Ich fange in die nächste hier. Direkt noch eine, oder was? Oha, aber ganz ehrlich, geiles Game. Ja, hat Spaß gemacht, gutes Ding. Ich habe jetzt hier irgendwelche Cheats noch. Es kann nur besser werden, Dizzy. Ich glaube an uns. Toro, heute, ich glaube einfach an uns heute. Ja. Wir kriegen das heute hin. Und weißt du, das Gute ist ja an der ganzen Sache, wenn wir das verlieren sollten, ja? Wissen wir ja auch, dass unsere Community für uns da ist, denn Twitch Prime trocknet unsere Tränen. Richtig. Twitch Prime trocknet unsere Tränen. Oh, wenn es bloß eine Möglichkeit geben würde, ne? Oh, wenn da wirklich mal... Also, ich bin so traurig, dass ich gerade so viel Cash hatte. Ja, Mann. Das ist jetzt alles weg. Bevor ich hier jemanden einlade, hole ich mir jetzt erstmal Twitch Purple, kurz die Farbe. So, jetzt. Wow. Okay, in mein Kopf. Lass die Farm oder was? Ja, gut, kannst du gleich. Warte mal, ich muss mal hier die Jungs raussuchen. Bist du schon wieder in Wiss oder was? Nee, bist du. Nee, alles gut. Kuppi, Recher. Oho. Den Eierenfängel. Was war ich denn? Ich war so ein komisches Braun, ne? Mhm, ja. Machen wir wieder Team Auto oder was? Ja, wir bleiben einfach bei Team Auto. Oh, gemacht. Ich habe einen grünen Wagen. Toll. Twitch Prime is not a crime. Ich werde jetzt Hipster. Okay, rein damit.
Nee, ich du bin immer noch die Krabbe. Ich hab den Hipster jetzt gemacht. Ja, noch rot für den Rächer. Sehr schön. Ehrenabteilung, danke, dass du meine Tränen getrocknet hast mit deinem Prime. Das hat geschmeckt. Nun, die Wette, es tut mir leid, wir strengen uns an. Neue Wette können wieder aufgemacht werden. Okay, ich brauche einfach jetzt hier, ich brauche meine Farbe. Alright, let's go. Lass uns gewinnen. Wir machen die Brücke. Okay, ready? Ready up? Ready up. Okay. Alright. Starkes Spiel übrigens, Gubi. Mhm. Ganz starkes Spiel. Dankeschön, ja, Dankeschön. Jetzt hört euch mal auf, gegenseitig den Arsch zu pudern da. Ganz schön. Nee, das ist kurz ein bisschen gegenseitig motivieren. Stützen nennt man sowas. Ja. Also, kannst du mal kurz mit muten? Ganz kurz bitte. Hab ich. Nee, jetzt ernsthaft. Mach mal mir bitte. Oh nee, Mokka fängt an, ey. Scheiße. Nein. Aber wir sind geswitcht. Das bedeutet immer er, dann du, dann er, dann ich. Ja. Er, du, ich, er, sie. Wer, sie, sie, wie, sie. Oh, ich würde sagen, ganz ehrlich, ich gehe auch diesmal auf Universität direkt. Okay, ich gehe direkt schwarz auf den Bau malochen. Direkt schwarz auf den Bau oder was? Direkt malochen. Mach ich jetzt hier die Liebesroute oder wie? Jetzt machst du mal die Liebesroute. Okay, ich heirate und mach Babys. Twitch Prime ist kostenlos da und seh ich trockene uns. Tränen. Frera, dankeschön. Feira, dankeschön, dass du für 7 Monate meine Tränen trocknest mit deinem Twitch Prime. Oho. Oh. Willkommen in der Bumsboje, ne? Willkommen in der Bumsboje, ja. Hier wird richtig gebumst, Junge. Direkt Roboter-Ingenieur. Oh! Also muss ich jetzt auch, mach ich jetzt den Malocher oder was? Toro? Du machst, nee, wie? Bist du jetzt Arbeiter oder bist du Bildung? Ich gehe Bildung, Uni. Okay. Was haben wir denn hier? Stell dein Job auf die Probe, vielleicht findest du einen besseren Job. Oder mehr Gehalt. Das ist gar nicht so schlimm. Nee, ich würde sagen, ich nehme eine Lohnerhöhung. Ja, doch. 12.000 mehr. Ja. Okay, let's go, Baby. Ich fühl's. Ich geh mal lochen. Ah, oh, Tieffriseur, Alter. Ach nee, geht das hier. Mach ich mal Popstar. Wirklich? Fühl ich. Oha. Man kennt die Qualitäten von dieses Gesang. Alle kennen sie. Natürlich. Also, das passt so gut wie das Drehen am Rad. Halt deine Schnauze, ey! Wie kann man denn so... Halt die Schnauze, ey! Du spielst Computerspiele als für dein Lebensunterhalt. Oh, reingezähnt, Junge. Psst, Ruhe. Oh, hab ich reingecashed, Brudi. Sternschere Papier. Ja, trau dich. Trau dich. Direkt early. Ich nehm Stein, trau dich. Los. Early Duel. Ich nehm Stein, direkt. Mach, Kopi platt. Oh, Mokka kann gut würfeln. Ah, Mokka kann nicht. Spin. Man muss nur spinnen? Ich dachte, man kann jetzt auswählen. Spinaler. Oh, come on! Yeah. Ich hab noch nie Stein, Schere, Papier verloren. Das letzte Mal, als ich das gemacht habe, ging das echt gut aus für mich. Oh. Oh. Das kannst du jetzt korrigieren. Hättest du mal lieber den Rasen gemäht. Ja, den Rasen habe ich schon gemäht. Nochmal. Ich direkt. Ich werde Videoblogger. Nein. Da seh ich dich. So, den Uhr. Fuck, Toll, das sieht echt schon wieder. Also, wir müssen kommen nicht jetzt. Sieht gut aus. Ja. Schön, Kubi, schön. Nons. So, ich werde mal essen, ne? Oh, nice, ja. Gute Idee, Alter. Direkt 2 Herzen. Hauptsache zwei Essen bestellen gibt 2 Herzen. Ja, hallo. Was ist da denn los? Was wollte ich gerade sagen? Was hast du für eine romantische Beziehung mit deinem bestellten Essen? Liebe geht durch den Magen. Ey, Sieg, dankeschön für 53 Monate. Liebe geht durch den Magen, hast du gesagt, ja? Mhm. Also, du hast uns auch vorhin gerade vorgeschwärmt, deine Nachbarin und Vermieterin. Wie liebt die das Essen? So, rein in die Uni. Entschuldigung, meine Vermieterin ist verheiratet. Alter. Was wollen denn immer alle mit? Du sollst sie heiraten. Die wird nächstes Wochenende steht die mit Popcorn, fertigen Popcorn bei dir vor der Tür und sagt, wollen wir einen Film aber machen. Ein bisschen Netflix gucken. Warte, komm schon, gib mir was Gutes, gib mir was. Ich hab so das, ich stell mir eine Vermutung an, aber seid ihr chronisch unter Vögel zufällig? Hä? Nö, was? Hä?
Ich habe schon mal dieses Set gemacht. Da musst du dir gar keine Gedanken. Irgendwann mal. Kam mal vor, ja. Filmdirektor. Das jetzt natürlich. Filmdirektor. Ich mache hier in besondere Filme. Sehr gut, Toro, sehr gut. Da sehe ich mich auch. Nach dem Streamer-Karriere werde ich auf jeden Fall irgendwas in der Porno-Industrie machen. Nils Longwood. Oha! Oh, Risiko. Oh, die Steuer. Das hat immer gut geklappt bei Toro. Oh, immer Toro, come on, Baby. Toro. Ja. Doch, das fühlt sich... Aber ist ja... Du, das ist gut, sind nur 30.000, alles gut. Ist ganz entspannt. Ganz entspannt. Ja, aber ich wollte mehr Geld haben. Ja, ganz entspannt. Warte. Das geht schon. Schön meine Fresse. 12.000 als Erhöhung. Ja. Das ist halt... Ganz andere Dimension hier. Und wer ist die Lieben? Hallo, Baby. Kannst du gleich mal... Als soll ich mal 50... Oh, hallo. Dann ehrlich gesagt, ich gehe trotzdem Baby machen. Was? Ich gehe trotzdem Familie. Wieso? Du willst doch Single sein, oder? Nee, ja, hä? Nee, lass mich mal diesmal Familie machen. Okay. Mach du mal die Single Route. Einfach so umgedreht wie letztes Mal. Kubi, okay, okay. Kubi ist einfach der bessere Lover. Kann sein. Kann ich bestätigen. Eben. Vor noch, als ihr das so würgen magst. Bitte? So, ich ein VR-Universum Museum. VR-Universum wird besucht. Alter, der hat halt schon vier. Was ist mit dir? Ja, habe ich vorhin auch gehabt. Habe ich vorhin auch gehabt. Und dann sind wir heiß gekommen. Was seid ihr? Was? Wo? Am Ende? Nee. Mann, ey! Das ist die ganz kleine runde Bewegung. Dann loslassen. Mann, ich hol mir gerade keinen runter. Aber dann sehen wir es nicht. Das ist ein bisschen lustiger, wenn wir das hier sehen, wie Dizzy versucht zu spinnen. Oh, aber richtig Spinaller hier. Mittig greifen, nicht wie beim Glücksrad. Oh, da kommst du wieder zurück hier, danke. Okay. Pech im Spiel, Glück in der Liebe, Baby. Okay. Ich bin der Schlechteste. Glücksrad, Dreher auf dem ganzen Planeten. Mann, ey, das kann doch nicht sein, ey. Dizzy, was denn? Ruhe! 9. Ey, warum muss ich hier jeden bezahlen, ey? Ich werde hier die Runde komplett ausgenommen, ey. Nu, kannst du jetzt auch schnell mal heiraten. Na klar, auf geht's, Attacke. Oh nein, der muss wieder drehen. Und jetzt würfelt der auch noch 70 Mal in dieser Runde. Ruhe! Ruhe! Warte auf Dr. Ironfell. Ja, das ist auch eine dauerhafte Meldung. Die Schnauze, ey! Jawoll! Her mit dem Cash! Oh, ey, nur weil der geheiratet hat? Ja, na klar. Hallo, Entschuldigung, ich habe eine sehr schöne Frau an meiner Seite jetzt. Ja, deswegen soll ich dir Geld geben? Na, Sigi. Ach so, ich muss ja nochmal drehen, Alter. Ja, ja. Oh nein. Es ist aber auch immer. Es ist aber auch. Ah ja, jetzt. Oh, eine 4, großartig. Und rein. Oh, Haus direkt, sehr schön. Ja, aber mit 200 Schweine, Alter, ist nicht viel mit Haus kaufen. Oh ja, immerhin. Oh. Vielleicht noch unter 1. Nein! Wie ärgerlich. Och, wie konnte das? Du meinst, die Bank zahlt Bonus nochmal, oder? Nee. Das will ich mal sehen. Was? Ja, mit Kredit, oder was? Hat der Minus jetzt? Also Minus? Hast du Minus? Nee, ich habe immer noch 200.000 auf dem Konto. Nee, das kommt gleich erst. Lass mal gucken, jetzt hier. Mal gucken, ja. Vielleicht ist sie raus. Jetzt qualifiziert, das Minus bekommen, Bankrott. Jawoll! Jawoll! Ich hab mir das Haus gekauft, Alter! Geil! Geil! Okay. Oh, not all here, Ned. Original hat er sie ja. Direkt. Oh. Schön! Passives Income. Minus einfach ins Dispo gegangen. Ja, für Liebe kann man auch ins Dispo gehen. Oh. Das ist aber deep. Das ist wirklich deep, ja. Okay, ich werde heiraten. Schön auf Pump. Maga, das ist nicht auf Pump. Ich investiere in eine romantische Liebesbeziehung. Wieder? Dankeschön. Das versuchen hier in Thailand auch sehr viele. Die höre ich super tolle Geschichten, wie das abläuft. So, eben hier reingeheiratet. Kurz rangebremst an der Kirche. Nice, ich freue mich für dich, Coop. Das ist wirklich schön. Ich war nicht eingeladen, Arschloch. Doch, die Einladung kommt jetzt. Die kommt jetzt. Die gute alte Nein! Mann, ich hab doch gerade erst ein Dispo aufgenommen.
Was ist da los? Dizzy, einfach. Dizzy muss erstmal den Kredit irgendwie. Richtig fetten Schuldschein erstmal kassieren, ey. Oh, danke. Oh, sehr gerne, Toro. Dann nehme ich dein Geld, was du gerade durch die Heirat eingenommen hast, einfach mit dir zurück. Ja, das stimmt. Oh, okay. Ich würde das Surfunterricht nehmen. Ja, soll ich bilden? Doppelbildung hast du direkt besseren Job dann, ne? Ja, stimmt schon. Danke an euch alle für euren Support. Ja, doch, Videoblogger bin ich, das ist auch ein guter Job. Schnubi, danke für 5 Monate. Raus. Peace, Schnubi. Danke, Schnubi. Ich muss nach der Runde aber erstmal. Was mach ich denn Dizzy hier? Hey! Auro, bitte nicht! Hui! Fast Dr. Porro-Fan gewesen. Let's go in den Single-Modus rein. Oho. Ich finde die Endgame-Mechanik ganz geil, wenn man als erstes durch ist. Mhm. Finde ich ganz cool gemacht. Ja, dass sich das auch noch lohnt. Oh! Oh, der Job. Gehaltserhöhung 7000? Oh. Oder 9. Oder 9. Dizzy, was nehmen wir? Besten Job, Mann. Komm. Das ist ja safe, dann wird es wieder so eine 77 kaufen. Aber was soll das? Glück, komm schon. Ach, für Lucky, sieben. Lucky, Lucky. Da ist er doch, Roboter-Ingenieur. Videogame-Entwickler. Oh, nee, der Roboter-Ingenieur, den nehme ich mir gerne. Und dann schön aufs Steuerfeld, ey. Oh ja. 110 weg. Das wäre gut. Oh. Okay. Morgan, okay. Dann roll mal los. Mach mal eine 10. Nö, nee, eine 9. Dankeschön, Bruder. Ja, kein Problem, Bruder. Komm in der Familie, Bruder. Stimmt. Steuerhinterziehung in der Familie. Na klar. Okay, noch mehr Geld jetzt? Ja, warte, 132.000. Nee. Oh. 132.000 war mein Gehalt, ja. Und hier, das sind das doch oben bei deinem Geld. Oh, yes, rein in mein eigenes Konto. Großartig, das brauche ich. Das ist lustig gewesen, wenn das mal schön gewesen wäre. Einfach bankrott. Steuerfähig, oh, mit 30.000 meinst du, kannst du eine Familie mit versorgen? An deine Schnauze. Schnullala. An deine Schnauze. An deine Schnauze. Oh, Dizzy. Nee, leider kein Schnullerfeld. Nee. So, was mach ich denn? Achso, oh, der Kredit. Oh, oder Schweine, nimm die Schweine. Geh noch mehr ins Dispo. Nimm die Schweine rein! Mittelständische Familie nagelt rein! Und was hört zu, Kinder? Ich habe mit dem Bankmann geredet. Oh, schön, danke. Gerne, gerne. Oh, danke. An allen Schnullern vorbei dieser Welt. Jetzt kommt Kind. Ah, nee, da waren eben auch Kinder, oder nicht? Nee, die Schnuller sind das. Stimmt, stimmt, pass auf. Kind. Oh, das wäre so nice. Ich will das mal sehen, wie viele Punkte das gibt. Oh, ohne Acht könnte gut sein. Das ist drüber. Ja, bei dem vielleicht, aber beim nächsten. Nicht. Oh, ja. Oh, krass, okay. Wenn du auf dem Familienfeld landest, kannst du deine Familie vergrößern. Du kannst ein Baby haben oder ein Haustier adoptieren. Bei beidem erhältst du ein Herz. Okay. Nun. Kind. Dann können die arbeiten noch. Gleich. Die können die noch arbeiten, Alter. Was habt ihr denn da so rumgehört? Habt ihr da im Krankenhaus gebumst oder was? Das geht schnell. Das geht richtig schnell. Wie die Hochzeit. Oh Gott, wir müssen bestimmt Kindergeld geben. Oh, hier, wie er ausgebaut hat. Das ist mal ein Auto hier. Schön mit Mama vorgefahren. Ich bin eng auf dem Roller. Ja. Nicht in Thailand, kann ich dir sagen. Nein! Ja! Geist, oder? Ja. Ah, ist gut. Ja, gib guck, her. Ich unterstütze dich ein bisschen mit deinem Na klar, ich war mit dir nicht. Nein. Oh. Zahl für mich, Sugar Daddy. Schweine hab ich. Ja, ist egal. Zählt ja am Ende trotzdem. Ach ja, stimmt, genau. Oh, ich nehme mal die Doppelschweine. Ich hol mir einen dicken Fernseher, weißt du? Ich bin Single, ich brauch das. Ja, tja, die Pornos kommen ja auch nicht von alleine in die Augen. Als Filmdirektor muss man, als Roboter-Ingenieur braucht man auch einfach. Als Film-Roboter-Ingenieur. Für VR-Roboter-Pornos braucht man auch einfach. Sehr, sehr großen Bildschirm. Dankeschön, Mokka. Ja, danke, dass du in mein Business investierst, mein Lieber. Oh Gott. So. Okay. Was passiert denn? Kann ich jetzt auch rechts lang? Nee, kannst du mal würfeln, ja. Ach, nee. Ja, wie willst du denn alleine als Single ein Kind machen? Geht doch, adoptiert. Ah, ja, stimmt, kannst du ja adoptieren, ja. Du musst dein Mind mal ein bisschen mehr open. Ja, ich weiß, Entschuldigung.
2021, Junge. Ja, das dauert manchmal. Oh! Jawohl! Du musst für Steuern mal dein Mind ein bisschen open, Mocker. Ja. Kannst du mal richtig schön reinpayen. Oh ja. So. Komm auf meine, ich gebe mir die 50.000. Jawohl. Oh, keine Babys, oder? Du bist komplett dran. Ja, kein Problem, sind nur 10.000 Steuern, Alter. Ich bin halt ein Popstar, verstehst du? Von mir will keiner was. Heute Abend geht's mit Forrest weiter. Oh, thank you. Oh, guck mal, Geld für dich, Dizzy. Na klar. Nee. Kein, oder? Keiner hat da Geld gekriegt gerade. No. Hey, what the fuck? Warum das nicht? Ich mach da mal hier, ne? Ja, da gibt's noch ein Baby. Kannst du nochmal rein? Hä, was war das denn jetzt? Das könnte Baby sein. Nee, es war auf keinen eurer Zahlen. Also bei doch, mir. Bei mir auf 7. Bei 7? Bei mir war es auf einer 8. Nee, war 7. Bei mir auch, ja. Bei mir war auf 7, ja. Es geht noch mit Bildung, oder? Oder Schweinchen? I don't know, was willst du denn gehen? Ey, Bildung gibt dir auch so einen besseren Job, ne? Ja, stimmt schon, ne? Ich hab Bildung 4, dann hättest du auch Bildung 4. Ja, ich nehme mal Bildung. Ah, wir müssen die irgendwie ein bisschen plätten, ne? Dass die kriegen zu viel. Komm schon. Was kriegen wir? 4. Mal sehen. Oh, ein Hector. Oh. Investieren. Ich geh mal. Ja, ne? Ja, klar. Was? Investition. Okay. Was sind die 2? Ja. Verdammte Scheiße. Ich brauch das Geld, Mocker. Hör auf! Hey, ich brauch das auch. Ich muss investieren. Da kommt doch direkt wieder rein. Ja, Gehalt war das. Oh, das stimmt. So. Lass jucken, Junge. Pass auf, guck. Jetzt holen wir eine 10. Fühl ich die 10. Danke. Jo, Der rast halt an allen Feldern vorbei. Das war jetzt gerade die dritte 10. So, tschüss mit dem Haus. Knickshaus für dich. Ja, mach ab, Junge. Ich nehme nochmal den Online-Kurs. Sehr gut. Holen wir nochmal mein Fünferbuch. Der maxt hier Bildung. So, jetzt mal eine niedrige Zahl. Ich hätte gerne noch einen neuen Job hier. Oder krieg ich den jetzt schon? Ich glaube, den krieg ich jetzt, ne? Astronom ist doch genau dein Ding, Alter. Astronom! Okay, mit 200.000 Gehalt. Na klar. Mein lieber Scholli. Heieiei. Solide 6. Oh, komm. Ich wollte schon gerade sagen, dass er da wieder raufkommt. Was haben wir noch? Nochmal Bildung? Ja, nee. Ja, mach mal, klar. Sehr gut. Oh Gott, ich muss tierisch auf Toilette, ich will jetzt würfeln. Ja, dann geh lieber vorher. Wenn ja, du lieber mit vorher. Halt die Schnauze! Ja, nein! Oh. Ja, nein! Oh. Also Bildung bist du ja komplett raus, ne? Ja, ich bin dumm wie Brot, Junge. Ich bin Popstar. Du hast aber auch kein Geld. Was ist los mit dir? Brauchst einen neuen Job? Hättest du mal Bildung genommen, ganz ehrlich. Hätte auch deine Mama gehört. Oh, wieso krieg ich es nicht hin, dieses Rad zu drehen? Mann, oh, eine 2, Alter. Ernsthaft? Oh, das ist gut. Ich finde, das sollte Bonus geben, wenn man auf dem Feld steht. Ich bin kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. Finde ich auch. Gott sei Dank können wir das alle mit dem Rad her. Ich würde sonst durchdrehen. Das ist die 6. Ja, ja, also einer ist Max, der das nicht. Schön, 100.000 nochmal. Oh, nehme ich. Oh, danke schön. Das ist wahrscheinlich dieses Kredit gerade. Aber ich finde, man sollte auch ein bisschen klauen können, so irgendwie. Ja, das Wissen der anderen klauen. Ja, so. Aber mehr, auf mehr Arten vielleicht so. Ui. Ja, das geht dann bei Unruhe. Ach komm! Das ist nett. Na? Was gibt's denn hier? Natürlich nehmen wir die dicke, ne? Also als Single lebt es sich gar nicht so schlecht hier im Krabbenhaus. Wollte ich sagen, ne? Wenn's läuft, dann läuft's, ne? Ah. Oha, da ein bisschen reingesplättet. So, jetzt kommt der Morgo hier. Oho! Mir läuft echt gut, ne? Ich hab fast eine Mille. Ja, das stimmt. 6 Bildung. Oh, schöne niedrige Zahl. Muss mal gucken, ob Schweinchen wäre noch nice bei dir. Ja, ich guck gerade. Ja, aber Leertaste sieht man dann nicht, was der dreht. Nochmal Bildung. Mhm.
Okay. Da bist du aber jung. Uneinholbar. Alter, Bildung ist einfach komplett RIP. What the fuck? Einfach auf 8. Oh nein. Okay. Nehmen wir jetzt hier die Realistic Dizzy Experience. Oh gut, dann kann ich auf Toilette gehen. Jo. Was macht ihr jetzt hier Mittag oder was ist hier los? Die Immobilienpreise sind aber echt an der Realität vorbei, ja. Wäre viel teurer, ne? Viel, viel. Allgemein, ne? Allgemein. Leute, mit Chat ist ein bisschen schwierig natürlich, ne? Wir sind hier mit 4 Streamern und da redet man halt viel durcheinander und sowas. Das ist dann irritierend. Auf jeden Fall extrem lieber Dankeschön für 10 gifted Subs nochmal. Ja. Danke an Offi für die 45 Monate Sommerwinde. Dankeschön für 22 Monate. Vielen Dank. Oh, eine 4. Oh. Da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Nice. Oh. Nochmal reingecashed. Ja, da hat die Bank ein schlechtes Gewissen gehabt, glaube ich, bei dir. Ach, die 10 ist halt auch einfach wild. Ja, danke. Alter, was, ihr dreht aber auch die 10 weg, ne? Das ist aber auch unangenehm. Die meiste Knete kriegt Horror echt von anderen Spielern. Ja, ist so. Okay, ich bin riskant. Sehr gut. Alter, Copy ist halt einfach schon so weit vorne. Oh, jetzt schön, aber schön, nicht mehr. Schön. Doch, ist gut, gut, gut. Naja, kommt doch an, was jetzt bei rumkommt. Steuern. Moin, ihr kriegt Familienzuwachs. Au. Da kommt der Familienhund dazu. Oh. Da kommt der Hund. Oh, voll Sisi. Oh, was auch mein Feini ist. Ein seltener Aufrechtlaufender. Ja. Seltener Aufrechtlaufender. Welches Pokémon? Sehr gut, sehr gut. Stimmt schon. Oh cool, wenn Dizzy dreht, hat ich doch Zeit für den Chat. Ja. Entschuldigung. Mann! Also ich gucke, über sowas macht man sich nicht lustig. Nein, das stimmt. Über andere Leute Drehhilfen braucht man nicht. Das ist nicht gut. 110.000 abgegeben. Kannst du jetzt endlich auch mal meine Schulden bei der Bank zahlen, so viel wie du abgeben? Wie viel Unglück kann man denn haben? Das kann ja nicht sein, dass wir dieses Kackspiel hier jetzt so verkacken. Sie kann nämlich seine Schulden nicht zurückzahlen. Da muss man ein bisschen unter die Arme. Ich habe ins Leben investiert, mein Freund. Schauen wir mal, wie viel das bringt. Achso, ich dachte gerade. Oh, Haus. Ja. Hey, was Gutes. 88.000. Komm jetzt hier, Villa. Komm schon, irgendwas Teures. Oh ja, 300.000 nehme ich. Wirklich Villa? Ja. Oh, sieht schick aus. Ja, würde ich einziehen. Infinity Pool, ja. Alter, halber Julian Bam mit Swimmingpool. Ja. Oh, komm schon, Dizzy, jetzt mal was Gutes hier. Warum kann ich nicht würfeln, Alter? Wieso schnall ich diese Mechanik nicht? Fahr mal einen Kreis. Ehrlich? Okay. Ja, gut. Würde denn vielleicht... Keine Ahnung, irgendein Schnullerdings da. Mann, ein Baby! Mittelständische Familie! Wie heißt er denn? Ein Junge! Zebra. Junge. Oh, müssen wir mal gucken, Klo. Erstes Spiel verloren, leider. Von 3. Aber im zweiten jetzt hier erste Runde gewonnen. Oh, hier kriege ich auch noch so ein Familienbomber, ey. Zweite Runde gewonnen. Oh, rauf auf mein Konto! Ja. Sehr gerne. Okay, nochmal Risiko. Noch ein Kind. Ich will, dass du hier mit dem Bus fährst, Alter. Oh, fast. Oh, schön. Das ist doch nicht wahr, dass der noch ein Haus kriegt. Na klar, wo ist also sonst hier gemütliche Hütte? Für die Familie. Ich glaube, 2 Häuser geschafft, nice, ne? Ja, geil. Hast du 2 Häuser? Nee, aber 2 Schweinchen. Achso. Haben 2 drin gewohnt in dem Haus. Es fährt ab langsam, oder? Ja, deswegen sag ich auch, Tor, guck dir das nicht ab, ey. Online-Kurs, Baby, come on. Make it happen. Okay, okay. Komm, schon, gib mir jetzt einen richtig Bombenjob. Na? Oh, da ist der Astronom wieder. Oh, der ist der Astronom, du. Nehmen wir. Oh, aber einmal steuern. Sofort in Dizzys Gefilden. Genau. Sofort die Bank anrufen. Ja, meine eigene Zahl, sehr gut. Oh, okay, gönn ich. Na klar. Mhm. Kohle ist da.
Strategie hier. Kurz vorher nochmal den High-Class-Talk. Zimmerbildung rein. Zimmerbildung rein. Dann kannst du, kriegen wir mehr Punkte am Ende. Na. No. Krönchen kriegt er nicht. Wer weiß. Ich hätte jetzt auch das Haus verkaufen können, aber das wäre jetzt ein bisschen schon weit am Ende. Why? Und Toro liegt nicht mehr auf 10, genau. Das ist schon mal gut, ja. Dann kann ich ja jetzt wieder 10 drehen. Ich würde doch einfach die 6 würfeln. Eine 2. Oh. Oh, ich kann da nochmal würfeln. Alles gut. Das ist geplant hier. Die gehen auf Risiko, ne? Die sind weit vorne. Weit vorne. Ja. Risiko hier. Nochmal alles rein. Schon wieder 1 nochmal hier direkt anfangen hier. Okay. Kind. Oder okay. Kind. Oder 100.000. Ja! Oder Steuern. Oh, das wieder als Astronom, Alter. Ja, schön! Yummy. Die Bank macht dein Kredit, du musst deinen scheiß Kredit zurückzahlen unbedingt irgendwann. Ja, mach ruhig. Sagen die immer. Andauernd. Mann, ich brauch halt ewig um die Scheiße an. Mann, ey! Müssen wir den Gerätbauer noch wählen? Dann hast du ja bei ein bisschen. Wieso kann ich das nicht? Da ist die 10. Die ganz langsam im Kreis und dann schneller werden. Spinnerla 3. Alright. Oh, jetzt. Oh, die okay. Kommen. Ich krieg die Steuern. Aber Haus oder Schnuller? Popstar ist halt nicht so schlimm. Oh, ey. Job, Baby. 30.000. Job. Nimm 9. Na? Jetzt kriegst du nochmal. Ja, der Sportler. Ja, da sehe ich mich doch mal. Auf den Sportler sehe ich mich. Jetzt nochmal eine Runde Spinaller hier. Ach nee, ich bin ja gar nicht mehr dran. Genau, vielleicht kannst du mit deinem Lenkrad ganz schnell drehen, oder? So. Ja. Kriegt der nochmal einen Aktionsheld? Oder nochmal einen besseren Job. Würde ich sagen. Ja, war. Oder? Weiß ich nicht. Ich versuch's nicht. Ja, du kriegst jetzt keinen besseren, oder? Doch. Aber so kurz vom Ziel, ich weiß nicht, ob das sich das überhaupt gelohnt hat. Keine Ahnung. Ein Feld vom Ziel? Ja, Roboter, wa? Jo. Hast du Angst vor dem Steuerfeld? Da kommt keins mehr. Auch wenn wir jetzt immer eine 1 würfeln, ne? Ich meine, oh shit. Drehen zum Ziehen. No, ist ja schön, ist ja. Die sollen da ein Tutorial für machen. Ja, gerade für Menschen wie mich. Ah, da gibt es bestimmt gewisse Techniken einfach. Ihr Penner. No, ein bisschen Cashflow, aber da kam. Ich hätte jetzt lieber ein Aktionsfeld gehabt, tatsächlich. Ja, fühle ich. Ich will gerne einen neuen Job wählen. Unbedingt. Ich bin mal gespannt, was da kommt mit 8-mal Wissen. Na, der Mocker, der haut hier ordentlich rein. Ne? Lass mal an den Bruder Geld gegeben, wenn nicht selber. Nee, gut, schon in die eigene Tasche. Schon wie selbst, ja. Oh, da kommt nochmal ein Schicksals. Nee, ist da komplett dran vorbeigefahren. Ich will einen neuen Job, Baby. Haus verkaufen, heirate. Das gibt auf jeden Fall Herzpunkte, oder? Ich verkaufe mein Haus jetzt. Ich glaube, ich vertick mein Haus, Coop. Ja, musst du wissen. Oder heiraten. Was meinst du? Oh, das weiß ich nicht. Musst du wissen, ey. Ich würde das Haus verkaufen. Ich weiß nicht, ob mein Haus am Ende nicht immer verkaufen kann. Nee, ich heirate. Die Alten nochmal kurz vor knapp. Einfach so eine. Nochmal durchbrennen, kurz vor der Pension. Na klar. So, Gisela, jetzt bist du mein für die letzten 20 Jahre. Ich muss mich konzentrieren beim Einladungen schreiben. Moment. Ich schreibe einfach nicht. Die Schnauze, Alter! Nein! Oh! Ich habe dir das nicht in den Rachen geschossen. Was ist bei dir denn los? Oh ja, da ist nicht viel. 50.000? Ja, ich habe gerade nochmal einen teuren zweiten Bildungsweg nochmal genommen hier. Oh! Das war nicht günstig. Moin. Das erste Und Mal. Halt deine Schnauze! Wieder. Das ist lecker. Halt deine Schnauze! Da ist die 10. Oh, er muss nochmal würfeln. Rechts ist halt wirklich Pippi, ne? Also Risiko ist schon besser, oder? Was hast du genommen? Bagger, ich bin voll rein. In das Risiko? Jo. Und ich lande auf den Steuern, Alter. Aber ist kein Problem, sind nur 60.000. Ey, du hast noch einen Kredit, Junge. Ja, hä? Die muss eigentlich abbezahlen. Hallo, mittelständische Familie nimmt das mit ins Grab und vererbt das Ding.
Soll es die nächste Generation umkümmern, ne? Ja, eben. So, guck ich nochmal 250.000 rein hier. Ich bin mit meiner Frau auch unterwegs. So, Häuser verkaufen hier. Nehmen wir das hier. Hm. Du kannst noch einmal klicken. Ja, ja. Bei mir ging noch einmal. Ich konnte eben dreimal. Vielleicht ja. Beim ersten oder nicht? Das kann sein, ja. Ich nehme Wunschliste. Oh! Sehr deswegen, gut, ja. wenn du auf dem Feld bist, beim Aktionsfeld, vielleicht kannst Häuser du, verkaufen, ja. Hast du dreifache Chance. Genau. Das kann sein, ja. Ja. Und so, am Ende hast du nur einmal die Möglichkeiten, Dings aus. Oh, shit. Niete. Du musst als Herz und Schwein musst du ein bisschen gucken. Ja, 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 ja. Und nicht bei der Recher. Der doch hier. Nur Bildung und Reichtum. Der ist auch nur bei der Hälfte der Karte. Nee, das war nicht der Finish. Und das Finish. Risiko? Na klar, komm. Was haben wir zu verlieren? Alles. Das Spiel. Okay, das ist, okay, gut. 5. Hier wäre besser gewesen. Ja, das wächst. Ja. So, rotes Feld hier. Komm. Jawohl, ja. Schön. Was ist das? Nix? Aktionszone. Ah. Ja, wenn du das machst, dann haben wir die Krone safe. Oder ich verkaufe das Haus, krieg nochmal richtig Cashflow das rein. Das kannst du auch machen, ja. Sehr gut, Coop. Alles gut, Sabi, alles gut. Das war sehr gut. So. Was wird der Recher denn hier für einen Umschlag? Hm? Oben rechts ist es. Ja? Ja. Ich glaube Mitte oben. Ah. Ah, jetzt geht man da mit, ne? Oder? Oh! Okay. Dizzy, wohin? Der Brief oder Tor 3? Brief oder Tor 3, Toro, ja? Ah, nein! Ich wollte. Okay, 350.000 ist okay. 100.000 Gewinn. Ja, okay. So, Kumpel, wenn du die Chance hast, geh auf Schweinchen. Immer schön heftig auf Schweinchen rauf. Ich versuch's. Die 560.000 hingeschmeckt. Oh, die hätten aber richtig geschmeckt. Ja! Schau mal rein. Gut, sehr gut. Oh mein Gott, das kann doch nicht! Oh, yam. Schon das zweite Mal die Steuer. Yam. Oh, die astronomischen Astronomen steuern. Ja. Da ist die Kurve. Na? Oh, gut! Holy moly, kurz vor der Steuer angehalten. Ich hab nur diese scheiß Geldfelder gehabt, diese Runde. Das ist voll kacki, ey. Ach, wieso hab ich so viel Pech? Das sehr gut, nicht Niete. Mal. 50% Chance schon zweimal verkackt. Das stimmt, Klaus. Die sieht auch schon wieder Geld ohne Ende. Nee. Keine Eins. Eine 2 oder eine 3 wäre schön. Fast gar kein Geld. Oh, das shit. Stimmt, Knede. Nein! Oh, danke. Ich glaube, Recher hat das ja am meisten. Aktuell ja. Liebe, mach Punkte, komm. Mach, genau. Dann haben wir am Ende mehr im Score. Mit Geld auch. Ja, aber die Punkte bringen mehr. Ich glaube, die. Ja, okay. Cool. Ja, was soll ich? Guck, also das ist ja wohl keine Herausforderung. Schade, kein Dance Battle, ja. Schön nochmal in 200.000 rein. Nice. Also, mal ganz schnell vorbeigeschlichen da. Ja, Häuser verkaufen. Oh! Okay, das ist also der Unterschied. Am Ende hat man nur einmal eine Chance. Ja. Ich gehe auf Geld, Kuh. Ich versuche uns richtig viele Geldpunkte noch zu holen. Okay. Niete! Rot! Rot gibt auch 10. Ja, aber nur 10. Ja! Oh, schweig doch! Jinxa, du! Und wie viele Felder hast du noch? Ich kurz ja, Ziel, eins! Oder? Oh ja, ich bin im Ziel. Oh, verschuldet. Geht nee, das eins nicht. Wolltest du nicht haben. Nee, ich wollte... Ach so, ja. 150.000. Na los, okay. Lizzie. Nochmal den Cash.
Ja, ist doch in Ordnung. Ja, dann machen wir 90.000 los. Deine Spezialkarte hast du auch noch oben. Mach rechts. Oder? Vielleicht hast du noch mal die Möglichkeit, irgendwie noch mal ein bisschen Herz oder irgendwas zu... Ruhe! Ja, ja, ja! Okay, warte. Oh, Schweinchen bist du weit vorne, ne? Ich meine, Herz. So weit bin ich nicht vorne, ich bin Schweinchen. Ich baue das lieber mal aus. Das war smart, ey. Ach, das war smart, ja. Das war wirklich smart, ja. Scheiße. Komm schon gut. Stoppe Schweinchen jetzt. Oh! Schön, immer schwarz, sehr gut. Schweinchen. Die können uns mit Bildung nicht mehr einholen. Ja, mit Herz aber vielleicht. Ja, aber Schweinchen. Recher nicht mit Herz, aber. Desi hat noch ganz schön viel Herz. Desi hat ein großes Herz, ja. Flirtet ihr gerade mit mir oder was wird das hier? Was? 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 Alright. Dann wollen wir mal gucken jetzt. Ich könnte mit. Nee, ich krieg den nicht mehr eingeholt. Nee. Und. Aber ich meine, das Geld, 100.000 oder doch vielleicht nochmal, vielleicht ein Wissenspunkt? Ja. Mach 100.000, dann kriegst du. Also mach das Geld, dann kriegst du wenigstens was. Das stimmt. Geht ja viel zu clever ran, das gefällt mir nicht. Oh! Nein! Danke. Okay. Da ist die Stunde Wahrheit jetzt, ne? Ja, mal das sehen. Das könnte knapp werden. Hol schon mal den Taschenrechner raus. Echt knapp, ja. Ich glaube, wir haben. Tizzy, es wird echt knapp. Geld insgesamt. Anna ist der Toro, aber ganz weit vorne. Und Mokko auch. Ja, ja, natürlich. Mokko auch. Mokko hat am meisten. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Okay, Attribute. Aha. Oh, Ironfeller, das ist gut. Aber nicht so viele Punkte. Aber die kommen jetzt gleich noch. Oh ja. Schön 400. Bam, nochmal 400. Das sieht gut aus, guck. Das sieht gut aus. Oh, oh. Kredit. Oh. Nein! Nein, wir haben verloren schon wieder. Ja, wir haben verloren. Oh, das ist doch nicht wahr. Wir haben knallhart verloren. So sieht's nämlich aus. Wir wurden 2-0 wegrasiert. Bei Game, bei Spiel des Lebens. Wir wurden 2-0 wegrasiert. So. Danke. Oh, Junge. Aber dafür seid ihr die besseren Powerwalker gewesen. 1-1 steht's. 1-1. Uno. Wollt ihr jetzt Uno spielen oder wollen wir das dritte Ding auch noch ballern? Oh, ich würde sagen, lass es Uno, oder? Ja, das ist schon relativ lang hier auf jeden Fall. Das, Uno würde ich auch sagen. Ja, dann gehen wir in Uno rein. Ja, gut, scheiß mal hier rum, Cookie. Der Bonuspunkt! Boah. Ich werde die ganzen Achievements hier erstmal frei. Alles klar. Ja, 20.000 Achievements hier. Hör auf! Ja. Oh Gott, Uno. Oh, ich muss aber mal ganz dringend auf Toilette. Ich auch gleich. Ja, wollen wir denn vielleicht ganz dringend einfach mal kurze Pause machen? Tja, machen eine kleine Pause. Dann gehen wir mal Strillern gehen und dann knallern wir Uno an. Also ich muss erstmal die Uno-Regeln wieder reinkriegen. Okay, ich muss erstmal Ubisoft-Client installieren. Ja, wir auch. Wie Ubisoft-Client. Ja, Maga, du brauchst einen Ubisoft-Client dafür. Hast du Uno noch nicht gestartet? Nee. Dann bist du am Arsch. Ich glaube, ich habe einen. Ich muss kurz. Okay, ich guck kurz nach. Stormer Uno hier. Gott. Oh Mann, ein Ubisoft. Oh Gott. Ey, Ubisoft, kannst du auch mal niemanden auf den Piss gehen? Mit deiner Kacke? Uplay. Verification Code? Hör auf, Alter, das ist mit Double und also Mist. Ey, jetzt ist das hier in Thailändisch. Ich krieg die Krieg. Oh Gott. Schön in Thai bei Ubisoft. Okay. Nice. Okay, Updates werden gesucht. Okay, 58 MB, bla bla bla. Sehen, ob das überhaupt klappt. Sonst können wir als drittes Spiel nehmen. Wer schafft sich als erstes einzuloggen bei Ubisoft Connect? Ja, bin schon drin. Also, dieser hat gewonnen. Ja, na, Maga, ich habe für alles Apps. Easy. Ja, ich bin auch drin, Oh, da sehe ich gerade mal wieder so ein schönes Tom Clancy-Ding hier. Rainbow Six.
Oh ja. Ach du Scheiße, wie ist denn die E-Mail von einem Ubisoft-Account? Hör auf, Alter, das ist auch bei mir so eine Sache. Meine Damen und Herren, ich würde euch immer einen Passwortmanager dafür empfehlen. Pedro, das ist das Shirt von Casey Neistat. Das gibt es, glaube ich, nicht mehr zu kaufen. Ich hab's hingekriegt bei mir. Stark. Toro dauert noch 3 Jahre. Recover Passwort? Ja, hör auf, Alter. Toro, willkommen in meiner Welt, Mann. Warum? Reset your Passwort. Wird sich wahrscheinlich einer bei dir eingeloggt haben. Oh, es ist so lange her, dass er sagt, ja. Forget your Passwort. Please enter E-Mail. Na, mal gucken, ob das überhaupt die richtige ist. Da bin ich ja gespannt. Ich bin kein Roboter. Submit. Okay, dann gucken wir mal so nach, ob wir irgendwas erhalten haben auf der Mail. Noch mal ganz kurz AFK. Ja. Ja, AFK oder was? Ja, kurz AFK und dann geht's los. Ich bin nämlich im Game und dann, Brudi, Toro? Mhm. Ich glaube an uns heute. Ich auch. Ihr seid nah dran, ja. Ich bin gespannt, wie das hier funktioniert. Ich bin gespannt. Der junge Mann heißt Casey Neistat. Pedro, das ist sein Merch, aber das wirst du wahrscheinlich nicht mehr kaufen können. Toilette? Jo. Oh, dann bin ich gleich wieder da, wa? Viel Spaß mit der Jungs. Mhm. Jo, bis gleich. Oh, und dann wieder die Doppelanmeldung. Und ja, hier noch ein Code und hier noch eine Bewerbung und vielleicht noch ein Ausweisfoto von mir, vom Personalausweis oder so. Oh. Das sieht nicht gut aus. Im Spam vielleicht drinne? Das war nicht die richtige E-Mail. Geh kaputt. Der Ubisoft Service is currently unavailable. Please try again later. Was? Dann wird schon wieder gelegen. Ja, klar. Hand Simulator, ja, das wäre es auch gewesen, ne? Oh, hör auf, das ist richtig. Stand jetzt zur Auswahl. Das wäre auch, glaube ich, lustig geworden, ja. Aber Uno, oh, mal gucken hier. Ob und wieder alles hier. Dass du geht überhaupt den scheiß Ubisoft-Launcher brauchst für Uno. Ja, ja. Hör auf. Braucht man uns nicht drüber unterhalten. Launcher für den Launcher braucht man. So einer Welt sind wir angekommen. So, ich habe jetzt alle meine 3 E-Mail-Adressen reingeklatscht. Und wenn ich jetzt keine Benachrichtigung kriege, dann kann ich das schon. Aber Paul, es gibt ja auch einen Tour-and-Tour-Modus, sehe ich ja gerade. Ja, ein Team-Modus. Habe ich noch nie gespielt. Das ist von, die Kopfhörer sind von SteelSeries. Die Arctic Pro. Sehr gut. Ein bisschen Umgewöhnungszeit, aber dann. So, dann gucken wir doch mal nach, ob wir hier irgendwas von Schrottosoft bekommen haben. Nicht wahr? Ja, das kenne ich aber. Passwort Recovery. Das klickt Mocker öfter, als er sein Passwort eingibt. Oh, Alter. ich mache ein neues Passwort rein und 5 Minuten habe ich wieder vergessen. Also ich krieg, bis jetzt habe ich nichts gekriegt von Ubisoft. Okay. Oder so. Du kriegst das ja nicht, dauernd nicht. Ja, das Problem ist, wann benutzt du den Scheiß, weißt du? Das, ja. Selbst mal Ubisoft, für welches Spiel habe ich das gebraucht? Hier, Ghost Recon oder was? Breakpoint? Oder Wildlands? Los auf, du. Okay, das funktioniert. Hier können wir resetten auf der Mail. Sehr gut. Passwortmanager ist so ein Ding, ja. Bin ich auch mal drüber nachdenken. Nicht für mich, ja.
Ja, denn ich nehme jetzt auch überall das gleiche Passwort. Got it. Okay, das hat schon mal geklappt. Ubisoft Services ist cool. What the fuck? Geht bei euch Uplay? Ja. Ja. Wir also, sind im Spiel. Ubisoft Connect hat dann, musste erst updaten und dann ging das. Ja, bei mir gerade nicht. Natürlich die Frage, was die spielen. Ob wir 2-2 spielen oder alle gegen alle? Ja, mal gucken, wenn das dann gleich läuft. Ubisoft Service is currently unavailable. Please try again later. Ich kann nicht. Uff. Vielleicht in Ireland oder was? What the hell? Ah, okay, ob sie den hat, das sind, das finden wir dann raus, okay. 2 gegen 2 kann man sein Paar nicht aussehen. Ja, gucken wir mal. Ich kann nicht connecten. Ja, Ubisoft müde, Ubisoft schlafen. Oh nein. Warte. Jetzt, was ist mit dir? Will er jetzt oder? Wer denn, was denn? Ich kann mich nicht einloggen. Ich habe die richtigen Daten. Und er sagt, der Service ist momentan nicht verfügbar. Oh. Du hast keinen. Ich habe keinen VPN. Ja, das ist doch ein Witz. Der will sich nicht einloggen. Nur weil ich in Irland sitze? Was ist denn das für ein Quatsch? Irland wird ausgeschlossen. Aber so sieht's aus. Ich habe mir jetzt den nicht ohne umsonst gekauft. Ich sag euch das wohl, ja. Was soll ich tun? Lock dich daheim. Ja, würde ich gerne. Danke dir sehr, danke schön. Und moin, moin. Norimo, hallo. Tja. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt anders machen sollte. Vielleicht mal irgendwie Steam komplett einmal neu starten oder so? Was? Steam komplett einmal neu starten. Der geht ja über Steam, der Launcher. Genau, geht ja über Steam, dann Ubisoft. Und manchmal das könnte eine gute Möglichkeit sein, ja. Hat Steam irgendwie einen Schaden. Und wenn du es komplett beendest und mal neu startest, dann werden auch einmal wieder Updates angezeigt und so weiter. Hey, du musst den Launcher deinstallieren und neu runterladen. Oh, es gibt ja sogar eine Partie 2 gegen 2. Ja, sehe ich auch gerade, aber uns wurde gesagt, man kann seinen Teamkameraden da wohl nicht aussuchen. Aber würde mich wundern, wenn das nicht geht. Schauen wir mal. Ich mach mal so ein Spiel auf, dann können wir mal sehen. Ja, okay. Gucken. Ich versuch's nochmal so zu starten. Wenn das nicht geht, sind ja nur 50 MB. Dann mache ich den Launcher nochmal neu. Ja, das kann's auch sein, ja. Wurde hier gerade geschrieben. Sein, das nehmen wir normal. Ganz normal, ja. Okay, ich muss den Programme hinzufügen und entfernen. Wir können uns übrigens, ich hoffe, ihr könnt über Steam nachjoinen. Das weiß ich noch nicht. Hast du mir... Also ich muss bei Ubisoft, ich kann nur über den Ubisoft-Launcher Leute einladen. Ja, aber bei mir lädt es gerade im Moment. Du bist nicht online bei mir, Mocker. Muss ich gleich mal kurz gucken. Bei mir hat's Guck mal, ob du hinterher joinen kannst. Ich weiß nicht, was bei Ubisoft auch so geht. Nee, wegen Steam. Achso, oh, ich glaube, das läuft nicht über Steam. Da müssen wir mal eben, muss man mal eben deine Ubisoft-Daten geben. So. Dann machen wir das nochmal, die Bums. Ich bin bei Google jetzt drin. Okay, mal gucken. Aber ich kann nicht joinen, dann müsst ihr mich dann inviten. Wie heißt du denn bei Ubisoft? HC-Desay. Alles klar. 111 MB. Ich hab keinen. Meine Connect, also jetzt nicht wundern. Der Download geht gerade, also der Stream geht gerade ein bisschen in die Knie.
Hier, Real Beaver Bros accept. Real Beaver Bros. Du weißt doch, wie es ist, Alter. Du weißt doch, wie es ist, Alter. So, invite ist raus. Man macht sich einen normalen Kleinen bei Uno und schon direkt Beaver Bros Name verkauft. Nee, diese Beaver macht keinen Kopf. Bei Uno muss man nicht drehen. Alles gut. Oh, halt die Schnauze, ey. Da drehen sich nur die Runden. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um mehrere Tage. Oh, Toro, ja, wir müssen jetzt halt wirklich performen, okay? Ist halt nur das Finale, Toro, ist nur das Finale. Ja. Mach's doch mal spannend hier. Ja, wir kennen das von COD. Kannst du dir noch nicht ausdenken. Ein Spiel, was auf Steam landet, das ein Uplay Connect Launcher braucht. Das kannst du dir doch komplett nicht ausdenken. Gibt super viel von. Oh, Toro, geh nicht in diesen Kaninchenbau. Glaub mir, da kommt man nur zornig wieder raus. Glaub mir. Wenn man wieder rauskommt. Wenn man es wieder rausschafft. Bei EA geht's nämlich weiter und Origin. Hör auf, ey. Vorsicht, Mizi. Okay. Aber schon. Wir haben eine Chance. Ja. Komm schon, Baby. Es geht nicht! Was? Ich habe gerade den Launcher neu installiert, etc. pp. Alles richtig eingegeben. Nö. Natürlich, nicht? Natürlich. Dass er das einfach sperrt. Change Proxy Settings. Was soll ich hier? Ja, ist echt so, Sabia. Demnächst starten wir ein Spiel auf Steam, das den Ubisoft Launcher öffnet, der den Origin Launcher öffnet, der GOG öffnet. Ja. Ja. So wird das laufen. Weil jeder seinen eigenen scheiß Launcher haben will. Stimmt, Rockstar Launcher gibt's ja auch noch. Stimmt. Social Club. UNO in Irland einfach gesperrt, weil zu gefährlich für die Familien. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Das ist aber echt weird. Ey, vor allen Dingen so ein simples Spiel wie UNO, ne? Stimmt, Paradox Launcher gibt's ja auch. Ja, das ist aber wieder so für das eigene Spiel dann einfach. Das geht. Epic. Okay, stimmt. Das Einzige, was ich jetzt noch machen könnte. Ja. Ja. Wäre über einen VPN mich mal irgendwo hinzuconnecten. Oh. Mich wundert das. Und dann gucken, ob er von da connectet. Oh, warte. Irgendwas hat er gemacht. Bin ich noch live? Ja. Ja. Protect your account. Set up 2 verification. Check your browser. Okay. Ja. Ist auch sehr, sehr schön, weil der zwingt dich irgendwann dazu, das zu machen. Was muss ich denn jetzt hier machen? Ja, also bei mir nicht. Ich hab das nicht. 2-Wege-Authentifizierung musst du anmachen. Die muss ich aktivieren. Ja. Als E-Mail am besten. Okay. Jetzt muss ich wieder in die E-Mail gehen. Alter, was zum Geier. Das ist ein Call. Vielleicht Jukla auf Englisch stellen. Warum das denn? I don't know. Vielleicht gucken sie von welcher Region oder so. Aber Moment. Ich glaube, wir haben das auch auf Deutsch. Nein, hier, Moment. Nee, hier, und das ist auch auf Englisch, deswegen. Hm. Ich muss in die Schweiz ziehen. Ey, das ist so ein... Also... La la la, das Leben ist schön. Klar, klar, schönes Leben. Das schönste Leben überhaupt. Mensch, Ubisoft, Account Security. Schieß mich tot. Ja, toller Code, nehme ich doch. Gerne. Submit. Ja, stimmt, bei Mock nicht. Bei Mock nicht. Freund einladen. Aber das ist ja im Spiel dann, ne? Nee, das war der Ubisoft. Achso, bei dir ist auch Deutsch? Okay. Klar. Ja, da ist aber Invite to Game hier oben. No matches are found. Also ist es Notification, Friends, ist Englisch, ja. Bitte ja, dachte ich auch, genau. In der Kombination. Bitte geh einfach nur. Okay, ich glaube, ich bin drinne. Nice! Dann können wir gerne hier mein, ich sehe hier mein Bums-Account und mit Level 15 oder so eine Scheiße. Ja. Okay. Dann UNO starten. Was müssen wir jetzt machen? Na, UNO starten. Muss ich nochmal eben adden. Genau, ne? Dein Account brauchen wir mal eben. Nur den Namen? Nur den Namen, ja. Ich gebe das mal hier bei. Warte mal. Was ist das denn für ein Name, Alter? Wann hatte ich denn das letzte Mal? Was? Das ist der Name. Kannst du mal eben. Kannst du eben einfach. Ja, geht auch so. Ach so, ja. Der grabbt ja nicht mal das Overlay ab. Oh,
Wo hast du es denn reingeschrieben? Bei uns in die Gruppe oder was? Ja, ja, ich hab dir euch eine Discord-PN geschickt. An Kopi. An Kopi? Och, kannst du es mal eben. Moment, nee, ist auch kein Problem. Okay, an Kopi mal eben. Oh, Moment. Mac jedes Mal. Das Geräusch habt ihr zu beantworten. Noxifer, danke für den 6. Monat. Wir überbrücken das einfach mit Geld verdienen. Sehr gut. Der Name ist auch wild. Wie bist du denn auf den Namen gekommen? Ich schwöre, das Ding ist wahrscheinlich 8 Jahre alt. Keine Ahnung. Alright. Dann war das raus. Wo sehe ich den? Mit Shift F2. Irgendwie ist das so Overlay von Ubisoft. Nee, Shift F1. Ach, nee. Oder? Nee, Shift F2. So, ich hab's. Angenommen. Ja. Okay, Invite ist raus. Wo bei Steam? Nee, bei Ubisoft ist raus. Ich glaube, das sieht man dann jetzt auch bei Ubisoft-Namen. Also Invite to a Game. Show the name. Das ich schon gefordert. Was passiert hier? Warum geht denn der jetzt in den Store? Achso, dann musst du es, glaube ich, nochmal über Steam launchen. Ja, du musst es über Steam nochmal launchen, damit er weiß, okay, du besitzt Uno. Genau, dann fragt er auch mal. Also ich muss jetzt einfach nur Uno starten. Ja, genau. Genau, in Steam. Dann sagt Ubisoft, hey, sollen wir Uno zu deinem Account hinzufügen? Und dann geht das. Wow. Wie kompliziert möchten Sie es heute bei Ubisoft haben? Ja! Das ist noch harmlos. Hast du schon mal versucht, beim PlayStation Store oder irgendwie bei Final Fantasy Online irgendwas zu kaufen? Oder Mori Store und so? Gönn dir, Alter. Oh, die Mori Station. Oh, hör auf. Immer auch, dass das Haus das Verrückte macht. Also ich 38. Ich glaube, 40% wollen, also die könnten 40% mehr Spieler bei Final Fantasy haben, wenn du den Job einfach hast. Okay, warum hat er das Game in einem völlig falschen Fenster geöffnet? Hat er bei mir auch, muss mit Alt und Tab, musst du rein. Alt und Enter meinst du? Nee, mit Alt und Tab? Erstmal markieren. Ach so, oh Gott. Und dann Alt und Enter. Das war bis jetzt noch nie ein gutes Zeichen, wenn das nicht von Anfang an funktioniert hat, du. Ja, wir sind aber schon mal, 3 von 4 sind schon mal da. Ja, aber das, wegen Gewinn meine ich, wegen Gewinn. Alter, ist das laut. Achso, hast du das Spiel schon umgestellt? Achso, nee, stimmt. Uno. Wird direkt geschimpft hier. Ja, stimmt schon. Sorry, Leute, sorry. Uno. Wie mach ich denn da? Warte. So, ganz normal das Uno hier. So. Genau. 3 Spiele zu spielen. Da steht 1-1. Bin ich schon eingeladen? Ja, jetzt Shift das zweite Mal. F2. Warte kurz, ich muss immer. Moin, Jackie, hi. Okay, warte. Gibt es hier irgendwo eine Einstellung, wo ich hier die Musik. Das ist ja Wahnsinn. Ja, der nennt sich Mixer. Den drehst du runter. Den geht auch in die Lautstärke-Mixer und baller das komplett runter. Muss man dich fragen, der hilft dir da technisch bestimmt. Ich glaube auch. Ja, der kommt ja vorbei bald. Ja. Ah ja. Nun. Ah ja. Oh, ey, Powerwash war so knapp. Oh. Ach, so ärgerlich, ne? Aber du hast die letzte Runde geholt, Alter. Ach, ja, die Ehrenrunde musste geholt werden. Ist so, Mann, ist so. Wie spielen wir jetzt? Ich habe gar keine Ahnung. 2 gegen 2 und rein. Ich habe jetzt 2 gegen 2 einfach mal gemacht und dann fangen wir mal die erste Runde einfach an. Ja. Gewinner gewinnen. Ja. Und wie wählen wir unseren Partner aus? Genau. Ich denke mal, wenn wir jetzt auf Partie beginnen drücken, dann wird da was passieren. Würden wir dann nicht lieber mal die erste Runde ganz normal und dann... Lass mal eben gucken, wie der Modus funktioniert. Ja, okay. Ja. So. Ja, let's go. Mal gucken. Toro, the Fat Boy, ist einfach auch wirklich. Der Account ist 20.000 Jahre alt, ich schwöre. Keine Ahnung, was. Oh, nee, das passt nicht. Nee, ich bin mit. Nee, ich will nicht mit. Doch, nee. Dizzy und ich sind im Team. Und Toro und ich. Kann man das nicht umstellen? Aha. Nee, kann man nicht umstellen. Wer ist denn dran? Kupi ist dran gerade, aber wie gesagt, das ist jetzt Kupi und Dizzy sind im Team. Nee, Kupi und Toro, beruhigen Sie sich. Was war das hier für eine Karte? Dann geht es wieder in eine andere Richtung. Oh. Ich kann auch Dizzys Karten sehen jetzt hier.
Ja, aber so ist das doch nicht richtig, oder? Doch, lässt er ja zu. Ja, ja, natürlich ist das so richtig, aber ich meine, dass wir die Teams passen halt nicht. Nee, das war nicht. Und das ist halt ein bisschen kacke. Das ist also jetzt kurze Übungsrunde, oder was? Ja, ja. Mal eine kurze Übungsrunde hier. So, zwei für dich, Dizzy. Bitteschön. Mhm. Ach, jetzt kann ich legen, was ich will? Fürs Team müsst ihr in einer bestimmten Reihenfolge joinen. Ah. Okay. Wie seid ihr denn gerade gejoint? Na, zuerst die Bibelbrüder, dann Kupi, dann ich, dann du. Also müsste es eigentlich sein Mokka, Biber, du, Kupi und dann ich. Hallo, sind wir da? Hört ihr uns? Ja. Okay. Machen wir erstmal Bo. Ja, Raubüberfall gibt sogar Emoticon, na klar. Klar, das denkst du hin. Vielen Dank. Toro the Fat Boy, du bist dran. Boy. Ich nehme einfach mal eine Karte. Nur eine Karte, weißt du was? Ich nicht. Mach ne Flat. Das hoffen wir. Oh, dann muss ich eine Karte nehmen. Ich bediene. Ja, I don't know. Wollen wir dann jetzt mal irgendwie eine normale Runde? Ja, dann gleich, wenn die Runde vorbei ist. Nimm zwei! Du Sau! Okay. Nee, nimm du zwei! Oh, du Sau! Nimm vier, Dizzy! Und grün auch noch. Er hat keine grüne. Und auch keine Vierer. Was willst du denn kämpfen da? Oder was war das? Gefickt! Wie ist das passiert? Wie ging das? Gefickt! Ich verrate euch hier nicht geheime Strategien. Ich hab nur Boxkämpfer gesehen und hab ich die vier Karten gekriegt. Ja, richtig. Ich hab dir eine reingehauen. Dizzy, wir beide sind. Verrat mir das mal, Dizzy. Was? Mach mal aber nicht. Das ist kein Sammelkartenspiel, ich weiß. Hallo? Ich muss aber immer einen richtigen Karten haben hier. Ich hab nix hier. So. Ja, toll. Ja, die behalte ich. Ach, übrigens, dann gewinnt nur, wenn man vorher Unusach bei der Karte, ne? Ganz klar. Ich sage das so, wie es ist. Nix. Ah, sehr gut. So. Die Rider rein. Schön, jetzt schön. Macht noch andersrum. Ja! Oh! Ja! Ach so. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Du hast keine Karte. Nein! Ja! Nimm zwei! Warum denn? Kappa, warum machst du denn sowas? Dreh doch um, du kannst doch andersrum machen. Direkt zwei rein. Und die blaue. Was tust du? Udo! Oh, Udo, was tust du, Kappa? Wird das Uno gecallt? Mann! Gubi! Ja, Mann. Voll! Ich nehme eine. Wow. Nein! Hey, du blöder Penner! Nein, ich wusste Uno! Oh nein, ich bin raus, versehen rausgetappt. Fuck! Nimm dich selber! Ich bin jetzt hinter. Ich mach hier ganz entspannt. Ich mach ganz entspannt hier. Andersrum hier. Oh, danke. Oh, no! Du musst es drücken! Drück das! Das ist dick! Du musst es drücken unten rechts! Ja, das ist verschwunden. Oh. Nachdem ich die Karte gelegt habe, ist es verschwunden! Das weiß man dann nicht. Gut, dass wir eine Testrunde machen. Was ist denn das unten? Ist das so ein Schicksalsfeld? Keine Ahnung, oder? Unten rechts kommt dann so ein Button, wenn du noch zwei Karten hast und du kannst eine spielen, kommst du so eine Uno-Taste. Nimm gelb. Nee, warum grün? Ja! Schön grün. Komm, du weißt was. Ja! Geh um, Junge.
komm hier gar nicht mehr dran, oder was? Er hat nichts. Ja! Wir haben den nicht. Ah, nimm zwei, du Sau! Sehr gut, Taro, sehr gut. Du Hoden! Die habe ich gerade frisch gezogen. Oh, oh, oh. Oh, du machst mir irgendwas. Warte. Ja, aussetzen. Nein! Sehr gut. Oh, ich muss aussetzen, ja, Alter. Ja. Wollen aussetzen. Oh, ich hab so Glück, ey. Ich alles Strategie. Ziehen. Sonst hätte ich meine rote Karte gespielt. Oh. Oh. Nein, er hat die grün. Jawohl. Oh. Okay, okay, so machen die das. Okay, okay, okay. Partie. Jetzt müssen wir mal abbrechen. Warte mal, nächstes Spiel. Achso, ihr habt jetzt. Das wäre schon eine gewonnene Runde, oder was? Ja, aber wir sind halt automatisch, und ich war automatisch im Team. Das wäre anscheinend auch gewürfelt, warum auch immer. Genau. Nee, also pass auf. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir machen erstmal raus hier aus dem Bums. Ja, ja, würde ich auch sagen. Partie verlassen, so. Einfach verlassen, oder wie? Ja. Ja. Wollen wir dann klassisch machen, oder was wollen wir machen? Ja, klassisch, ja. Und dann welches Team als erstes fertig ist. Also okay. Wir könnten ja... Wir hätten halt einen Vorteil, weil wir uns abstimmen können, ohne dass ihr es hört, ne? Ja, dann müsst ihr uns einfach mal versprechen, dass ihr das nicht tut. Ja, machen wir es einfach mal nicht. Also ich meine, ja, ich meine, man, stimmt. Auch nicht Bildschirme gucken und so. Ja, ja. Das können wir machen. Okay, also machen wir klassische Partie. Weißt du, was ich fühlen würde, wenn sie jetzt einfach so einen dicken Karton holen und zwischen sich da reinschieben? Das wäre nicht das erste Mal. Das stimmt auch. Okay, ja, dann bitteschön. Wir reden ein. Nee, wir machen das schon. Wir sind da ehrlich. Also ganz ehrlich, da sind wir schon Ehrenbiber. Wer lädt ein? Ehrenbiber. Ich. Dann ist Kumpi eh abgelenkt. Nee, das geht schon. Wenn der Chat da ist. Ich lade ein. Alles gut. Alright, alright. Aha. Also das mit dem Team würde auch gehen. Man müsste halt nur in der richtigen Reihenfolge irgendwie einladen. Wir können das auch mit dem Team machen und dann starten, weil wenn wir dann fortsetzen drücken, bleibt man in demselben Team. Jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge denn richtig wäre zu joinen. Ich glaube, es ist theoretisch müsste... Nee. Du musst, wie gesagt, du musst erst, bevor du deinen Bruder einlädst, musst du einen von uns einladen, genau. Dann deinen Bruder und dann wieder einen von uns. Genau. Ja, okay, dann versuchen wir das. Lass das mal probieren, ja. Dann versuchen wir das. Das wäre nämlich super. Dann sind Chancengleichheit auf jeden Fall komplett da. Genau, weil man kann sich halt auch, man kann auch die Karten von dem anderen sehen und so weiter und so fort. Ja. Okay, dann tryen wir das nochmal. Okay, dann lade ich jetzt als erstes mal Dizzy ein, danach Kupi und danach Toro. Ja, so. Aber immer erst so join, okay. Weil, ne? Ja, genau. Pro join. Also ich warte dann, bis einer gejoint ist und dann... Alright. Ist echt so, halbe wissenschaftliche Studie übers Join in einem UNO-Spiel. Okay, Dizzy, du bist eingeladen. Jo, habt ihr angenommen. Das sehen wir gleich, ob es klappt. Doch, doch, wir können Wett machen. Wenn das funktioniert in dem Team-Modus, dann können wir Wetten aktivieren im Chat. Drinne. Okay, bist du drin? Okay, ich lade Kupi ein. Mhm. Habe akzeptiert. Nice, nice. Gleich wieder falsch drin, hoffentlich nicht, hoffentlich nicht. Und dann kommt Toro. Toro's a fat boy. Finde ich halt geiler Name. The fat boy. Ich wusste damals schon, dass ich nach Irland komme und dick werde. Das wusste ich einfach schon. Was? Oh, Irland, nicht dick. Nee, da war auch nicht. Dann war das genau so. Okay, lass einfach mal versuchen. Jo. Dann startet, wenn das gleich passen sollte, startet die erste offizielle Runde. Mhm. Ja. Ja. Yes. Alright, okay. Toro Baby, es ist jetzt. Die Wetten sind eröffnet. Ja. Okay, Mock. Okay, alles klar. Ich fange an. Okay, los geht's. Ich mach mal, ne? Your party. Müssen wir auch mit, ne? Ja, müssen wir gucken. Und sinnig, mit Taktik. Mhm. Ja. Mhm. Oh nein! Oh! Was war das denn? Get wrecked, son! Oh shit! Get fucking wrecked! Das war nicht die beste Entscheidung, Kuppi. Lass es zu, Dizzy. Tu nicht boxen. Tu einfach nicht boxen. Nein, Dizzy! Dizzy! Ja. Ah, das ist, wenn du dann keine Route hast. Mhm.
Schön, 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 Kupi, schön. Muss ich mal langsam mal meine Karten hier runterwarpen. Ja, Mann, das sind natürlich... Aussetzen! Hey. So, Dizzy, leg. Du hast eine Karte, du hast eine, ja, das sieht gut aus. Fühl ich. 2, 3, 4, 5 Karten fühl ich, hast du. Hast einfach so viele Karten. Und dann gehen wir mal auf... Shit. Ich geh mal hier rauf. Oh, weißt du was, dann geh ich da rauf. Mhm. Da geh ich auch rein. Oh. Oh, Dizzy, das war vielleicht nicht so schlau. Oh, geh ich auch rein. Dizzy! Fuck! Guck doch, was ich hab! Beide aus dem Team müssen übrigens fertig sein, ne? Ich glaube, die Runde ist vorbei, sobald ich einmal Uno gesagt habe. Nee, also ihr müsst beide fertig. Also komm. Okay. Ich weiß nicht, wie das Spiel. Dizzy, ich würde sagen. Hau rein! Der Biber zieht erstmal zu. Gib alles! Rein in den Aal! Ja, ist okay, ich habe eh sehr wenig Karten gehabt. Ich freue mich über ein paar mehr Karten. Nein, Dizzy, warum? Was ist denn da los? Oh! Alter. Ja, was weißt ist du, was, Dizzy, was ich gut finde? Was denn? Das erstmal aussetzt. Den finde ich auch gut. Ekelhaft für Menschen. Den finde ich auch richtig special. Oh. Ja. Oh, wie hält oder was? Ja. Dizzy? Ja. Mehr? Ja. Fühl ich. Fühl ich. Wir müssen mal ein bisschen gucken hier. Schön. Oh. Warum? Verdammt. Oh! Ja, get right! Wenn man nur eine andere Karte hätte spielen können. Okay. Dann muss derjenige dann auch... Alter, Kupi hat einfach die Karten singen. Oh, er hat kein Geld. Ja. Wir sind mit Geld hier. Um euch in die Irre zu führen. So, ruf da. Oh, wo starten? Wieso die 7? Wieso die 7, Alter? Ja, gleich müssen alle bei Kupi ziehen. Ich muss aber auch. Auch kein Gelb. Toro auch kein Gelb. Gut zu wissen. Shit, wir müssen irgendwie wechseln. Ich hab alle Farben. Guck, das kann doch nicht wahr sein. Alter, war nix. Oh! Oh ja. Warte, ja, ich muss überlegen. Meinst du? Ja. Why not? Er hat ja keine Rote. Nee. Was hab ich hier nicht? Oh shit! Nein! Nein, damit hab ich nicht gerechnet jetzt. Oh. Oh, lehn dich mal in eine Runde zurück, okay? Nein! Besser ist es. Dann bin ich irgendwie. Ja! Direkt rein. Nein! Nochmal die 4 gespielt. Schön, schön. Okay, ich wechsle. Mhm. Nee. Schön. Nochmal! Da kommt, oh, komm. Da zieht er. Da muss er ziehen. Muss er ziehen. Ich riech das. Wer denn? Ach, ich? Ja, du. Ja. Wir gehen mal kurz mal hier lang. Schön. Oh, die 6. Oh, Dizzy, nein. Du musst mich unterstützen. Mach, ich kann aber. Okay, Farbe. Kommst du noch ein bisschen auf mich? Blau, ja. Willst du? Wenn du deine Calls machst. Sehr gut, er hat kein Blau! Das merke ich das auf mich. Oha! An. Sehr gut, er hat kein Blau! Ich hab viel zu viel Blau! Ich muss noch ein bisschen auf meine Karten achten. Dizzy! Du hast kein Blau, Kuh. Hab ich auch nicht. Ich war wieder andersrum hier. Fuck! Hör doch auf! Mogga hat immer noch kein Blau! Oh, ich hab noch kein Blau! Oh, Junge, nimm das! Alter, nein! Das ist doch Beschiss! wieder andere Richtung! Oh mein Gott! Schön! Demos. Nice, okay, nice! Gut. Sehr gut! Verdammt! Nochmal! Verdammt! Kannst du noch? Na gut, da kommt noch eine! Lass mich doch blöffen! Okay. Sagt einfach alles gut, du hast doch noch eine! Okay, pass auf, Coop. Oh, nee! Oh, Coop. Okay, kein Problem. Ey, was ist mit dir? Wir müssen vom Blau weg. Wem sagst du das, Junge? Wem sagst du das? Warum machst du Blau, wenn dein Freund keine Blauen hat? Okay, lass einfach nicht drüber reden. Wir brauchen doch kein Blau. Nein! Sagen wir so, es ist mit unter Umständen. Bin du noch am Ziel? Damit wir nicht genauer darauf eingehen hier. Oh! Die 7 mit der 7, wir kommen die 5 oben drauf.
Ey, willst du mich komplett flexen, Alter? Ich war so niedrig. Toro, willst du eigentlich noch mitspielen, oder? Ah, ja, ich spiele einfach die. Toro spielt gerade neben. Ich mach dich stark, Dizzy. Mach mich stark, Baby. Ey, diese beschissene 5! Alter, nein! Er hat rote Flagge. Danke. Danke, vielen Dank. Spielen! Vielen Dank, die spiele ich auch. Boah. Ey, das ist so ein Witz. Ey, das ist so ein Witz. Ich krieg. So nice, Coop, Alter. Wir müssen weg von Rot. Das nein, wir irgendwie. Nicht. Doch, wir müssen wir ganz dringend weg von Rot. Nein, wir bleiben eine ganze Weile. Da kommt wieder Blau jetzt. Was ist das hier? Rudi, du bist so gebumst, Alter. Du bist so gebumst. Warum kannst du auch mal was legen? Ja, echt mal, kannst du mal teilnehmen an dem Spiel hier? Ja, wir waren richtig. Wer hat denn diese Karten gemischt? Jetzt ist Schluss. Jetzt ist einfach Schluss. Rein. Hört auf hier mit Blau. Oh, hört jetzt auf. Wow. Da kommt Grün. Bam. Okay, verdammt. Er hat kein Grün. Ah, jetzt fühle ich. Oh, doch. Naja, gezogen. Ja, hat er noch Grün? Oh. Fuck, er hat noch Grün. Wieder die 5. Oh. Da kommen wir mit dem Game. Er hat noch Grün bleiben. Okay, Dizzy? Ja. Your turn. Bin ready. Bediene Gelb. Okay, Dizzy, wir machen das nochmal backwards. Ja. Bediene auch Gelb. Verdammt. Na gut, dann bin ich trotzdem noch weiter Gelb. Ich auch. Dankeschön. Uno! Fuck! Nein! Oh. Warte. Er hat kein Gelb. Ja. Ihr weißt, ob ich kein Gelb hab. Uno! Schön Uno! Uno! Uno hier bei nein, warum Grün? Hat er jetzt nicht. Ah, ja! Und jetzt, switch. Do it. Für vorne, ganz links. Bist du dir sicher? Ja. Brudi, der muss nehmen. Gut. Ja! Ist egal, ich nehme auch eine. Okay. Das hier, die letzten Karten hier. Fuck, kein Uno gesagt. Oh. Okay. Guck mal, der kann auch sagen, ne? Ja. Ja. Oh! Gefickt. Verdammt. Ja! Ja! Richtig! Yes! Jawoll! High risk move. War ein High Risk Move. Udo. Komm schon! Was? Aha. Warum? Hast du nicht Uno angeklickt? Richtig, das sehe ich sofort, Mann. Ach so, scheiße. Uno! Okay, pass auf. Hier. Kriegen wir schon. Also. Ja, ich kann nicht kriegen. Jawoll! Get fucked! Verdammt! I know, Mann. Come on, Baby. Muss ich zuerst drücken? Ja. Oh, fuck. Ich muss immer wieder meine Karten loswerden hier. Alles gut, Coop, alles gut. Oh nein! Sehr gut. Pass auf hier, Dizzy auch direkt. Nein. Oh. Nicht nur Dizzy, mach dir keine Sorgen. Und Uno! Oh, was? Dizzy! Ey, warte, sorry, kann nichts machen! Nein. Oh nein! Yes! Oh, oh Uno! Dein Uno! Fuck! Er hat kein Blau! Er hat Blau! Uno. Nein! Du musst erst cool. Uno und dann spielen. Ja, shit! Dann. Ich hab keine Karte gehabt. Nein. Ach, Momo, das kann doch nicht mehr ernst. Nein, you okay? Kein Blau. Was sie mit Kugel aufsetzen? Was soll das? Die sind. Ach, die Alter, Ringe. Was ist das für eine Runde? Ja, hier geht's um Leben und Tod, Mann. Um Leben. Wie man sich einfach wieder die Karten hier auf die Hand nimmt. Oh, wir gehen auf Geld, Okay. Verdammt.
Die 9. Oh, ja, 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 sehr gut. Ey! Dammbock. Ey, was kann ich machen? Ich kann da nichts gegen tun. Jawoll! Jawoll! Ja, ja, ja. Oh no! Oh no! Das Stress! Ja! Ja! Jawoll! Ja! Get it! Yeah! Yeah, baby! 1-0, 1-0. Toro, ich küsse dich! Das war super! Ich küsse dich! So knapp. Das war so knapp! Das war taktisch fucking insane, Alter! Mal. Zitat auf dem Pad, schlimmer als jede EFT-Runde hier. Das stimmt. Neue Wette könnt ihr direkt machen. So, okay. Was ist hier los? Direkt probieren. Wir müssen das jetzt taktisch ich sauber weiß. Runterspielen. Ganz sinnig, ganz sinnig. Puh. Toro, du bist dran? Ja, ich überlege gerade. Keine Tipps, danke. Ich gehe erstmal mit. Na ja, ja. Fühl dich. Ja, aber ich muss dich. Muss ich, ja, ja, warte mal. Hm. Ah, Dizzy, hast du noch eine? Hast du noch eine, Dizzy? Hast du eine, Dizzy? Ja, oh, Alter. Hast du noch eine? Ja, ja, ich hab wohl noch. Ich hab wohl noch. Oh, schon gut. Oh, teuer. Ja, ihr. Ja, oh. Küsschen. Hab ich auch gefühlt. Geil, danke. Ich war schon ganz erschöpft. War schon ganz erschöpft. Okay, okay, jetzt kommt hier die blaue 7 oben drauf. Leg, leg. Ja, soll ich? Du weißt, was du. Ja, mach ruhig. Finde ich gut. Schön, schön, schön. Mhm, mhm. Ist ohne Call, ich das Uno. Ohne Call, ich das Uno. Okay, auch schnell jetzt auch. Ja, ja. Wollen wir find warten, ich? Dass du da. Ja, 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 ich finde das gut. Ja, ja, ja. Jetzt. Ey! Da drückt er rein. Sehr gut. Du weißt es, Toro. Du weißt es, komm. Nee, das bringt uns ja nichts. Doch. Nee, das bringt dir gar nichts. Ah ja, stimmt, du hast recht. Ah, scheiße, jetzt hab ich's gedrückt. Okay, ich hab dich zu sehr beeinflusst. Warte, 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 warte. Pass auf, der kommt. Ja. Hält jetzt an. Ist okay. Ist nicht wild. Doch, ist gut. Also ich finde das schon ganz schön wild. So, Option. Option, Brudi. Na? Sehr gut. Kein Gelb. Ganz schwierig. Aber. Ist okay. Ist kein Problem, Toro. Oh, warum? Warte, wieso? Ah, die kriegst du. Mann, Alter. Okay, der nimmt seine Farbe. 100 Pro. Er hat Rot. Fuck. Ja, was kommt? Schnell, Udo! Udo, komm! Ja! Ich hab nicht gedrückt. Ja, aber das bringt nichts, Dizzy! Schnell, komm, Baby. Komm, da ist kein Rot. Fühl der einfach! Der hat Rot! Fühl einfach! Ich nehme eine Karte. Jawoll, Alter! Yes! Und jetzt fickt mich nochmal richtig schön in den Arsch, Junge. Entschuldigung, was? Wie kann das sein, dass du ein bisschen unter Vögel bist? Ja. Ja, auf jeden Fall, sorry. Der Gold, rote 4. Nee. Oh, blau hat er. Ey, ich war so nah dran, Alter. Rudi. Ja. Sehen wir nicht. Ah, vielleicht hast du. Ja, warte. Kann er? Kann nee, ich? Kann er nicht. Nee. Nee, Alter! Nee! Oh shit! Oh, das war richtig bitter! Dizzy, warum? Uno! Ja! Nee, hat doch nicht, Uno! Du musst eine Pause! Machen. Pause! Ich hab schon mal vergessen, dann musst du denke ich auch noch den anderen sagen. Ja, aber ich muss es dir doch sagen! Ja, come on, Toro, we can do it! Come on! Wir sind ein gutes Team heute. Okay, Grün hat er nicht. Ja, Uno, vergessen, das letzte Mal habe ich Uno vor 20 Jahren gespielt. Uno! Komm, dann frag ihn nochmal wirklich hin. Na, hallo? Okay. So. Ja, nun. Die Frage ist, hat er Grün, der See?
I don't know. Das ist die Frage. Hab ich grün? Das ist die Frage. Nee, hat er. Ja. Nein! Scheiße, 1-1, Alter. Oh, fuck. 1-1. Ey, sag mal, wie spannend wollen wir das hier heute eigentlich machen? Ja! 1-1. 1-1 steht. Jetzt kommt das Finale der Finale. Jetzt geht's um die Wurst. Um den Gewinner. Das Bild leckt nicht. Chat. Also, boah. Tacke, Alter, okay. Ich schwitz bei Uno. Jetzt geht's um die Wurst, ja. Alright, alright, alright. Dizzy? Ja. Halten bis zum Ende, ich schwöre. Okay, wir halten. Dizzy hat eine +4-Karte, pass da auf, mit Farbauswahl. How you know? Weil er gesagt hat, halten bis zum Ende. Okay, okay, gut, gut, gut. Ist man auch Bluff? Ja, ja. Toro, mach mal kurz. Nicer Boy. Ah, ich hätte drüberlegen können. Wow. Da ist er. Hat er sie gespielt, jetzt hat er sie gespielt. Anfechten. Nein, werde ich nicht tun. Okay, dann mach das nicht. Werde ich nicht tun. Haben wir schon öfter in den Arsch gebissen. Du gleich, hier. Hier. Meinst du? Du weißt, ja. Nee, weißt du was, Dizzy? Ich hab ein gutes Gefühl. Ich weiß, was du machen willst, komm. Genau das habe ich gerade gefühlt. Dann fühle ich nämlich. Eine Wellenlänge. Fühle ich jetzt zwar nicht so, aber meinst du jetzt schon? Nee, ich würde eher ziehen. Das, why not? Interessant. Fechte doch an. Komm schon, tu's. Fechte, okay, Baby, fechte. Get! Ah! Get! Oh nein, ich darf das nicht dreimal sagen heute. Meine Nachbarn denken schon, ich stehe. Gut, alles gut, Google. Ich habe seine Karten gesehen. Okay. Das war sein Fehler. Alle gemerkt, Alter. Ich bin richtig schlau, Mann. Natürlich. Bam! Ja, das ist okay. Das ist okay. Kurze Pause. Ja, gut. Ja, ich muss gucken hier. Kurze Pause hier. Schön. Okay. Kurze Pause. Why not? Wollen wir noch ein bisschen entspannt bleiben? Ich würde sagen, wir bleiben noch ein bisschen entspannt. Ja, ist alles okay. Gut. Verstehe, ja. Atmen nun. Drehen wir um eben. Ja. Ah, drehen wir um den Lachs. Ist in Ordnung, ist nicht schlimm. Schon mal ganz stark. Jetzt machen wir den anderen nochmal ein bisschen dicker hier. +2. Ja, sauber. Gut, dann. Fechter an. Fechter, hey. Ich vertraue dir nicht. Fechter an. Aha! Nein! Das ist kein Problem. Das sind nur Optionen. Das sind nur Optionen, das stimmt. Da hast du genug Optionen jetzt, ne? Ja, ist kein Problem, alles gut. Das ist gut. Machen wir nochmal einige. Ja, das ist nur Option. Alles Option. Ja, alles Option. Oh. Aha. Okay, schon mal keine rote. Doch. Option. Ich hab keine Option. Oh, Yelp hier, wa? Aber es ist nicht Yelp hier, Toro. Ah, vielleicht jetzt nicht. Nee, war ja auch kein Yelp. Kann ja auch nicht. Stimmt, das ging ja auch nicht. Okay. Ja, das hier alles gut. In Blau, alles klar. Auf die Rote, okay. Auf die Rote. 8-8, alles klar. Come on, Toro. Wir haben heute, eine ganz spezielle Connection, Baby. Ey! Kein Problem, abschütteln. Alles gut. Da gibt er mir einfach die 2 Karten. Oh, ja gut. Da. Oh, da ist ein bisschen Unmut jetzt im Team gerade. Ja. Starkes habe ich gehört hier, ein starkes Komm, lass ihn mal kurz auf der Bank. Mann! Auf der Bank. Schön. Aber ich muss eine Karte nehmen. Oh ja, ich immer, ja, da. Okay. Dann aber grün. Ich glaube aber, Toro hatte grün. Ja, mal eben gucken. Hoffe nicht. Dann könnte ich... Ja, Mock hier, guck mal, kann ich dann... Oh, da kann ich hier drauf wechseln. Nice. Leider eine 9, Mock. Komm schon. Wird schon gut gehen. Da ruft der Uno. Komm mal, Baby. Komm mal, Toro. Nummer 2. Nummer 2. Oh, das ist die letzte Karte bei Dizzy, ne? Toro, das ist uns die letzte Runde! Wir haben gefahren, euch! Ja! Sehr gut! Yes!
Yes, we did it! Ah! Oh, fühlt sich das fucking gut an! Endlich mal, oh! Wa? Toro, heute haben wir einfach wir zwei Beine. Verteidigung, Angriff hat gesessen! Aber sowas. Oh, bis aufs Blut gekämpft! Verdammt nochmal, ey. Verdammt nochmal. Gerangel in the fucking Jungle Episode 3 gewonnen. Schwierig zu planen, weil es immer ein Gegenspieler zwischen. Der kann alles verändern dann immer. Ne? Ja, ja. Und somit, meine Damen und Herren, haben wir bei Gerangel und Jungle einen Gewinner. Und es ist... Gratulation! Dizzy und Toro himself! Ja, ja! Ja. Gratulation, Gratulation. Hat er verdient gewonnen. Das war ja mal unfassbar spannend bis zum Ende. Oh, alle Spiele. Es war richtig nice, Leute. War richtig nice. Ich schwitz. Fertig. Ich auch. Absolut fertig heute. Ja, aber richtig. Geil. Aber geil. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Geiles Game. Geiles das Spiel war kürzer als die Installation von Ubisoft. Da war die erste Runde war schon sehr lang. Ja, das stimmt. Oh. Ey, das ist immer so ein Krimi, weil man nicht genau weiß, was der andere hat und dann, oh. Ja, das ist immer ganz schwierig auch. Oh, war noch Titan, na klar. Ja, klar. Die haben gewonnen. Torre, ich bin stolz auf dich heute einfach. Ja, ich auch auf dich. Ja, wir waren stark. Wir haben wirklich gemeinsam gekämpft wie die Löwen heute. Und ja, na. Gratulation. Na. Es muss beim dritten Versuch ja auch endlich mal soweit sein. Das war auch super knapp. Der Biberdamm ist eingestürzt. Der Biberdamm ist gefallen. Hallo, der ist stabil. Habt ihr vielleicht eine kleine Delle reingemacht? Der wollte gerade sagen, also der. Der hält. Ah, schön. Oh, wie wir heute durchgekämpft haben. Nice. Das war wirklich mega. Sehr, sehr schön heute. Ja, hat echt Spaß gemacht. Wirklich großartig. Wirklich Spaß. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Ja, auf jeden Fall. Ey, gerne wieder. Mhm. Gerne wieder sowas. Ja. Mal auch mal gewinnen können. Ja, gucken, wie wir nächstes Mal planen für die Zukunft. Ja. Oder irgendwas anderes, ein anderes Format oder so. Also mit euch beiden auf jeden Fall immer gerne. Ja. Also mit Dizzy, ja. Was? Was soll das heißen? Toro, voll der Nette auch. Doch. Oh, du weißt, einer muss einen abbekommen und meistens bin ich das, deswegen greife ich immer als erstes an. Das ist die beste Verteidigung. Was eine Episode heute. Also gut, Spiel des Lebens war wirklich geil, Powerwash war witzig und Uno hat einfach alles rausgeholt. Und dann auch, und dann aber auch, muss ich sagen, heute Toro mit seiner U40 Performance, die er da hingelegt hat. Also ach, wirklich youngest Pro Gamer, den ich hier gesehen habe heute. Wirklich in allen Games. Durchweg performt. Ja, da also bin ich eigentlich. Mit Mittelstrahl war ich heute auch wirklich sehr zufrieden. Ja, also da hat das Alter heute sehr auch reingehalten. Eben. Oh. Ja, ist nicht so, Gabi. Normal kriegen entweder Kuppi oder ich Mockers Seitenhieber ab. Schön, wenn es mal wen anders trifft. Ja. Richtig. Nein, aber super, super geil. Vor allem Uno zum Ende nochmal die Krone aufgesetzt. Richtig spannend nochmal. Alter Schwede, Uno ist halt wirklich ein Krieg. Ey, und guck mal, wir haben jetzt 4 Stunden. 17 Uhr, ihr habt es natürlich ein bisschen später, aber wir haben unseren Zeitplan aber auf exakt die Minute eingehalten. Ja, intensive Minuten am Anfang, ne? Da läuft. Stark, Jungs. Ja, stark. Ich habe gesagt, ja, das Powerwash dafür aber gerettet. Wo du noch nicht da warst, Fricky. Dann, Mann, ich wünsche euch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Ja. Auf jeden Fall zu Recht gewonnen. Auf jeden Fall. Ey, und das fällt mir verdammt schwer, das zu sagen. Ich hasse sowas. Richtig gut gespielt, super spannend, sehr gerne wieder auf jeden Fall. Ja, natürlich. Ja, und mit diesen Lobesworten, ihr habt perfekt verloren und jetzt verschwindet. Raus aus dem Siegerhaus! Raus! Ihr wurdet zerstört! Kein Problem. Bibas, wir schnacken, wir können durchaus mal was zusammen irgendwie auf die Beine stellen. Vielleicht fahren wir auch mal mit dem Dizzy auf hohe See oder so. Und wer heißt das schon? Also, wir gucken mal, dass wir Dizzy irgendwie austauschen dann. Man hört sich, Jungs. Man hört sich. Tschu-tschu. Tschüss. Wir hören uns auch. Ja, machen wir. Schreibt dann später. Ihr lieben Bibas, einen schönen Abend euch, weil es ja schon spät. Dizzymann, mach nicht mehr so wild. Nee. Und ich muss jetzt hier die Leute hier irgendwie, keine Ahnung, bespaßen noch. Na dann, viel Spaß. Na dann. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitmachen. Kuss. Kuss. Alle. Kurz zurück.